Ja, herzlich willkommen bei Brettspielfreunde, das Brettgeflüster. Heute mit unserer ersten Folge sozusagen gespielt. Einfach mal drauf los, was wir so in der Zeit gespielt haben. Vielleicht sind auch Flops dabei. Und heute sind wir mal ein paar mehr. Wir haben den Stefan Godot dabei, den Grimbach. Dann sind natürlich Jenny und Manuel wieder dabei. Und meinerseits, ich, Georg, bin auch dabei. Und gleich geht's los. Wir sind unvorbereitet, es geht einfach drauf los. Wir werden, glaube ich, eine Menge Ich kann Spaß nicht haben. antworten. Und ja, ich würde sagen, das soll irgendwie mal abwechselnd machen, ne? Sonst wird es ja ein bisschen langweilig. Dann spricht der eine eine Stunde und dann sind die anderen erst dran. Wer möchte denn mit dem ersten Spiel, was er zuletzt gespielt hat, anfangen? So, okay, ich fange Ach, verdammt. an. Ich ziehe einfach mal hinten raus. War auch war ein bisschen auch so blau reingekauft, aber bin sehr froh drüber. Endangered. Megaspiel. Habe ich bei Stuart irgendwas im Internet bestellt. Da gab es auch die Kickstarter-Version, also mit allem drum dran, weil das hier ist dann die Erweiterung noch, die es gibt. Und dann gibt es noch eine kleine Erweiterung. Da geht es darum, dass du eine Tierrasse vom Aussterben rettest. In der Grundbox sind Tiger drin und Otter. Und du kannst dich immer, musst dich halt immer für eine Tierart entscheiden. Und das Ganze läuft dann so ab, dass du verschiedene Charaktere hast, die du am Anfang aussuchen kannst. Jeder hat ein eigenes Kartendeck auch. Also die haben alle so verschiedene Eigenschaften, ob das dann, sag ich mal, Reporter ist oder ein Tierschützer oder sonst was alles. Und oben auf dem Spielbrett, oben drüber werden so Karten blind ausgelegt. Das sind sozusagen verschiedene Länder, die versuchen, die du überreden musst, die dazu kriegen musst, dich zu unterstützen, die Tiere zu retten. Du weißt aber am Anfang nicht, wo was liegt und welche Voraussetzungen die haben. Und ja, jeder hat dann nochmal drei Würfel. Und die Reihenfolge ist dann so, dass du würfelst und dann hast du am Spielbrettrand hast du so verschiedene Aktionen, die du auswählen kannst. Und mit deinen Karten, die du irgendwann über so eine Aktion ausspielen kannst, kannst du diese Aktionsmöglichkeiten erweitern, weil du spielst ja kooperativ. Also alle versuchen gemeinsam, diese Tierart zu retten. Und das Würfelergebnis kannst du halt dann da hinlegen und kannst die Aktion ausführen. Dann sollst du natürlich gucken, dass du möglichst die niedrigen Würfelergebnisse irgendwo hinlegst, wo du weißt, dass der andere die vielleicht auch nutzen möchte, die Aktion, weil derjenige, der danach dran ist irgendwann, der muss seine Würfelergebnisse müssen über dem natürlich liegen. Ne, sonst kann er die Aktion nicht nutzen. Also wenn du das dann deine Aktion ausgeführt hast, dann kannst du dann, sag ich mal, die Tiere bewegen, weil du musst ja gucken, dass sie Pärchen bilden, damit du wieder dann sich fortpflanzen können und sowas alles. Dann beginne ich in der nächsten Phase die Fortpflanzung. Da wird dann auch nochmal, ich glaube, wurde gewürfelt, meine ich. Und genau, du hast diese Möglichkeit, wie viele Paare du da liegen hast. Dementsprechend muss das Würfelergebnis sein. Also wenn du da zwei Pärchen schon stehen hast, darfst du eins bis drei würfeln, dann vermehren die sich. Und bei Tigern ist es so, weil es halt keine Gruppentiere sind, dass die nach der Vermehrung sich wieder austeilen. Das heißt, du musst sie wieder auf verschiedene Felder verteilen dann halt. Die nächste Phase ist dann die Abrodung. Das heißt, da musst du dann dich für eine Reihe oder Spalte entscheiden, wo mindestens ein Tiger natürlich auch drin ist, so ein Tier drin ist. Würfelst du und dann wird das Feld, was da halt erwürfelt wird, wird halt dann abgeholzt. Ne? Und wenn ein Tier leider gerade steht, dann ist der halt auch weg. Ne? Und dann gibt es halt noch die nächste Phase, dann die Ereigniskartenphase. Das ist dann schon echt ganz böse. Ne? Also da sind dann so Ereignisse drin, die entweder dauerhaft sind oder kurzfristig sind. Und da kann es wirklich sein, dass du nochmal Abrodung machen musst, dass Tiere vernichtet werden und so weiter. Naja, und du versuchst halt über diese Art und Weise erstmal oben diese VIPs sozusagen freizuschalten und zu sehen, was du da erreichen musst innerhalb dieser ganzen Rundenzahl, die du hast. Und versuchst halt auf die Art und Weise irgendwie die Tiere dann am Leben zu halten, vom Ausrotten zu hindern und grandios. Echt tolles Spiel. Macht einen wahnsinnigen Spaß. Die Charaktere sind alle komplett unterschiedlich, musst du ja so gut abstimmen. Und es ist auch so, dass du, wenn du in der nächsten Runde, sobald alle haben gewürfelt, alle die Würfel liegen da, dann darf man gemeinsam entscheiden, okay, wer fängt jetzt an? Dann nimmst du natürlich am besten den, der die höheren Würfelergebnisse da liegen hat, damit natürlich wieder eine große Chance besteht. Und dadurch ist das absolut genial. Ich habe es zweimal geschafft, den Tiger auszurotten. Glückwunsch. Also es ist wirklich nicht einfach. Und jede Tierart hat halt auch ihre Eigenschaften dementsprechend. Also haben sie auch noch angepasst. Und mit der Erweiterung hast du dann unheimlich viele andere Tierarten noch drin und dann nochmal andere Charaktere dazu. Und ich muss sagen, fantastisches Spiel. Absolut super. Gefällt mir unheimlich gut. Klingt cool. Aber ist Englisch? Gibt es auf Deutsch? Nee, gibt es noch nicht auf Deutsch. Okay. Also zwei Klingt recht Boxen, ne? fies. Ja, das, wie gesagt, das ist die erste Box hier. Ne? Das ist die sozusagen die Grundbox, die du kriegst. Und das ist dann halt die
erste Erweiterung. Ah, okay. Und ne, also da sind dann nochmal weit aus mehr Tiere drin und nochmal Ereigniskarten und solche Sachen, also alles Mögliche. Ne? Mhm. Und da gibt es noch eine ganz kleine Box, so eine Panda-Box. Die gibt es dann auch noch dazu. Von wem ist das? Was ist das? Grand Gamers Guild. Okay. Und ich habe es, glaube ich, James Stewart oder irgendwas, muss man gucken. James Stewart wahrscheinlich, ne? James Stewart, ja, genau. Da kannst du dir den Kickstarter holen. Ansonsten kriegst du es aber, glaube ich, schon überall jetzt inzwischen im Handel auch ab und zu, weil Fantasy Welt hast du es, glaube ich, mal gehabt. Das Cover sieht man auf jeden Fall öfter mal. Ich habe es noch nicht gesehen oder was man da macht, aber klingt auf jeden Fall cool. Ja, ist ein echt cooles Spiel, muss ich sagen. Super. So, das war meine Nummer 1. Nummer 1. Ist das auch, hast du gerankt? Ist das dein bestes Neues? Oder? Nee. Nur zum Wissen. Das habe ich nicht gerankt. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt mal echt ein paar Mal Glück gehabt bei den Spielen, die ich mir jetzt geholt hatte, wo so ein bisschen ins Blaue rein war. Und ich habe es momentan echt schwierig, weil die jetzt gleich noch kommen, sind eigentlich auch extrem gut. Und es ist momentan echt schwierig, sich zu entscheiden. Sehr gut. Okay, wer möchte? Dann machen wir David direkt weiter. Genau. Hast du mich gesagt? Ja, klar. Ja. Ich habe erst gedacht, du machst weiter. Nee, ich soll weitermachen. Okay, was habe ich letztens gespielt? Als eins meiner Top-Spiele, die ich zuletzt gespielt habe, ist auf jeden Fall Unsettled zu nennen. Weiß nicht, ob ihr Unsettled schon mal gesehen, gehört habt? Ja, ich habe den Schuss von Orange. Oder schon mal gespielt? Auch? Oder? Nee. Gespielt nicht, aber schon gehört. Und ich glaube, ich habe auch das Spiel vor Augen. Aber erzähl mal, vielleicht täusche ich mich auch. Ja, ist von Orange Nebula, die auch Vindication zum Beispiel gemacht haben. Ist ein, was ist ein Space-Survival-Spiel. Also wir sind quasi Astronauten, die auf irgendeinem fremden, meistens, also eigentlich hauptsächlich gefährlichen Planeten landen und dort irgendeine Aufgabe bekommen und versuchen müssen zu überleben, zusammen, Koop. Zu 99% Koop, um wieder da runterzukommen, müssen halt den Planeten erforschen, irgendwelche Sachen erkunden, uns weiterbilden, bis wir halt unsere Ausdauer verlieren, quasi unseren Sauerstoff und sterben. Ist super cool, super schwer. Du hast in der Grundbox zwei Planeten drin, das ist so ein modulares System. Du hast halt quasi die Box, wo du alles Spielmaterial drin hast, und hast du den Planeten, der die ganzen Karten, wo du halt langläufst, mitgibt und auch so Situationsmarker und irgendwelche Marker für Kreaturen oder sonst irgendwas, was dich halt dann angreift oder besudelt, sag ich mal. Und mit jedem Planeten bekommst du auch halt drei verschiedene Tasks, die du halt dann auswählen kannst. Das heißt, du hast halt mit jedem Planeten, kannst du dreimal spielen und hast nichts doppelt gesehen. Und mit jedem der, was sind es, 6 Planeten sind es, glaube ich, hast du genug zu spielen, um das zu feiern. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 4. Runde, die wir spielen. Und bisher einfach Begeisterung pur. Wir haben es einmal nicht geschafft, sonst haben wir es immer ganz, ganz knapp geschafft. Ist so ein schönes Ding, wo du viel ausprobieren kannst, auch mal zusammen überlegen musst, okay, wenn wir jetzt das machen, passiert das und das ist vielleicht dann doof. Und man muss wirklich ein bisschen planen und zusammenarbeiten, um das dann wirklich hinzukriegen. Und beiher bietet das Spiel einfach so eine richtig schöne, sarkastische Story und einfach so einen saftigen Flufftext, den du immer wieder entdeckst und vorlesen kannst und einfach so diese Welt entdeckst mit diesen Grafiken und allem Möglichen, ist einfach nur gigantisch gut. Also auf jeden Fall sehr, sehr hoch auf meine Liste eingestiegen, und für alle, die es reizt, am 22.02. haben sie jetzt angekündigt, kommt der nächste Kickstarter für Unsettled, wo dann neue Planeten kommen und hoffentlich auch noch mehr Stuff, wo man mehr erkunden kann und erleben kann. Vielleicht ein paar Menschen. Wahrscheinlich auch die erste Version dann nochmal holen kann. Ne? Ich gehe da stark davon aus, dass wir das. Eine starke Bitte. Bitte keine Kickstarter-Empfehlung. Ich brauche. Das ist schwierig. Entschuldigung, wir löschen die letzten 2 Minuten. Ist out of print, kannst du nicht mehr haben, aber. aber bald wieder. Genau. Da hört sich aber wie eine klare Empfehlung auf jeden Fall an. Ja, mega gut. Wir haben mal Robinson Crusoe gespielt, das hat uns nicht so gefallen, so survival-technisch. Mhm. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Hat aber einfach ein sehr viel geileres Thema, geilere Optik, geilere Texte, und mechanisch, finde ich, ist es einfach ein bisschen moderner, was das angeht. Vielleicht auch ein bisschen mehr Ameritrash, ein bisschen mehr Zufall, aber es ist einfach ein cooles Spielgefühl.
Ich wollte mich ja jetzt auch einen Kickstarter verweigern in Zukunft, weil ich so viel noch offen habe. Aber ach, das geht schon wieder. Das doch alle immer wieder, oder? Ja, das stimmt. Ja. Denke ich auch. Und dann kommen halt immer wieder Geschichten, wo du denkst, sieht doch gut aus. Verdammt. Was willst du machen? Aber das kann ich jedem, der es gern so eine Welt entdeckt und auch so ein bisschen abgefucktere Sachen mag, sehr empfehlen. Ich mag abgefuckte Sachen. Das mögen wir doch alle. Dann muss man da wohl mal wieder reingucken. Sind wir schon so weit, ja? Nee, klingt cool. Also das hast mich jetzt, ich muss das nachher mal googeln, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, du hast so eine kleine Drohne, die heißt Luna. Ist einfach nur so ein runder Ball mit zwei riesigen Augen. Sieht halt super süß aus und die kannst du halt dann so rumkommandieren, rumschicken, diese Notes, diese Karten entdecken lassen, dass du halt nicht so blindlings reinläufst und Material suchen und nach Informationen suchen und so. Die kannst du halt dann für dich einsetzen und einfach mega cool. Gucken wir uns an. Ganz gut. Schon wieder angefixt. Ja, leider. Jetzt rennt er erstmal, dann guck, ob noch Geld noch da ist. Später mal das Sparschwein plündern. In den 22. eingetragen. Ja. Genau. Was war das? Stefan hat einen Lauf, merke ich. Ja, dann schnell doch mal hier und guck, ob das Geld passt. Ne? Ja, oder wo was auch. Pass auf, ich mache direkt weiter, denn ich mache einfach einen traurigen Kickstarter, denn dann gehst du da auf keinen Fall rein. Oder musst du es auch nachträglich kaufen oder so. Denn 2019 fing das, ich habe da ein bisschen Hintergrundstory dazu. 2019 hatten wir unseren Stand mit Godot Games auf der Spiel gehabt und gegenüber gab es so einen kleinen chinesischen Stand. Die waren eigentlich gut aufgestellt und Ice heißen die. Also die kennt man nicht wirklich, die haben bisher nur ein Spiel gemacht. Und die hatten dann so ein super süßes Spiel gehabt mit so einem kleinen Hasen. Ne? Also es gab so einen kleinen Plüschhasen, so einen weißer, der heißt Isla. Und das Spiel heißt Isla and Something Shiny. Weil da ist irgendwo im Hintergrund ist ein Berg und da hat irgendwas glänzt auf diesem Berg. Und das ist die Story vom Spiel. Du willst herausfinden, was auf diesem Berg ist und glänzt. Ne? Das ist die Prämisse einfach. Ne? Und die hatten so einen richtig mega süßen Plüschhasen. Den hast du aber nur bekommen, wenn du quasi am Stand sozusagen auch diese Quest, die sie da hatten, wenn du die geschafft hast sozusagen. Und die war offenbar so schwer, dass sie nicht so viele geschafft haben. So, ne? Also es gab nicht viele Hasen, die da verteilt wurden. Aber ich war ja die ganzen Tage daneben und ich wollte unbedingt so einen Hasen für meine Tochter haben. Die war da gerade 3 geworden. Ne? Und ich war felsenfest überzeugt, ich werde diesen Hasen bekommen, bis diese Messe vorbei ist. Ne? Ich habe die natürlich jeden Tag hab ich die bequatscht. Ne? Jeden Tag bin ich rübergegangen, war freundlich so, ne? Und hab immer so ein bisschen geguckt, so, ne? Und gefragt, wie sieht es denn aus mit so einem Hasen und so. Ne? Und die meinten immer, ja, wir haben nicht so viele. Darum ist das auch so schwer hier, weil wir nicht so viele Hasen haben. Ne? Und vielleicht, wenn was übrig bleibt, können wir mal gucken. Ich hatte natürlich jeden Tag Druck gemacht, so im Endeffekt, so freundlich natürlich, ne? Und dann am letzten Tag war es dann soweit, ne? Dann kamen sie nämlich zu mir und meinten so, ja, shit, wir haben irgendwie auch gar kein Verpackungsmaterial für unseren Stand und könnt ihr uns was leihen? Ich so, ja, ich kenne da jemanden, ich kenne da was, ne? Und ich habe dann jemanden angerufen, der dann helfen konnte. Und ich weiß nicht, ob es deswegen war, aber ich habe auf jeden Fall so einen Hasen bekommen, da war ich sehr froh drum natürlich, ne? Das hat sich dann alles ausgezahlt, die ganze Vorarbeit. Und dann war ich zu Hause gewesen und dieser Hase war mega süß. Meine Tochter fand den überhaupt nicht geil. Ne? Also wirklich, die hat den angeguckt und die wollte den überhaupt nicht haben. So, ne? Also ich habe das gar nicht verstanden. Der hat so eine Pilotenbrille auf mit so Knöpfen als wie so eine Brille zum Runterziehen. Der war mega süß gewesen. Meine Tochter war völlig unbeeindruckt davon gewesen. So, ne? Gut, dann habe ich einen Andi, also hier meinen Kollegen von Godot Games geschenkt, denn der hat ja auch einen kleinen Sohn. Und jetzt hat der da irgendwo rum, keine Ahnung. Dann kam der Kickstarter. Ich fand den super cool. Also von der Optik her, das ist halt ein Solospiel, aber du lädst da mit diesem süßen Hasen so Abenteuer, musst ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben. Manchmal musst du Karotten pflücken, ne? Manchmal kriegst du neue Fähigkeiten dazu und sowas. Und ich dachte mir, komm, gehst du rein. War halt voll teuer, ich glaube 70 Euro oder sowas, aber scheiß drauf, habe ich gemacht. Dann bin ich am Ende der Kampagne wieder rausgegangen, weil ich dachte, ach komm, ich kann sie doch sparen. Ne? Genau, bin ich doch rausgegangen. Jada, 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 ein Jahr später, Ende 2021. Das Ding wird ausgeliefert, also es hat ewig gedauert, bis das Ding rausgekommen ist. Ich glaube, die hatten noch richtig Probleme wegen Corona und so weiter und Materialkosten und so weiter gehabt. Auf jeden Fall, es wurde jetzt Ende letzten Jahres ausgeliefert. Die ersten Bilder waren auf Facebook. Ich bin ja so ein Spontankäufer, wenn ich was sehe, manchmal triggert das bei mir, ich kaufe einfach sofort, so, ne? Also ohne drüber nachzudenken. So. Und dann dachte ich mir so, shit, jetzt gibt's das Spiel. Und jetzt, ich dachte mir, jetzt ist meine Tochter 5, jetzt kann ich es mit ihr zocken eigentlich. So, ne? Wäre total cool, die jetzt zusammen so ein Solo-Spiel zu sagen, so selber die Entscheidung zu treffen und so weiter, das zusammen zu erleben irgendwie. Das habe ich gemacht. Ich habe geguckt, es gab ein Late-Pledge, ich dachte mir, mega gut, ist ja gerade angekommen in Europa. Also wenn ich jetzt reingehe, ist es bestimmt noch relativ zeitnah da. Habe ich dann einen Late-Pledge bezahlt für, weiß ich, 70 Euro und 20 Euro Versand oder irgendwie sowas wieder. Und dann festzustellen, dass das Ding gar nicht in Europa ist, sondern quasi in China, immer noch in China liegt sozusagen. Ne? Das heißt,
Das heißt, okay, fuck, hat nicht funktioniert, was ich davor hatte. Und dann war es kurz vor Weihnachten. Ich war natürlich mega genervt, weil ich dachte, eigentlich hätte es ein cooles Weihnachtsgeschenk werden können. Dann war die nächste Situation, da hat es jemand im Flohmarkt verkauft. Ich habe so, shit, kaufe es jetzt nochmal. Ich habe es dann nochmal gekauft. Ne? Ich habe wieder 70 Euro ausgegeben. Ne? Total dumm. Gut, dass wir nicht alle bescheuert sind. Ja, ja, ganz, ganz genau. Ey, wirklich total, total dumm. Ne? Pass auf, also wieder 70 Euro ausgegeben. Das andere Spiel aus China habe ich immer noch nicht. Ne? Also keine Ahnung, wann das ankommt. Ne? Was weiß ich. Auf jeden Fall 70 Euro ausgegeben. Es kam an. Ne? Überraschung. Der Typ war natürlich schnell gewesen. War, glaube ich, kurz nach Weihnachten oder so. Aber ist egal gewesen im Endeffekt. Und ja, was war das? Ich habe durch kurz Regeln gelernt. Das ist ein super einfaches Spiel, coole Mechanik. Ne? Du hast quasi immer, hast so mehrere Chapter, die du erlebst. Jedes hat so ein Kartendeck und jedes Mal lebst du andere Dinge. Du hast dann so, immer so Karten, sag ich mal, so Events, wo du dann immer entscheiden musst, willst du das oder willst du das machen? Und dann manchmal kommen die Events dann in die Zukunft, ins Zukunftsdeck, das heißt, die Karte wird wieder auftauchen, oder ins Vergangenheitsdeck, das heißt, die Karte wird nie wieder auftauchen. Und dann hast du bestimmte Events triggern können, neue, die du freischalten kannst und so weiter. Naja, ich habe es meiner Tochter erklärt, hier, das ist was auf dem Berg und es ist total, es glitzert und wir wollen wissen, was das ist. So, ne? Ich habe mir das richtig so heiß geredet, so, ne? Und dann wollte sie es unbedingt sofort spielen und haben wir dann gemacht. 20 Minuten, Papa, das ist total langweilig, lass uns was anderes machen. Das heißt, im Endeffekt, nachdem ich das Spiel zweimal gekauft habe, einmal mit diesen Hasen gekämpft habe und ne, keine Ahnung, es war alles nur für die Katz gewesen. Ich habe jetzt dieses Spiel, ne, und sie will es nicht mit mir zocken. Also ich werde es vermutlich mal alleine spielen müssen. Das Fiese ist übrigens auch, man, auf BottomGeek kann man lesen, also das Spiel hat für jedes Chapter, da gibt es so ein Endcomic. Das heißt, du kannst so einen Comic angucken, wie die Geschichte ausgeht jedes Mal sozusagen. Es gibt auch mehrere Endings und so weiter. Und das Spiel soll richtig erwachsen sein, obwohl es total niedlich aussieht. Es soll ein richtig erwachsenes Ending haben, also wo man echt mit den Kleinkindern aufpassen soll und so. Und ich bin mega neugierig eigentlich, aber ich will mich auch selber nicht spoilern. So, ne? Jetzt kann ich warten, bis meine Tochter 18 ist. Und noch mal fragen, ne? Oder ich mache es einfach irgendwann alleine. Ich nehme an, ich werde es einfach alleine machen, dann wieder verkaufen wahrscheinlich oder so. Aber das ist immer meine traurige Geschichte mit Isla and Something Shiny. Eigentlich ein gutes Spiel, aber es zieht nicht bei jedem. Ja, ja. Ja, musst du wegen Tipps für deine Tochter mitspielen, immer auch ich, ja. Ja, das klappt besser auf jeden Fall. Aber das mit dem Mehrfachkaufen, das hat mich direkt an Georg erinnert, der gefühlt 8-mal Black Rose Wars gekauft hat. Nicht ganz so, aber... Er kauft schon doppelt Spiele. Also genug, dass er mir alles nochmal abgeben kann. Ja, ich hab's halt auf Englisch gekauft gehabt erst, ne? Und da habe ich gesagt, okay, das ist dann doch schon ein bisschen derbe, ne? Mit dem ganzen Englischen, auch für, wenn du es mit anderen spielen willst. Und dann gab es halt nochmal die Möglichkeit, ich glaube, was bei eBay oder sonst, habe ich es dann nochmal komplett in Deutsch entdeckt, ne? Samt allem möglichen drum dran. War auch, glaube ich, die Sator-Box noch dabei, also alles, ne? Komplett das Riesendingen da, ne? Klar, hast du ja mich zugegriffen. Hatte aber zeitgleich schon bei Ludus Magnus auch schon mal diese ganzen Boxen bestellt gehabt wieder, ne? Die es ja hier gab. Und habe dann logischerweise, weil die ja auch Black Rose Wars Fans sind, gefragt, wollt ihr die dann haben? Weil sonst hätte ich sie halt stornieren müssen. Deswegen habe ich es ja so oft da. Ja, ich weiß. Wie oft hast du es jetzt noch da? 6-mal. Ja, nee. In Französisch. Ich habe es auch noch 3-mal gekauft, weil war billig. Genau. Man muss ja als Reserve noch eins haben. Ja. Falls was kaputt der Trend geht zum 4. Exemplar. Okay. Ist so. Super. Super. So ist das. Ja. Ja. Wobei bei Lords of Hellas habe ich das, glaube ich, auch gemacht gehabt. Da hatte ich erst die eine Version schon da gehabt und dann gab es die nochmal, konntest du die nur mit der Erweiterung, mit der Kickstarter-Dings-Version mitbestellen. Ne? Ich wollte die Erweiterung unbedingt haben. Sag, komm, was soll's. Ist ja so wie die Kickstarter, ja Quatsch. Da genau muss ich auch was gönnen, ne? Ist ja. Ja, genau. Aber das Lords of Hellas habe ich jetzt auch nochmal verkauft. Aber Isla. Ich habe ja immer Abnehmer. Da war ich eigentlich auch im Kickstarter drin, weil es so süß aussah. Und da war es doch zu sehr Kinderspiel. Ja. Und jetzt habe ich mich doch geärgert, dass es doch eher für Erwachsene wohl zu. Ich habe bald ein zweites, also kannst du mal Bescheid sagen, auf jeden Fall. Aber ich muss der sagen, Story der Prolog kostet das ja auch 500 Euro dann bei dir. Naja, das weiß ich nicht. Aber ich ganz ehrlich, wir haben den Prolog angefangen und das war eigentlich voll cool gewesen. Ich habe gar nicht verstanden, warum überhaupt gar kein Zauber übergegangen ist zu meiner Tochter. Also eigentlich mag sie auch, sie spielt auch echt gerne Spiele und so, ne? Aber es war ja vielleicht schon zu kindlich tatsächlich und ihrem ich Vater nicht. Der Hase. Kennen wir doch alle. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, dann dürft ihr jetzt. Also wir machen das natürlich zusammen, weil das sind dieselben Spiele. Und das wirklich.
Ich glaube, einen Monat, da war es nicht so. Ist egal. Das wirklich letzte Spiel, das wir gespielt haben, war Here to Slay. Ja. Das war Spielabend in der Spielzeit. Der findet ja wieder statt, einigermaßen. Und ja, sagt das jemandem was, Here to Slay? Also ich kann das ne? Es doch, ist... Doch. Sonst hat man da so ein bisschen... Munchkin, nur nicht so assi. Genau, so hat man uns das verkauft. So, Munchkin, okay. Nur nicht so assi. Bin halt jetzt, ist genauso. Ist genau, stimmt das? Trifft das zu? Ich bin nämlich nicht so ein großer Munchkin-Fan, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, also basically, du kriegst halt einen Helden. Das ist, alles ist so mit Tiermotiven. Ne? Das ist halt alles mit Fabelwesen, Tiere. Also die haben dann auch so ganz ulkige Namen, die Helden. Oder die Helden, die du sammeln kannst. Das ist ein Robin Hood. Über wen haben wir so gelacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Haben ganz witzige Namen. Und du selbst bist halt ein Held. Du hast eine Klasse. Und dann gibt es ein Kartendeck. Und in diesem Kartendeck sind Zauber, Gegenstände, verfluchte Gegenstände, Helden, die dann auch jeweils eine Klasse haben, und es liegen drei Monster aus. Und Modifikatoren. Und Modifikatoren, genau. Die sind nämlich super wichtig, weil die Modifikatoren, also alles darfst du nur in deinem Zug spielen, außer die Modifikatoren, die darfst du eigentlich immer spielen. Also das ist so dieses, ich mache jetzt den Zauber, da musst du drauf würfeln und dann musst du einen bestimmten Wert erreichen, um das zu schaffen, und den hast du, und dann wirft dir jemand anderes diese Modifikatorkarte rein, wo drauf steht -4, und dann hast du es nicht geschafft, so ungefähr. Das Munchkin-Ding quasi. Genau. Ja. Und dann gibt es noch die herausfordernden Karten. Also wenn jemand einen Helden spielt oder einen Gegenstand spielt, dann kannst du den herausfordern. Dann müssen beide würfeln, und der mit dem höheren Ergebnis gewinnt diese Herausforderung. Und wenn der Angreifer gewinnt, dann darf er die Karte nicht spielen, muss sie vernichten. Und wenn der Verteidiger gewinnt, dann darf er sie halt ganz normal spielen. Genau. Und gewonnen hat man, wenn man entweder drei Monster besiegt hat oder wenn man einen Helden jeder Klasse ausliegen hat, wobei die eigene Klasse mitzählt. Und sechs. Sechs. Klassen. Ja, genau, es sind sechs Klassen insgesamt. Also wenn man dann sich selbst und fünf weitere Helden und anderer Klasse ausliegen hat. Und jeder Held hat auch eine andere Fähigkeit, die teilweise natürlich sehr fies sind. Teilweise auch nichts tun. Ja, stimmt, da gab es eine Karte, da musst du halt, also wirbelst immer mit zwei Würfeln, und bei zwei plus tust du halt nichts. Das stand so oft. Das war relativ witzig in der Situation. Bei 2 plus? Ja. Genau. Also. Schon blöd. Ja. Und ja, das ist so das Spiel. Wir haben es zu sechst gespielt. Und für das, was es tut, ging mir das eigentlich viel zu lang. War jetzt nicht irgendwie so nach einer halben Stunde durch, sondern es hat sich echt dann gezogen. Hätte auch daran liegen können, dass wir uns wenig darauf konzentriert haben, unsere Aufgaben zu erfüllen, also drei Monster zu besiegen oder alle Klassen zu sammeln, sondern eigentlich eher gegeneinander ständig alles verbaut haben. Nee, das stimmt nicht. Also Marius hat es versucht, ich habe es versucht, Volker hat es ganz klar versucht. Es gab schon die Leute, die das versucht haben, aber es gibt halt, so ein Spiel bietet halt eben genug Möglichkeiten, um das zu verhindern, weil es darauf ausgelegt ist. Das ist auch erstmal okay, und wenn das wirklich so 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde ging, wäre das auch ganz witzig. Darüber hinaus war es einfach nur noch zäh, fand ich. Vielleicht auch wegen der Spieleranzahl, es kann ja auch sein, dass es mit weniger Spielern wieder flotter geht, aber wie gesagt, alles über eine halbe Stunde ist für das Spiel too much, und dann willst du eigentlich auch nur noch fertig werden. Ist jetzt nichts, was ich mir so kaufen würde direkt. Wie siehst du das? Ähnlich, also die Illustrationen sind halt ultra geil. Ja, das stimmt, die sind schön. Aber die sind super niedlich, aber ja. Habt ihr alles mit Spielmatten und allem? Einfach nur Karten. Einfach nur Karten, zwei Würfel, mehr war das gar nicht. Die Karten haben halt ein paar ulkige Größen, also gerade diese Monsterkarten, die sind nicht Standardformat. Die anderen Karten, Tarotkarten. Ja, die anderen Karten sind relativ normal groß. Wie gesagt, die Illustrationen sind schön, wahrscheinlich ist das Spiel auch gar nicht teuer. Das mich wirklich nicht interessiert hat zum Kaufen, habe ich nicht nachgefragt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nicht meine Art Spiel. Ich finde zum Beispiel, dass sowas wie, also wenn es um Spiele geht, wo man sich eine reinwürgen kann, so richtig geil, da würde ich auch immer sowas wie Exploding Kittens oder Schnapp die Möpse vorziehen, weil das eine viel geilere Dynamik hat. Ne? Kann man sich ja auch viel verbauen. Ist auch drauf ausgelegt, das macht aber viel mehr Spaß, finde ich jetzt. Also, geht schneller. Schnapp den Möpse auf jeden Fall. Ja,
Genau. Wobei das ja, aber auch lange dauern kann, wenn du mit all den. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, aber immer wieder gut. War schade, dass das nicht so gut angekommen ist, weil ich war im Kickstarter auch drin, hab's dann doch nicht, ich war mit dem Dollar drin, hab's dann doch nicht genommen, aber ich fand die Grafiken auch so mega, mega gut, das hat mir so gut gefallen. Hammer. Mir war es dann einfach zu teuer im Nachhinein, weil ich hätte es dann mit Playmats und allem Möglichen haben wollen. Ich glaube, dann war es bei 120 Dollar, Euro irgendwas. Und das war mir dann doch ein bisschen viel. Ich kenne auch ein paar, wo es wirklich gut angekommen ist, die sich da betteln und das feiern ohne Ende. Aber natürlich, das kann nicht jedem gefallen, aber ich finde halt gerade die Grafiken, das ist schon verdammt hübsch. Die haben auch einen Haufen Geld gemacht damit. Ich fand es jetzt auch nicht so schlecht wie du, aber du magst diese Art von Spiele. Ja, das ist irgendwie so das Ding. Also da es gibt ja auch so Spiele, wenn man irgendwie, also wenn das Spiel was möchte, dass man tut, wie jetzt da Aufträge zu erfüllen, und das macht man einfach dann nicht so schnell, wie man es vielleicht sollte, dann dauert es zu lange und dann wird es kacke und dann hast du keinen Bock, nochmal zu spielen, obwohl das Spiel eigentlich vielleicht ganz cool wäre, wenn man das so tun würde, aber man tut es vielleicht einfach. Also ist ja auch dann einfach manchmal so ein Ding. Ja, also ich finde zum Beispiel, was jetzt gerade die Spiele, die anderen beiden, die ich erwähnt habe, da ein bisschen von abhebt. Also bei Exploding Kittens ist es eben dieses klare Ziel, dass du nicht die Bombe ziehen darfst. Du fokussierst dich auch nur noch da, nur eigentlich nur darauf und versuchst zu erreichen, dass die anderen eben die Bombe ziehen. Mhm. Und Schnapp die Möpse ist so viel Chaos, dass das vollkommen egal ist. Da geht es nur um Spaß haben, ne? Ja, das trifft es doch, oder nicht? Ja, ja. Hat ja auch ein Ende. Wenn der Stapel durch ist, ist es vorbei. Also. Richtig, genau. Was dazwischen passiert, ist quasi egal. Die letzten 10 Minuten sind dann oder 5 Minuten sind wichtig, dass du da noch ein paar Möpse kriegst. Genau. Manchmal. Also da finde ich halt auch witzig, die Runden können so total unterschiedlich sein. Ne? Ja. Also die mag ich auch beide. Ja, da kann es auch passieren, dass man mit 4-5 Mann auf einmal irgendwie insgesamt nur 2 Möpse auf dem Tisch liegen hat. Ja, sehr traurige Runde war das. Naja. Also hat mich jetzt nicht so erreicht. Aber war nicht euer Spiel dann? Also sie fand es besser als ich. Ne? Nee, ich meine, es gehört nicht euch, ihr habt es nur mitgespielt. Also nee, wir haben es nur mitgespielt, genau, das beim Spielabend gibt es ja quasi, da bringen Leute was mit oder wir spielen halt Neuheiten aus der Spielzeit oder was dann halt vorgeschlagen wird. Volker macht dann auch neue Exemplare für sich selber, macht er dann eins zum Spielen da auch auf, gerne. Und das war jetzt natürlich keine Neuheit, glaube ich zumindest. Neu, oder? Ich glaub, letztes Jahr kam es raus. Letztes Jahr, ja, okay. Ja. Das haben wir so ausgepackt, weil noch ein bisschen Zeit war, so ungefähr. Und für was Größeres auch nicht jetzt auch die Muße mehr da war. Aber uns gehört es nicht und ja. Wird's auch nicht. Wird's auch nicht. Niemals wieder. Okay, sollen wir wieder rumgehen? Soll ich wieder anfangen? Mach mal. Okay, dann nehme ich mal ein kleineres, war auch so ein bisschen. Er zeigt sie auch alle. Ja, ist so gemein. So vorbereitet bin ich nicht. Ich habe vorhin noch gefragt, ob das eine gute Idee ist. Er meinte, nein, musst du nicht vorzeigen. Nee, du kannst ja so, Jetzt sitzt der Streber. Jetzt sitzt der Streber, dann macht es, ne? Genau, also, das macht er, damit er cool dasteht und wir nicht. Genau. The Time You Killed Me. Einmal von hinten. Geht um Zeitreise im Endeffekt. Also ist ein Zweierspiel, also wieder schön gegeneinander. Und ich sag mal sozusagen, wir sind diejenigen, die die Zeitreise erfunden haben und man will natürlich, dass das Reiniger dastehen, dass man derjenige ist, der dann gelobt wird oder sich in die Geschichte einspielt. Oder ich zeig's mal von hinten, das ist vielleicht einfacher. Und zwar hast du dann halt diese 3 Spielfelder. Eins ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jeder hat halt, also hier sind natürlich mal Zeichen drauf, durchnummeriert und sonst was alles, weil du kannst natürlich die Zeiten wechseln. Kannst die Zeit natürlich auch nur wechseln, wenn da natürlich keiner steht oder sonst wie, weil sonst funktioniert das ja nicht mit der Zeitreise. Wenn du von der Zukunft in die Vergangenheit oder von der Gegenwart runter, also immer wenn du in die Vergangenheit ziehst, dann darfst du wieder eine neue Figur aufstellen, weil sonst funktioniert der nicht. Ne? In der Zukunft muss ja trotzdem eine Figur von dir da sein. Mhm. Und jeder hat dann immer 2 Aktionsmöglichkeiten, also entweder du gehst oder du machst halt so einen Sprung im Grundspiel sozusagen. Und es geht darum, den anderen halt immer rauszudrängen. Du kannst also, wenn du dementsprechend dich postierst, kannst du, wenn du den gegen die Wand wirfst, sozusagen, dann ist der tot. Dann ist der eine weg. Und wenn du es geschafft hast, in 2 Zeitaltern denjenigen, den Gegner rauszubefördern, dann hast du gewonnen. Und da musst du also immer sehr taktisch vorgehen, wie du wieder neue Figuren reinziehst, wie du bewegst.
Und du musst jedes Mal, wenn du eine Aktion gemacht hast, also man es sehen konnte, hier unten ist ja immer so ein Pfeil abgedruckt. Also du hast hier immer so ein kleines Plättchen, kann man es hier irgendwo sehen? Ich glaube, hier kann man es sehen. Du hast immer so ein kleines Plättchen und das musst du danach auf eine andere Zeit schieben. Das heißt, der Gegner weiß immer, auf welchem Feld du das nächste Mal eine Aktion durchführst. Also da kannst du dich auch noch dran orientieren und kannst noch überlegen, wie du da vielleicht selber vorgehst oder welche Zeit du wechselst, um das zu verändern. Und das macht einen wahnsinnigen Spaß. Tolles Material drin. Und das Schöne ist, in der Box selber sind nochmal 4 Erweiterungen drin. Das heißt, wenn du das Grundspiel gespielt hast, kannst du dann das nächste Päckchen aufmachen, kannst dir durchlesen, was für Aktionen sind. Also im nächsten Päckchen, ich spoiler das jetzt mal, da sind Pflanzen drin. Das heißt, du kannst dann in der Vergangenheit so einen kleinen Strauch pflanzen. In der Gegenwart muss dann natürlich auf allen Seiten auch aufgebaut sein. In der Gegenwart ist er dann halt schon größer und in der Zukunft ist das ein Baum. Cool. Und so musst du das dann machen. Und dann kannst du natürlich auch in der Gegenwart, also kannst du die Dinger dann den Baum ganz umstoßen, dann fliegt er halt gegen die anderen rüber. Und so wird jede Box, bringt wieder was Neues mit rein. Und am Schluss kannst du die alle nochmal mixen und deine eigenen Storys ausdenken. Da gibt es sogar noch Geschichten, wo sie dann erklären, was man noch alles machen könnte. Super. Auch lustig gemacht, auch beschrieben vom Text her sehr lustig. Zwar auch auf Englisch, aber gut, ist ja so im Großen und Ganzen sprachneutral. Und das war bis jetzt immer sehr geil gewesen, muss ich sagen. Sehr spannend. Das klingt super cool auf jeden Fall. Was Konzept, ja, finde ich. Also lohnt sich, definitiv. Ja. Spricht mich auch direkt an, muss ich sagen. Ja, ja. Von Pandasaurus. Habe ich durch Zufall bei Instagram gesehen. Da haben die das mal gepostet. Ich denke so, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Und dann hatte ich direkt angeschrieben, wann kommt das? Und dann so, bringen sie erst bei Amazon.com. Sonst wird es das nirgendwo erstmal geben. Und dann hatte ich dann direkt vor Weihnachten vorbestellt gehabt. Und dann kam es auch, glaube ich, noch direkt vor Weihnachten, aber kurz nach Weihnachten an. Also war kein Kickstarter, war einfach Retail. Ja, genau. Ah ja. Ich habe es auch mal gelesen, aber klingt cool. Aber lohnt sich, ist echt cool. Wie lange dauert das dann so grob? Ja gut, hängt ja davon ab. Also im Grunde genommen geht das relativ schnell. Ne? Ich meine, klar, wenn du geübter bist und uns hier besser voraufpasst, dann kann es schon was länger dauern. Aber ich sag mal, so ein Grundspiel kannst du, eine Viertelstunde hast du wahrscheinlich das Grundspiel schon mal irgendwann durchgespielt oder sowas. Ne? Also kannst du auch zigmal wieder neu anfangen. Jeder hat, glaube ich, 5 Figuren am Anfang, die du halt erstmal nur auf den 3 Zeit muss natürlich immer eine stehen. Und dann kannst du, glaube ich, nochmal 5 oder 4 nochmal in das Spiel reinbringen. Aber sehr cool. Ach ja, und du kannst natürlich zwischen den Zeiten nochmal springen, logischerweise, ne? Aber dann auch nur, wenn da natürlich keiner steht und sonst funktioniert es halt. Klingt witzig. Ja. Sehr auch gut. Ein bisschen abstrakt mit den Zeiten. Ja, ja, so. Ja, fand ich eine super geile Idee. Okay. Schnieke. Mhm. Sollen wir in der Reihenfolge weitermachen? Ja, klar. Okay, dann bringe ich mal ein anderes Highlight rein. Mhm. Was ganz anderes. Und zwar war ich auf ein paar Brettspielwochenenden im letzten Jahr. Und irgendwann hat jemand krasse Kacke auf den Tisch gelegt. Das ist anscheinend bekannt. Ja, weil wir, glaube ich, in unserer, was war es, Q4, ne? Top-4-Liste ist das von uns drin, ja. 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 Also eigentlich, für jeden, der es nicht kennt, ist ein Kinderspiel, wo es darum geht, rauszufinden, ob dein Haustier ins Wohnzimmer gekackt hat oder nicht, oder wessen es war. Und im Endeffekt haben wir 6 Karten auf der Hand. Was ist es denn? Wir haben eine Katze, eine Schildkröte, einen Goldfisch, einen Hamster. Ein Papagei. Hund und Papagei. Nee, Hund haben wir nicht. Hund haben wir nicht? Hund haben wir nicht? Nee. Hund haben wir nicht? Papagei und Hase. Weiß nicht. Hase. Die 6 ja, haben wir. Alle super süß, teilweise auch so, dass du nicht wirklich, gerade Hase und Hamster kann man schnell mal verwechseln in der Schnelligkeit. Das heißt, ich sage jetzt, mein Hamster hat nicht ins Wohnzimmer geschissen, sondern ein Papagei. Jetzt versuchen ganz alle anderen Spieler so schnell wie möglich ihren Papagei draufzulegen und der als erster schafft, seinen Papagei draufzulegen, der hat quasi schon mal bewiesen, dass sein Papagei nicht ins Wohnzimmer gekackt hat und sagt dann, mein Papagei war es nicht, sondern zwar eine Schildkröte müssen, ne? Und so weiter. Dann ist die Schwierigkeit darin, irgendwann sich zu merken, was die Leute vielleicht schon abgelegt haben, damit ich weiß, was ich nehmen kann, weil wenn ich sage, es war ein Papagei und es ist kein Papagei mehr da, dann war es mein Tier. Oder wenn jemand, wenn ich das Papagei sagen, jemand legt eine Schildkröte hin, dann hat der quasi auch bewiesen, dass er seine Schildkröte ins Wohnzimmer gemacht hat und nicht mein Papagei. Klingt erstmal super banal und dumm, aber es ist gerade mit nur Erwachsenen, ist immer die erste Runde so, ach, was ist das? Das ist doof. Und dann kommst du so rein und hast du immer, wir Leute sitzen, die haben am Ende noch ihre 6 Karten auf der Hand und checken überhaupt nichts. Und dann fängst du an, so ein bisschen so eine Meta-Ebene mit reinzubringen. Nicht mehr ein Hamster zu sein, sondern mein Heinz, der haarige
Gold. Also. Ketzerig und keine Ahnung, also wir haben da sonst was für lustige Sachen mit reingebracht. Und dann ist das so ein witziges Spiel. Du bist am Ende einfach nur am Schwitzen, am Brüllen, am heiser sein. Und wir haben das auf Brettspielwochenenden, ich weiß es gar nicht, 3-4 Stunden am Stück einfach nachts gespielt. Und waren alle nur schweißgebadet. Und alle anderen konnten nichts mehr spielen, weil wir einfach so laut waren. Also, es kostet 8 Euro. Es ist wirklich nicht teuer. Es ist super schnell gespielt, es ist super schnell erklärt und Material ist super. Du hast richtig ganz feste Tarotkarten aus weiß gar nicht, aus Cornflakes-Pappe. Aus richtig fest, die du halt draufhauen kannst. Und also, es ist einfach nur ein geniales Spiel. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Ich muss das mal nachgucken, weil super, super Ding. Gibt es auch Promokarten, Mammut und ein Känguru mittlerweile. Das sind die Haustiere, ja? Also. Ja. Okay. Was willst du machen? Zu anderen Zeiten halt. Ne? Sind sie nicht das Hausmammut? Ja. Manni das Hausmammut, ist doch ganz klar. Ich bin noch eingeschlossen, dass wir das abholen. Alter, nein. Oh ja. Ja. Betrunken, auf jeden Fall. Die krasse Kacke spielen. Pure Empfehlung für dieses Ding, weil das ist einfach nur geil. Ja, ist schon lustig, ne, dass wir wirklich jetzt vor kurzem jetzt gerade unser letztes Video, was hochgeladen haben, war wirklich Q4, die Top 10 Q4, da kamen die beiden mit krasse Kacke, dass du das jetzt auch erwähnst. Jetzt muss man sie ja langsam wirklich kaufen. Ich meine, es ist auch nichts, ist ja nicht so, dass ich euch einen Unsettled andrehen will, was 130 Euro kostet, ne? Krasse Kacke, 8 Euro bei Amazon. Morgen ist es da. Was willst du machen? Gerade bestellt. Ja. Ja, aber Unsettled werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Stefan, ist das nicht was für dich und deine Tochter? Vielleicht ich ist muss es ehrlich sagen, als Ayla. Ich habe es bisher aufgrund des Namens gemieden, aber jetzt bloß so erklärt das, muss ich sagen, könnte es vielleicht morgen schon hier sein. Who did it? Ist auch das erste Spiel, wo du so kleine Kackehaufen hast als Token. Ja. Weil jedes Mal, wenn dein Tier in die Wohnung geschissen hat, dann kriegst du so einen Kacke-Token. Wenn du 3 hast, hast du halt. Es gibt auch nur einen Verlierer, es ist ein Kinderspiel. Es gibt einen Verlierer, auf dem alle rumhacken können. Also. Was willst du mehr, ne? Pädagogisch sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Finde ich gut. Ja, nee, es klingt viel besser, als man es sich vom Namen her auf jeden Fall vorstellen würde. Also es gab ja lange so. Auch. Es gab ja lange so einen Trend irgendwie, wo dann plötzlich so alle Spieler irgendwie Kacke in sich haben mussten irgendwie so, ne? Und man dachte schon, okay, krass. Aber krass Kacke, ja. Dachte ich auch. Der erste, ich weiß gar nicht, wer um die Ecke damit kam, so, müsst krasse Kacke spielen. Ich sag, geh weg. Keine Ahnung, will ich nicht. Und dann spielst du es und dann, ja, Rest ist Geschichte. Dann seid ihr alle durchgeschwitzt und durchgeschrien und alle denken, ich habe gerade irgendwie, was weiß ich, 4 Stunden Nemesis gespielt, aber eigentlich hab ich nur, vor allem, du kannst ich habe das wirklich jetzt mit Leuten gespielt. Wir haben quasi Cthulhu Wars gespielt, sind aufgestanden und haben krasse Kacke gespielt. Und danach habe ich es mit Leuten gespielt, die einfach nicht spielen. Und also, es geht mit jedem. Das ist schon hart. Ja. Ja, sehr cool, aber ich glaube, das kommt auf meine Liste. Also, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr lustigen Spiel. Ja. Ich habe fertig. Da bin ich dabei. Ja, okay. ja, aber sowas Witzigen kann ich jetzt nicht daherkommen hier. Du machst wieder was Trauriges, oder was? Ja, genau. Wir traurige Hasengeschichten. Sagen wir mal so, ich habe die Runde verloren. Das ist schon ein bisschen traurig dann, ne? Also die ich gespielt habe. Aber was positiv war, wir haben es letztes Mal geschafft, ein bisschen unseren Pile of Shame abzuarbeiten. Das ist ja mal was, wo man immer gar nicht hinterherkommt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn man zumindest mal wieder ein Spiel gespielt hat, wo man sich weiß, okay, cool, es kann bleiben oder es kann halt wegweisen, ne, wenn man es nicht braucht. Und das war mal wieder so eine Situation gewesen. Wir haben nämlich letztens Who Goes There gespielt, also basierend auf The Thing oder Das Ding oder was auch immer. Oder eigentlich ursprünglich auf der originalen Novelle, die halt auch Who Goes There heißt. Und ja, ist eigentlich schon ein älteres Spiel, aber es wurde vor 2 Jahren gab es nochmal eine Zweitauflage von dem Spiel. Das gibt es ja nur auf Englisch leider, also hat aber auch sehr, sehr wenig Sprachintus. Also man kann das auch wirklich mit wenig Englischkenntnissen eigentlich spielen. Und ja, ich hatte es ewig lange liegen, es kam nämlich wirklich vor Corona an. Ich habe es dann direkt, habe ich in 2 Tagen bemalt, ich war direkt fertig. Wir hatten dann schon so einen Plan, Termin gehabt und so, und dann kam Corona rein, plötzlich zack, ne, und keiner konnte sich mehr verabreden. Und das Ding hat dann einem gefühlt jetzt 1,5 Jahre rumgelegen gehabt, irgendwie im Regal, voll ärgerlich. Aber wir haben es halt jetzt letztens gespielt zu viert. Also es geht ab 3, ich glaube aber ab 4 ist so gefühlt, sag ich mal, der Sweet Spot. Und ja, was macht man bei The Thing? Natürlich im Endeffekt, man ist auf dieser Eisstation und man weiß, da ist irgendwas Böses draußen und jeder hat quasi einen eigenen Charakter mit eigenen Fähigkeiten, ein eigenes Deck, hat eigene Würfel und so und ja, einer ist der Koch, hat er mehr Essen sozusagen, der andere ist der Arzt und kann dann mehr heilen.
Und im Endeffekt ist es eigentlich ein kooperatives Spiel. Wir versuchen einfach alle so lange zu überleben, bis wir mit dem Helikopter abhauen können. Das Problem ist natürlich nur, dass wir immer uns an die darum kümmern müssen, dass alles da läuft. Also das heißt, der Ofen darf nicht explodieren und draußen kann man auch nach Wrackteilen suchen, um den Helikopter ein bisschen mehr Benzin zu geben und solche Sachen. Das heißt, alle sind immer dabei, sozusagen so ein bisschen was zu tun. Problem ist nur, wenn Sachen schieflaufen bei jemandem oder bei mehreren, dann muss man so bestimmte Karten ziehen. Und davon gibt es, glaube ich, 11 Stück im Spiel. Und 10 von denen sind einfach ganz weiß, da ist einfach nichts passiert, wenn du die bekommst. Aber ein von diesen 11 Karten ist halt einfach, da ist ein roter Blutfleck drauf. Und das heißt natürlich, du bist infiziert worden von dem Ding, ab jetzt bist du halt böse, so, ne? Ab diesem Zeitpunkt. Und alle fangen halt clean an, also alle wissen am Anfang, alles ist gut. Aber irgendwann, wenn diese Karten leer sind, steht halt auf der Map halt nur noch drunter, ne, traue niemandem, so, ne? Weil du einfach weißt, okay, es muss ab jetzt böse Spieler am Tisch geben, weil es ja keine Karten mehr gibt. Das hört sich gut an, das hört sich echt gut an. Und dann war es natürlich so, jeder hat so einen Klicker, was so richtig cool ist. Du hast so ein kleines Plastikteil, das kannst du halt noch so klicken, dass du rot oder grün siehst. Und manchmal gibt es dann Begegnungen zwischen zwei Spielern und dann müssen die beiden ihre Klicker tauschen. Und wenn ich das Ding bin, kann ich mich entscheiden, ob ich ihn infizieren möchte, dann gebe ich mal die rote Seite rüber. Wenn ich aber Mensch da sein lassen möchte, kann ich immer grün rübergeben, um Vertrauen zu gewinnen und so weiter. Aber immer in der Nachtphase müssen immer zwei zusammenschlafen. Also man teilt sich halt so einen Schlafsack, ansonsten wird es zu kalt. Aber wenn man sich halt einen Schlafsack teilt, müssen sich aber dann halt auch sozusagen diesen Klicker tauschen. Und das heißt, man hat dann auf lange Sicht natürlich immer mal wieder Begegnungen mit einzelnen Spielern und überlegst immer, shit, haben die beiden sich gerade angesteckt? Was ist da im Schlafsack passiert? Ne? Und Fakt war auf jeden Fall, wir haben also am Tisch war gar nicht mehr zu trauen irgendwie, das hat man einfach vom Gefühl her war das gut gewesen. Problem war aber, ich konnte halt die anderen beiden, ich wusste, dass einer von den anderen beiden musste auf jeden Fall ganz, ganz sicher auch infiziert sein. Also der Punkt ist der, das Ding möchte auch auf den Helikopter kommen am Ende des Spiels, logischerweise. Ne? Also das Ding möchte auch abhauen, aber das Ding braucht einen Menschen, der den Heli fliegt. Das heißt, der kann nicht einfach alle infizieren, dann kann nämlich keiner den Helikopter fliegen. Und das heißt im Endeffekt, das Ding muss so arbeiten, etwa er bleibt alleine für sich bei 4 Leuten und muss aber dann selber an Bord sein. Oder holt sich noch einen Partner, aber dann muss natürlich auch ein Mensch natürlich an Bord sein. So, ne? Und diese Situation muss halt passieren. Ich war mir sicher gewesen, dass es einen Angesteckten gibt und daher, also, ja, sag Flavio, was hast du? Kann nur das Ding infizieren oder auch der Neuinfizierte wieder? Ist eine spannende Frage. Und zwar, der Neuinfizierte kann das eigentlich nicht. Okay. Oder kann er das doch? Das muss ich mal kurz überlegen. Weil sonst hast du ja ein schnelles Problem. Du hast einen infiziert, hast du zwei, definitiv zwei andere und zack, nee, alle. Ich glaube, es kann tatsächlich jeder infizieren. Aber im Endeffekt, wenn du bei 4 Leuten das Ding bekommst, sage ich jetzt mal von einem anderen Spieler, dann weißt du ja auch ganz klar, es sind schon 2, du kannst auf keinen Fall noch einen dritten infizieren. Das machst du einfach dann nicht von der Logik her. So, ne? Fakt war auf jeden Fall, ich musste mich für meine 50-50 entscheiden. Es war echt eine schwierige Entscheidung gewesen. Und das Fiese war auch gewesen, Marco hatte eine Runde davor noch einen Bluttest gemacht. Ich weiß nicht, wer mal den Film gesehen hat, aber da konnte man so einen Bluttest machen bei The Thing. Und da sehen sie halt, welches Blut dann raucht oder so. Und dann wussten sie halt, ne, wer innerlich halt nicht mehr ein Mensch war. Und Marco hat mit mir den Bluttest gemacht, also wir gegenseitig. Das heißt, ich durfte mir alle seine Karten auf der Hand angucken. Und er hat nicht die Blutkarte gehabt. Das war für mich immer ein gutes Zeichen. Problem ist natürlich nur, wenn ein Spieler ihn infiziert, hat er die Blutkarte ja auch nicht. Er hat dann ja quasi einfach nur den roten Klicker bekommen gehabt. Ja. Und das heißt, ich musste jetzt überlegen, ist er infiziert worden oder nicht? Das Problem war, er hatte von vornherein immer die meisten Karten von diesen Karten. Und das hat ihn natürlich misstrauisch dastehen lassen. Aber mit der Tatsache, dass es kein nichts Rotes dabei war, dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Ich habe dann ihn und noch einen anderen mitgenommen. Ich dachte mir, wenn wir es zu dritt hinmachen, wird es zwar wahrscheinlich ein Ding dabei sein, aber vielleicht reicht es dann trotzdem für den Punkten her, dass die Guten es schaffen. War aber nicht so. Also im Endeffekt, Marco war infiziert gewesen. So, ne? Also, und Marcos Bruder und ich, wir als einzige Menschen waren zwar im Helikopter, aber wir waren zu schwach gewesen und sind dann sozusagen den Sonnenuntergang entgegengeflogen und haben dann wahrscheinlich die ganze Welt angesteckt. Also im Endeffekt ist es ein übelstes Survival-Spiel, es ist sauschwer. Also du musst wirklich als Team arbeiten. Auch wenn du das Ding bist, hast du ja dieselben Aufgaben am Ende des Spiels. Du willst ja trotzdem am Heli rein. Das heißt, du spielst von vorne bis hin, spielst du halt kooperativ. Und du musst einfach nach Bauchgefühl gehen halt, nur diese Entscheidung, wen nimmst du mit, wer hat zu viel mit anders in einem im Schlafsack verbracht oder zu viele Karten auf der Hand und solche Geschichten so, ne? Und es ist einfach eine Bauchgeschichte und das ist auch spannend. Also wenn man dann ein Social Deduction Spiel erwartet, wird man enttäuscht, muss man ganz klar sagen, weil das ist nicht der Fokus des Spiels. Der Fokus ist einfach der, wir sind ein Team und irgendwann sind wir kein Team mehr, weißt du? Und und dann gehst du einfach nach Bauchgefühl, dann hast du halt ein gutes Erlebnis dabei. Also das Spiel hat wirklich hat echt Laune gemacht. Ich glaube, wir haben so 3,5 Stunden gespielt in der kurzen Version. Also du kannst das, glaube ich, auch noch 2 Stunden aufstocken, wenn du dann noch ein paar Schimären und Runden mehr hast. Braucht man wirklich nicht machen. Also die kurze Version reicht aus, damit du 3,5 Stunden wirklich, ne, also hochgradig Spannung am Tisch hast und so. Also hat mega Artwork. Also die Macher davon sind auch selber irgendwie Comic-Artists oder so. Die können richtig gut zeichnen. Also sieht wirklich mega gut aus.
würde ich sehr weiterempfehlen. Also es ist wirklich schade, dass es das auch nicht auf Deutsch gibt. Auf Tabletop-Simulator gibt es deutsche Versionen davon. Das ist das Verrückte dabei. Ich verstehe das überhaupt nicht. Es ist komplett eingedeutscht. Also es gibt es einfach nicht zu kaufen, sozusagen. Aber soll das jetzt, im März kommen, oder? Meine ich? Auf Deutsch? Nee, es kommt tatsächlich The Thing raus, aber das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes. Also es gab dann auch noch einen anderen Kickstarter irgendwie und das ist, glaube ich, ähnlich, aber ich muss sagen, damals hat mir der Kickstarter von The Thing mir nicht so gefallen. Bei Ghost Lair war es aber einfach diese ganze Optik, diese Comic-Optik irgendwie und weiß ich nicht, irgendwie hatte das... Ja, schade, weil das hört sich echt genial an. Ja, das ist echt cool. Das ist auch nicht mehr so teuer, weil viele mögen es nicht so gerne, weil es halt so schwer ist. Also, aber sie haben sich mit der Second Edition haben sie quasi ein paar Sachen einfacher gemacht, damit man quasi auf jeden Fall bis zum Helikopter kommt. Das ist dann mal ätzend, sag ich mal, wenn du früh stirbst und natürlich dann halt nicht so viel machst oder alle Spieler nicht zum Ende kommen, dann hast du auch keine gute Runde gehabt. So, ne? Also das haben sie schon ein bisschen gebalanced irgendwie, aber insgesamt war das schon sehr, sehr cool gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass nach anderthalb Jahren, sag ich, bei die Runde dann noch echt gut gewesen ist und ich dann zumindest wusste, das andere Mal hat sich gelohnt vor 2 Jahren. So, ne? Das heißt, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Also ich glaube, es kostet auch so 60, 70 Euro in den Flohmarktgruppen. Das ist es auf jeden Fall wert, finde ich. Aber für alle, kriegst du nur in den Flohmarktgruppen, ne? Ja, kriegst du auf jeden Fall. Immer wieder mal, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und die Second Edition ist auch Kallax-freundlich. Die alte war noch zu groß, die hat kein Kallax-Regal gepasst, mega unsympathisch. Aber aber die neue ist halt mit 2 Etagen sozusagen, weil man hat einfach, glaube ich, 11 verschiedene Charaktere, was auch voll viel für so ein Spiel ist eigentlich. Ne? Also braucht man auch gar nicht so viele eigentlich, aber im Endeffekt ist da wirklich echt viel drin, irgendwie richtig dicke Cubes und alles und so. Also ist ein echt sehr, sehr schönes Spiel. Also würde ich auf jeden Fall immer weiterempfehlen. Ja, okay. Sehr gut. Habe ich auch noch ungespielt im Schrank stehen. Dann mach das doch mal. Schon wieder länger. Die erste mit dem Upgrade auf die Second Edition quasi. Okay, aber dann hast du nicht Kallax-freundlich dann sozusagen. Nee, ich habe es also, ich habe so zwei Kallax-Fächer das Mittelding rausgenommen, dann liegt's drin. Ja, das habe ich auch bei ein paar schon gemacht. Ich habe es quasi gebraucht gekauft im Flohmarkt, ich glaube sogar für 30 Euro oder so. Das ist ein super Schnapper gewesen. Aber nur die Basisversion. Es gibt ja die mit den mehreren Charakteren, das war ja dann schon Deluxe oder sonst irgendwas. Das habe ich nicht, aber ich habe dann im letzten Kickstarter dann dieses Upgrade mitgemacht. Ja, genau, die ist es. Und ich habe mir dann geholt, dass es halt ein bisschen angepasster ist, ja. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ich habe auch mega Bock drauf. Ist auch geil, wie Manuel auch auf keinen Fall auf Kickstarter-Sachen jetzt hier kaufen. Nee. eBay. Ach so, eBay ist kein Kickstarter. Nein. Du hast das Land an, was soll ich denn machen? Ja, genau. Gutes Spiel zu sagen. Das sieht auch wirklich geil aus. Vor allem, wenn es dann heißt, du bist gar nicht mehr so teuer. Ja, ganz ehrlich, du brauchst auch nicht 11 Charaktere. Wenn du, die Startcharaktere, die dabei sind, reichen ja aus. wenn du mal einen anderen Charakter spielst, hast du ja trotzdem jedes Mal einen anderen Charakter dabei. Also eins. Eins. Seins. Ja, das ist echt schlimm. Aber das habe ich schon befürchtet, dass wir hier alle schön unterschiedliche Spiele haben und dann die Liste wieder lang wird. Ich glaube, die wir haben, sind gar nicht mal so extrem was für euch. Weiß ich gar nicht. Weil halt die letzten, die wir gespielt haben, jetzt auch vom Spielabend in der Spielzeit waren, wo wir ja auch selbst immer eigentlich Sachen spielen, die wir nicht kennen. Mhm. Und sehr, sehr häufig sehr davon überrascht werden. Ja, das stimmt allerdings. So war ein Titel Mille Fiori. Mhm. Georg guckt so kritisch. Habe ich noch nie gehört. Ich bin gespannt, ich auch nicht. Ist ein Knizia. Ja, das ist aber doch, ich glaube, das war sogar für, ist das jetzt nicht Essen, Essen 2021 sogar gewesen, ne? Ja. Von Schmidt. Das ist tatsächlich so ein Spiel, das so rein von der Optik hat es mich auch überhaupt nicht erreicht. Ich fand es jetzt nicht hässlich oder so, aber es würde ich vorbeigehen. Vor allem, weil es sehr bunt ist. Und zwar, das Setting ist Venedig. Welches Zeitalter, weiß ich jetzt gar nicht, aber wird jetzt so Renaissance oder was sagen. Jedenfalls geht es um Handel in Venedig. Ist aber eigentlich sehr aufgesetzt, das Thema. Also bräuchte man jetzt nicht. Im Endeffekt ist es ein Drafting-Spiel. Und man spielt eine Karte oder legt eine Karte aus und den Rest gibt man weiter, ne? Klassisches Draft. Also gar nicht so, dass man sich eine nimmt und weitergibt, sondern man spielt eine aus und gibt die dann weiter, aber es ist dasselbe Prinzip. Und wenn das alle haben, werden die nacheinander aufgedeckt und dann werden die Aktionen auf den Karten werden ausgeführt. Und dann hat man halt auf dem Spielbrett verschiedene
Bereiche, wo die Aktionen sich anders auswirken. Und dann versucht man eben, Siegpunkte zu sammeln, indem man zum Beispiel gleiche Symbole sammelt und so. Wie gesagt, Thema ist wirklich sehr aufgesetzt, finde ich. Aber ich war mega überrascht. Es hat super Spaß gemacht. Also wirklich auch auf Anhieb war das ein total tolles Spiel. Ist jetzt auch jetzt nicht so das, nicht ein mega Meisterwerk, sage ich mal. Und es ist, ja, muss schon auch manchmal ein bisschen Glück haben, jetzt nicht mit den Karten, die man eben zum Craften kriegt, sondern weil auch zufällig welche ausgelegt werden, immer in so eine Auslage. Und dann musst du Glück haben, dass, weil du kannst so Kettenreaktionen auslösen. Also, dass du eine Karte spielst und dass du dann in einem bestimmten Bereich eine Aktion auslöst, wodurch du eine Karte aus der Auslage spielen darfst. Wenn du da die Aktion geschickt willst, darfst du das vielleicht nochmal machen. Und so kannst du natürlich deine Punkte multiplizieren. Ich dachte am Anfang auch, das geht viel länger. Aber wie lange haben wir gespielt? Ich würde sagen, eine Stunde. Ja. Ja, also es hat am Anfang gewirkt, als würde es viel länger gehen. Aber die Zeit, die es ging, die war auch nicht langweilig. Und es ist basically auch vorbei, wenn der Stapel leer ist. Also, oder wenn das letzte Plättchen gelegt ist. Und die Plättchen sind halt so bunt. Es sind vier verschiedene Farben, die so ein bisschen, also ich habe das mal nachgeschlagen, dieses Mille Fiori, das soll so ein bisschen wie diese Kirchenfenster simulieren. Wisst ihr? Diese bunten, diese Glasbuntsteine. Ja. Ich glaube, so heißt das. Und so sieht das auch aus. Das Brett ist nachher total bunt und so. Das war Acryl, ne? So halbdurchsichtig. Ja, genau. Genau. So halbdurchsichtig Acryl. Korrekt. Und ja, aber wie gesagt, ich muss sagen, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Das kostet auch gar nicht so viel. Ich glaube, 35 Euro oder was. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, okay, das könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass wir das kaufen oder vielleicht sogar direkt mitnehmen oder was auch immer. Ich glaube auch, über kurz oder lang wird es hier landen, weil Drafting-Spiele haben wir jetzt auch eigentlich gar nicht so viel. Eins. Also Blood Rage habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt, auch wenn man da am Anfang draftet, aber das ist ja nicht das die Kernmechanik des Spiels. Man kann das Spiel aber durchaus besiegeln. Ist wichtig. Das stimmt, das stimmt, aber, aber ich sehe das trotzdem nicht als, das ist ja nicht das, was du hauptsächlich machst, das Drafting. Das ist ein Teil davon und es ist auch sehr wichtig, das sehe ich alles ein, aber man kann, also ich sehe das mehr als Area Control, aber Mille Fiori ist ein astreines Drafting-Spiel. Und deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie ich es jetzt gut erklären kann ohne das Spielbrett, weil wir saßen da am Anfang auch so und du siehst einfach nur bunt und viele Felder und Symbole, die du nicht einordnen kannst. Und das hat erstmal so einen Moment gedauert, bis wir dann, okay. Meine deswegen, ersten Karten habe ich nur weitergegeben, weil ich eine davon verstanden habe. Ja. Es war so, ich weiß nicht, was ich damit mache. Sehr gut. Also ich glaube, das muss man relativ gut am Anfang erklären, damit man diese verschiedenen Bereiche versteht, wie die funktionieren. Das ist wirklich elementar zu verstehen und sich zu behalten. Und es gibt, ich weiß nicht, 5 oder 6 Bereiche. Aber dann ist es auch wirklich cool. Dann macht es Spaß. Und wie gesagt, ohne Spielbrett erklären ist jetzt wirklich, das lasse ich. Aber cool. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich weiß nicht, ob ihr so auf Drafting-Spiele steht. Ich habe keins. Also ich hab nur All-Star. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht so viel, oder? Ihr müsst euch Draftosaurus holen. Draftosaurus, stimmt. Das ist super. Und hier das All-Star Draft, ne? Das Eishockey-Spiel. Das wäre noch nicht gespielt. Das ist auch geil. Aber ich bin verwundert, dass es bei euch so gut ankam, weil bisher habe ich irgendwie nur relativ maues bis sehr schlechtes in dem Spiel gehört. Wirklich? Hab jetzt so, wie du angefangen hast, habe ich auch gedacht, so, oh, jetzt kommt schon wieder, war nicht gut. Ich habe einen Kumpel, der hat es gespielt. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Der hat es gespielt und meinte so ein Dreck, bräuchten. Also war sehr, sehr, sehr nicht angetan von diesem Spiel. Deswegen hat es mich jetzt gerade, aber klingt, wie wenn du es erzählt hast, klingt es eigentlich ganz gut. Vielleicht haben wir auch einen zu geringen Anspruch an Drafting-Spiele, kann ja durchaus auch sein. Dafür haben wir dann bei anderen, weiß ich nicht, bei anderen Genres ein bisschen höheren Anspruch, aber. Ja, wie gesagt, wir haben auch nur eins. Also uns hat es jetzt gefallen. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr hübsch. Ja, es ist hübsch. Und vom Material auch cool. Also diese Acrylbausteine, das sieht einfach super cool aus. Das muss man sagen. Die liegen auch wirklich gut in der Hand. Und Haptik ist geil, ja. Das ist echt schön, wenn dann am Ende alles voll mit diesen Steinen liegt. Jetzt vielleicht nicht für dich. Nee, bei den Farben ging es. Die konnte ich gut unterscheiden. Das ging wirklich. Es ist, es war schon echt schön. Ja. War schon hübsch. Wie gesagt, ich hab's gar nicht auf dem Schirm. Ich habe es schon gehört vorher,
weil ich halt diese Messenneuheiten, ja, ich glaube, deswegen hatte ich es auf dem Schirm. Aber ich habe das auch nirgendwo aufgeschrieben, als interessiert mich oder so. Deswegen war halt jetzt auch, vielleicht hatten wir auch so wenig davon erwartet und waren deshalb jetzt so begeistert. Kann ja auch sein. Aber manchmal der Vorteil, ne? Ja, manchmal der Vorteil. Was gemacht du sollst, ne? Okay, ja, zwei habe ich noch. Jetzt kommen die großen Brecher. Oh, wo ich auch sagen, fast schon wieder hinter sich. Das sind jetzt die Highlights. Das sind jetzt echt die Highlights. Gerade aktuell gekommen. Für die Podcast-Hörer. Ja. Aber ja, Gott sei Dank nicht nur. Magnat The First City. Großartiges Material drin, großartiges Spiel. Da der Bagger ist der First Player Marker, also richtiger Bagger drin. Geht wirklich darum, dass du im Grunde Immobilien kaufst, dass du erstmal am Anfang durch Gelände kaufst, dass du dann dementsprechend dann entweder Fabrik, also wie man es aus SimCity kennt, ne? Du kaufst entweder Wohngebäude, du kaufst Industrie, du kaufst Retail halt, ne? Also Kaufhäuser und sowas alles oder Bürogebäude. Die versuchst du halt dann dementsprechend da auf die einzelnen Gelände, die du vorher geholt hast. Da kannst du natürlich gucken, wo passt das Gelände gut, wo gibt es Bonuspunkte, weil da in der Gegend vielleicht nochmal Bevölkerungswachstum ist oder da halt Bonus sind, weil da vielleicht der Flughafen ist für Industrie oder Gewerbe und solche Dinge. Da musst du halt alles drauf achten, weil es kann auch sein, wenn du irgendwo was hinbaust, das natürlich gegenteilig auch ist, ne? Weil du musst halt auch würfeln, um zu gucken, dass du später da Miete reinkriegst. Also wenn du das Gebäude hingesetzt hast, die Miete ja noch nicht drin. Die versuchst du jetzt anzulocken. Es gibt dann so ein richtiges, so ein Immobilienmarkt. Da liegen oben drüber immer so verschiedene Mieter, die halt gerade auf der Suche sind. Und die versuchst du halt dann entsprechend in deine Gebäude auch anzulocken. Und wenn du dann halt dementsprechend würfelst, hast du dann mal die Möglichkeit, auch mit Werbung sozusagen die Würfel positiv zu beeinflussen. Und je mehr Werbemarker du da einsetzt, umso sicherer ist es eigentlich, dass du dann halt das schaffst, zumindest diese Mieter dann zu dir reinzuholen. Das ist aber dann auch so, dadurch, dass du ja Werbung machst, steigt natürlich auch die Attraktivität der ganzen Immobilie und der Gegend. Dementsprechend musst du diese Marker danach auf den Immobilienmarkt legen. Was aber heißt, am Ende der Runde, wenn wieder aufgeräumt wird, dass dieser ganze Immobilienmarkt natürlich die ganzen Gelände vom Wert her steigern. Das heißt, der ganze Markt steigt dann. Und das Spiel läuft halt darauf hinaus, dass diese Immobilienblase immer größer und größer wird, bis dann zum Schluss halt diese Immobilienblase platzt und dann ist das Spiel im Endeffekt zu Ende. Alles gerade darunter wird dann halt berechnet und so weiter und du verlierst im Grunde genommen, wenn du nicht vorzeitig schon geguckt hast, dass du die Werte verkaufst oder Gebäude verkauft hast, um das Geld zu machen, hast du vielleicht Pech gehabt und verlierst eine Menge Kohle. Ne? Und diese ganzen Dinge sind so genial miteinander strukturiert und so genial, also wirklich wie das echte Leben umgesetzt, dass es alles zusammenpasst, also was du da tust und machst und wen du reinholst. In der einfachen Variante hast du immer die gleichen Mieter und wenn du die nächste Variante nimmst, kannst du zum Beispiel bei Wohngebäuden, kannst dann gucken, ob du dann, je nachdem, was auf dem Markt frei ist, ob du dann hier so ein WG reinholst, ob du dir eine Familie reinholst, die viel Geld hat oder ne, ganz normal, oder ob du bei der Industrie zum Beispiel, wenn du dann sagst, weißt du was, jetzt gebe ich richtig viel Geld aus und ich verhole mir ein Chemiewerk. Wenn du das dann irgendwo hin platzierst, heißt das aber auch, damit ist die Bevölkerung nicht gerade einverstanden mit. Retail findet das auch nicht so toll und so weiter. Das heißt, das wird dann viel schwieriger, auch dann wieder da Mieter reinzukriegen oder auch die Gegend dann einen Wert zu gewinnen. Und so wird das dann immer auch jede Runde natürlich berechnet. Wie viel sind deine Gebäude wert? Wie viel Mieter hast du drin? Was zahlen die an Miete, damit du wieder an Geld kommst? Und wie gesagt, vom Material her, fantastisch. Ne? Also du hast wirklich überall diese Gebäude, die du platzieren kannst. Entweder kleine Gebäude für den Anfang, oder wenn du größer ist, dann größeres dementsprechend. Du hast, wie gesagt, dieser Bagger ist dabei. Jeder hat sein eigenes Portemonnaie sozusagen, wo jeder sein Geld auch reinsteckt. Du weißt also nie, was der andere noch für Geld hat. Also jeder hat wirklich sein eigenes kleines Portemonnaie von seiner eigenen Firma. Jeder hat natürlich auch seine Firma-Plättchen halt, weil du dann auch in die Gebäude oben dein Firmenplättchen reinstellst, damit auch jeder sehen kann, welches Gebäude von wem ist. Und ja, ich könnte da noch reichlich von erzählen. Also ich bin da mega begeistert von. Also es merkt man. Super genial. Also schon allein vom Material. Ohne Wertung jetzt, man merkt es einfach, wirklich. Ja, vom Material her, sonst hat es so einen Höllenspaß gemacht. Das war einfach geil, weil einfach diese Zusammenhänge einfach so cool waren. Du wirklich auf was du so achten musst halt. Ne? Was, wo holst du jetzt Gebäude und wie kommst du also ja so besser? Kapitalismus-Lernspiel. Genau. Oder so. Glaubst du, oder würdest du denn sagen, es ist mehr ein Aufbauspiel oder würdest du sagen, es ist mehr ein Wirtschaftsspiel? Nee, ist mehr ein Wirtschaftsspiel. Mehr Wirtschaft? Ja. Will ich schon sagen. Aber du musst schon genau gucken, wie die Gebäude, welche Gebäude du musst, welches Gelände du dir zuziehst, weil du kannst auch nicht jedes Gelände kaufen.
Das wird am Anfang auch, da gibt es Plättchen, die, wenn die Runde wieder aufgeräumt wird, dann werden so Plättchen gezogen. Die drehst du um und dann steht da, in welchem Quadranten du welches Geblende demnächst kaufen kannst. Also wo dann so ein zum Kaufen hingelegt wird. Das heißt, du kannst dich einfach drauf loskaufen und da ist dann auch manchmal abhängig, ob du überhaupt da hinkommst. Und wenn das zum Beispiel ein Plättchen ist, was, weil du hast zig von diesen Modulen, die immer ausgelegt werden, dadurch verändert sich das auch bei jedem Spiel. Weil wenn du Pech hast, du ziehst so ein Kärtchen, wo dann steht Flughafen und beim Flughafen ist halt nicht, da darf man nicht bauen, dann kommt das einfach aus dem Spiel. Das heißt, du hast schon mal wieder ein Gelände zum Kauf, was theoretisch zum Kauf da wäre, kannst du dann der Runde nicht benutzen. Das ist schon mal eins weniger. Also ist schon sehr cool. Und weil du halt immer wieder verschiedene Sachen da auslegen kannst, verschieden das hingelegt hast, verändert sich das auch jedes Mal. Also sehr, sehr cool. Ja, ich kann die Faszination für diese Art von Spiel auch durchaus verstehen, muss ich sagen. Ich bin da auch immer heiß drauf. Im Moment habe ich sowieso eine ganz extreme Aufbauphase. Hab so eine Phase, wo ich irgendwie auch alle möglichen, also den Steam-Store durchforste, wegen der Enttäuschung für das neuen Siedler-Spiels. Und das überträgt sich dann meistens auch auf Brettspiele oder umgekehrt. Also das meistens, wenn ich so eine Phase habe, dann ist das auch, dann schenkt sich das nichts. Ja. Und im Moment könnte ich aufbauen und Handel treiben. Ja, ich finde halt dieser Mix ganz schön, was so ein bisschen SimCity drin hat, ne? Was man halt von früher kennt, irgendwie so mit den Gebäuden, auch die Farben, die passen zusammen halt, ne? Und dann halt wirklich Immobilien aufbauen und auch diese Geschichte passt ja unheimlich gut zusammen, dass die Immobilienblase noch weiter aufwächst, weil es ist auch immer vorgegeben, je nach Spieleranzahl ist der Markt auch komplett anders von dem Markt und je nachdem, wie viel Werbung halt gemacht wird, löst erstmal verschiedene Sachen aus, ne? Wenn du halt viel Werbung machst, dann ist es halt so, dass zum Beispiel die Immobilienblase weiter steigt. Dann gibt es aber auch noch so Risikokarten, die du ziehen musst. Ne? Und dann kann das auch noch wieder Auswirkungen haben. Das heißt, du kannst dann auch gucken und sagen, okay, ich investiere jetzt noch ein bisschen Werbung und dann hast du das schon erfüllt. Dann kann der Nächste sich überlegen, schön, wenn ich jetzt Werbung investiere, dann steigt der Immobilienmarkt wieder. Ne? Und, ja, und da musst du halt irgendwann auch gucken, bringen dir die Mieter jetzt mehr Geld? Weil irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Immobilie halt mehr bringt als die Mieter, die ihr Miete zahlen. Und dann ist halt der Punkt überlegt, wo du überlegen musst, okay, verkaufe ich das jetzt? Weil du weißt nicht, wenn du diese Risikokarten ziehst, die haben halt Auswirkungen. Das heißt, die Immobilienblase kann auch relativ schnell wachsen plötzlich. Dass halt das Risiko da drin ist, dass du sagst, okay, verkaufe ich jetzt schon oder gehe ich das Risiko ein, das wird schon klappen, ne? Und ich warte noch. Deswegen, das ist unheimlich gut gemacht. Deswegen. Ja, sehr geil. Klingt sehr realistisch. Ja, richtig cool eigentlich, ja. Und wie gesagt, für das, was da Material drin ist, ich war sehr erstaunt. Und in der Box selber ist alles komplett genial verstaut. Also da fliegt nichts rum. Du hast für alles, selbst wenn die Plättchen dann ausgepökelt hast und sonst alles, überall sind Plätze dafür bei. Das Geld, was du da hast, hat einzelne Strukturen, wo du einzeln reintun kannst. Das heißt, muss auch nicht rumliegen. Die Karten sind einsortiert. Also perfekt. Absolut perfekt gemacht. Was kostet das? Das sieht aus, als ob das irgendwie 5.000 Euro kosten würde. Nee, 100 Euro. Okay. 100 Euro kostet das. Gutes Value, würde ich sagen. Ja. Nur dreimal Black Rose Wars. Aber du kannst auch bei Naylor Games, ist das ja, ne? Weiß nie. Auf der Seite kannst du die Kickstarter-Version sozusagen auch nochmal kaufen. Da ist viel mehr drin. Habe ich natürlich jetzt auch nochmal gemacht. Auch nochmal. Wie unerwartet. Ja, weil dann hast du da richtige Portemonnaies drin, dann hast du da richtige nochmal zusätzliche Gebäude drin. Du hast nochmal so einen Rechner drin und alles Mögliche. Da ist wirklich so viel Kram drin, dass ich sagte, das warum eigentlich jetzt nicht? Das braucht man unbedingt. Ja, die andere Version könnte ich für 100 Euro verkaufen. Lässt mich zum Glück kalt, von daher hast du zwei andere Kandidaten. ist mir zu nah an der Realität. Ja, okay. Gut, okay, das war meins. Da wird er weitermachen. Ja, ich habe gerade überlegt, wir haben jetzt gerade... Gestern habe ich gespielt und haben wir eher so kleinere Sachen gespielt. Habe ich gerade überlegt, welches davon ich erwähnen könnte. Und entweder müsste ich so eine Stefan-Show machen und sagen, dass es kacke war, oder ich nehme eins, was schön war. Ey, Hugo Ostia war doch super. Das andere war auch super. Nur halt für mich, nur halt für mich eben. Aber ein bisschen traurig. Ja. Nee, wir haben gestern zum Beispiel Rolling Realms oder Würfelwelten, wie es auf Deutsch heißt, von Stormire Games gespielt. Und Stormire Games hat ja irgendwie so mit Size und Tapestry und Viticulture einen ziemlich guten Ruf. Und in letzter Zeit haben sie ein bisschen nachgelassen. Und mit Würfelwelten, finde ich, hat er wieder was gemacht, was einfach wirklich viel Spaß macht. Du hast halt dieses, es ist ein Roll and Ride,
Du hast alle Spiele, die bisher bei Stormare Games rauskamen, oder ich glaube eins, was vorher rauskam, oder noch gar nicht, irgendwie das erste Spiel, was er gemacht hat, ist mit drin. Das sind 11 verschiedene Karten und in jedem Spiel nutzt du quasi in 3 Durchgängen jeweils 3 verschiedene Realms, also 3 verschiedene Karten zu einem Spiel. Und das hat, jede Karte hat dann eine eigene Mechanik, die quasi, wenn du das Spiel dazu kennst, dir quasi bekannt vorkommt. Also bei Size willst du ein bisschen Kettenzüge machen, bei Flügelschlag willst du Zahlen eintragen, die dann zusammen die Spannweite ergeben vom Vogel und so Geschichten. Fand ich sehr witzig, auch wie sie das so gemacht haben, dass es sich auch so anfühlt, als würdest du halt dieses kleine Minigame dazu irgendwie spielen, das thematisch passt und das trotzdem gut ineinander läuft. Und du hast dann teilweise kriegst du Sterne, das sind dann Siegpunkte, teilweise kriegst du Kürbisse, Herzen oder Münzen, mit denen du dann wieder Bonuszüge machen kannst. Dann kannst du dir halt noch einen dritten Würfel generieren oder kannst den Würfel verändern oder sonst für Geschichten. Und ansonsten ist das Spiel relativ einfach. Du hast deine 3 Realms, die nutzen alle Spieler am Tisch. Das heißt, du könntest das quasi mit 500 Leuten gleichzeitig spielen über Webcam oder sonst was. Dann werden 2 gigantisch große Würfel, das sind wirklich, ich weiß gar nicht, was sind die, 5 Zentimeter jeweils oder so, 2 Würfel geworfen. Und diese beiden Zahlen kann jeder in verschiedene dieser Realms eintragen und dann halt noch Bonuszüge machen. Und dann, wer nach den 3 Durchgängen am meisten Punkte hat, hat halt gewonnen. Klingt super simpel, macht irgendwie Spaß. Man muss auch wirklich viel denken, um dann das Maximum rauszuholen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht gestern. Hat schon mal wer gespielt von euch? Nee, nur gesehen, aber es sah schon cool aus irgendwie. Also. Ja, auch vom Material her. Du hast halt im Prinzip auch so, ich glaube, es ist auch so Tarot-Größe, die Karten. Aber die Karten selber sind wiederbeschreibbar mit diesen Markern. Das heißt, du hast halt diese Marker, schreibst auf die Karten und dann hast dann so ein Wegwischtuch und wischst das weg und dann ist die Karte wieder sauber und kannst sie wieder beschreiben. Das finde ich schon sehr geil. Du hast dann nicht diesen Block, du hast wirklich Karten, die du wieder beschreiben kannst, vom Material her auch echt mega gut. Keine großen Fans hier. Also Roll and Ride kannst du mich eh nicht mit abholen, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist auch nicht meins, leider. Meins also. Eigentlich auch nicht. Ja, okay. Deswegen hat es mich gewundert. Ja, das stimmt. Du magst Roll and Ride? Ja, ich mag die so gern, dass ich mir jetzt Hadrian's Wall mitgenommen habe. Oh ja. Ja gut, das ist ja auch ziemlich komplex, ne? Ja, ja. Ja, müsste ich auch mal spielen. Also ich bin auch irgendwie kein Roll and Ride-Fan. Seit Fleet the Dice Game bin ich so ein bisschen reingekommen. Mit Würfelwelten finde ich es eigentlich auch recht entspannt. Du kannst ja einfach mit vielen Leuten zusammen spielen. Ansonsten mag ich es ja auch nicht unbedingt. Aber das kam gut an. Ich habe natürlich auch, vielleicht liegt es daran, dass ich gewonnen habe. Ich weiß es nicht. Also souverän gewonnen habe. Ich finde das halt manchmal ein bisschen fies für diese Gattung Spiel, dass die so zusammengefasst werden als ja, Roll and Ride. Mhm. Weil das ja eigentlich, weil die, ich finde die so unfassbar vielfältig, ja, dass das gar nicht immer so per se abdeckt. Ja klar, das ist das, was du machst. Aber der Kartograf zum Beispiel macht was ganz anderes als Ballade. Das ist ja auch ein Flip and Ride. Ja genau, das ist ein Flip and Ride. Natürlich, aber ich glaube, wer Roll and Ride nicht mag, mag auch Flip and Ride nicht. Georg, verbessere mich. Ne? Kann gut sein, ja. Da habe ich bis jetzt noch keine abgeholt mit. aber bei der Kartograf zeichnest du ja halt eigentlich eher. Du zeichnest eine Karte. Es hat eigentlich mehr was von einem Legespiel, nur dass du es halt malst. Apropos, ja. Georg, was ist denn mit Roll and Steck? Hast du ihn schon mal gefragt, holt ihn auch nicht ab. Roll and Steck? Was ist das? Ja, hier, dies mit Ära. Ne? Ära, ja. Und das habe ich nämlich schon beobachtet. Wenn man es zeichnen müsste, würden viele sagen, nee, mag ich nicht. Aber dadurch, dass man kleine Gebäudeminiaturen in ein Tableau steckt, finden es plötzlich dann viele interessant. Ja. Weil einfach der Stift und das Papier die dann abschreckt. Das aber stimmt, wieder mehr Spaß machen. Aber wirkt teilweise so billig, ne? Es wirkt teilweise einfach billig. Das mag, ja, mag sein, aber ich mag es halt. Ich finde es total cool, weil die halt auch so unterschiedlich sind. Und auch so komplett unterschiedliche Sachen machen, finde ich. Ja. Ich will aber jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Ist gut.
Ich träume immer noch davon, dass ich irgendwann eine Idee für ein Social Deduction Roll and Write habe, das dann Roll and Lie heißen wird. Also die Idee, ist immer noch lange, ist schon in meinem Kopf da, ne? Nur anfangen. Ihr seid schon zu Recht Spielentwickler. Ja. Ich hab mir eine Challenge gesetzt, weil ich auch Roll and Writes nicht mag. Wie gesagt, ich mache selber eins, was ich dann nachher gut finde. Und dann Leute wie Georg abholt, die sagen, kannst du mich mit jagen? So eins musst du dann machen, weil das trifft dann die Leute. Nee, du kriegst den Georg gar nicht dazu, dass du es ausprobierst. Ja, das ist das Problem. Doch. Der TTS-Mod ist da, Georg. Wenn du das schaffst, dann bin ich aber ernsthaft beleidigt. Ja, das stimmt. Da müssen wir es wohl gleichzeitig spielen, zufällig. Der wehrt sich mit Händen und Füßen jedes Mal dagegen. Also wirklich ganz aufs Extremste. Versteckt sich unterm Tisch, hält die Ohren zu. Oder der geht dann hin und legt ein anderes Spiel darüber. Das hat er auch schon gemacht. Das hat er wirklich gemacht. Wir haben hier schön Spiel. Ich hab hier den größten Brecher. Kann mich nicht dran erinnern. Nicht schlecht, ja. So kommt man drum rum. Ja. Er hat das kann nur kartograf gewesen sein, oder? Ja, genau. Er hat auch immer so ein großes Spiel dabei, das auch wirklich den ganzen Tisch dann immer abdeckt. Deswegen hat er drei oder vier Boxen Black Rose Wars. Damit genau. Ich hätte hier im Moment... Jetzt kommt's raus. Hier ist der Kartograf. Ich habe auch vier Black Rose Wars. Können wir alle zusammen spielen. Halleluja. Mehrere Runden. Können wir alle solo spielen, an vier Tischen. Genau. Clever, der Georg. Ja. Oh, schön. Ja, Würfelwelt. Okay. Sehr cool. Okay, mein nächstes ist, ich habe es schon so oft gespielt und es wird auch einfach bei mir, uns wird es zumindest hier wirklich nicht schlecht. Und zwar Too Many Bones haben wir letztes Mal wieder gezockt. Weißt du, wie oft ich bei dem Kickstarter da saß und dachte, machst du das jetzt? Aber das war mir echt zu teuer. Ich habe auch kurz überlegt. Der Punkt ist ja der, ich war ja früher auch gar kein Fan davon. So, ne? Also ich habe das Spiel früher irgendwann mal auf YouTube gesehen und dachte mir so, ja, ich mag die Optik eigentlich gar nicht von dem Spiel. Außerdem alles ist aus Plastik, ist natürlich, ja, es ist aber stabil. Es ist auch stabil, aber ich spiele halt auch nicht so viel Spiele in der Badewanne. Es ist mir eigentlich egal. Ne? Die Karten müssten nicht aus Plastik sein, ne? Und alles. Aber ich muss sagen, irgendwann sagt man ja alle 7 Jahre, wechselt man ja seinen Geschmackssinn irgendwie so. Ne? Dann magst du plötzlich irgendwie, was weiß ich, eine andere Schokolade oder sowas. Und ich glaube, irgendwie bei mir kam das so irgendwann die Wende und plötzlich mochte ich Too Many Bones. Also, obwohl ich es nicht hatte. Ne? Also, ich dachte mir, irgendwie ist es doch cool. Und dann habe ich es mir halt gekauft und ich fand es dann so cool, also wirklich so, so cool, dass ich das, was ich gekauft hatte, nochmal gekauft hatte. Also, ich habe so eine Geschichte doppelt kaufen. Denn ich hatte dann ein besseres Set gefunden, weil einfach alles drin war. Da dachte ich mir, okay, klar, warum? Ich habe jetzt hier ein Set mit 70%, aber die Sachen, die mir fehlen, sind out of stock. Also kaufe ich mir ein Set, was all-in ist. Und das 70%-Ding verkaufe ich dann einfach wieder. Habe ich natürlich gemacht, so, ne? Also super dumm, wie immer. Und im Endeffekt hat sich aber rentiert, denn es gehört mittlerweile eigentlich zu meinen meistgespielten Spielen. Ich habe das in den letzten 4 Malen, habe ich es auf jeden Fall immer jemand dabei gehabt, der es noch nicht kannte und alle fanden es geil. Also ich habe auch noch nie jemanden am Tisch selber gehabt, der das jetzt nicht gefeiert hätte. Worum geht's? Ich finde, es ist immer so ein bisschen wie bei Glorious Bastards. Du hast so ein kleines Team von, es ist so ein bisschen aus Elfen, Kobolden, Goblin, irgendwie sowas dazwischen halt. Und die sind auch ein bisschen, die sind Natur, wohnen im Wald natürlich, die sind aber auch trotzdem technikaffin, also die basteln halt auch gerne an Robotern und so, das macht denen halt auch irgendwie Spaß. Und die Wälder sind aber voll gefährlich, da gibt es halt so Tyrannen und die herrschen da sozusagen und sind natürlich böse, die sind Tyrannen, was sollen sie sonst machen? Und die Gearlocks, so heißen die, diese kleinen spitzohrigen Viecher, und die haben sich halt überlegt, ist ja total smart, weil diese Tyrannen, die kommunizieren nicht untereinander, die leben einfach nur alle in ihren Gebieten für sich. Also schicken wir einfach überall kleine Trupps hin und schalten die einfach alle aus. Voll gut. Ne? Also wie bei Glorious Bastards eigentlich. Und dann ist man halt selber ein Teil dieses kleinen Teams und muss den Wald durchstreifen und muss dann quasi zu dem Boss ankommen und den Boss besiegen. An sich eine ganz einfache Prämisse. Und das Kämpfen ist halt sehr, ja, du spielst auf einem 4x4 Schachbrett sozusagen. Es fühlt sich nicht so thematisch an, wenn man so sieht von oben. Aber am Ende ist es dann doch so, dass es dann doch sehr, sehr taktisch wird, weil dann hast du dann einen Charakter, der zum Beispiel Fallen legen kann. Dann hast du Charaktere, die natürlich mit Nahkampf und Fernkampf arbeiten, wo du dann dich so positionieren musst, dass du natürlich Gegner nicht an dich rankommen. Oder du hast einen Maschinenbauer, der baut immer eine Maschine und schickt die los. Da darf aber selber auf keinen Fall Ziel werden, weil er gar nichts aushält. Der bleibt immer ganz in der Ecke und versteckt sich sozusagen. Ne? Und dann kannst du halt für Ablenkung sorgen und so. Oder also es gibt halt so viele Charaktere, die alle komplett anders geskillt werden können. Und jeder Charakter kann gefühlt auf 3-4 Wege geskillt werden. Und da es ja, ich glaube, aktuell schon 11 Charaktere schon gibt und jetzt mit der neuen Expansion nochmal locker, ich glaube, 4 oder 5 oder 6, keine Ahnung, reinkommen. Du hast so unendlich viel Auswahl quasi halt, wie du das Spiel spielen möchtest und was du halt mitnimmst. Es ist von 1 bis 4 Spieler.
gefühlt finde ich, sind Solo- und Zwei-Spieler die besten Varianten. Also ab drei Spielen wird es ein bisschen zäher, also weil es einfach ein bisschen länger dauert und so und gefühlt auch ein bisschen einfacher wird. Aber zu zweit finde ich es eigentlich immer sehr, sehr cool. Also so in zwei, drei Stunden hast du immer so ein Abenteuer durch. Das heißt, ne, du hast den Wald durchkämmt, du hast den Boss im besten Fall besiegt und du hast nach einem Abend immer quasi eine ganze Kampagne abgeschlossen, was ich richtig cool finde. Ich bin ja jemand, der nicht so viel Zeit meistens hat und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt so ein Spiel habe, was 50 Stunden dauert, das demotiviert mich eher, weil ich genau weiß, ich werde dieses Ende wahrscheinlich niemals sehen. Wenn ich aber ein Spiel habe, wie Too Many Bones, wo ich genau weiß, ich habe jetzt heute Abend 3 oder 4 Stunden, ich schaffe da die ganze Kampagne, um diesen Boss zu besiegen, dann gehst du mit so einem guten Gefühl aus der ganzen Sache raus, finde ich, dass du einfach einen komplett abgeschlossenen Abend einfach hast. Du hast die ganze Geschichte erlebt, von Anfang bis Ende und nächstes Mal erlebst du eine andere Geschichte. Dann suchst du den anderen Boss aus, der hat andere Gegnertypen mit sich, dann hast du andere Events, die im Wald passieren und du hast natürlich anderen Gearlock, den du vielleicht selber spielst oder eine andere Konstellation mit einem anderen Gearlock oder so. Und jedes Mal hat man da Bock, eigentlich noch eine Runde zu spielen, aber da freust du dich schon einfach aufs nächste Mal im Endeffekt. Ne? Und wirklich, also wir haben immer gute Runden gehabt. Ich habe bisher, ich fühle mich für mich sozusagen innerlich eine Strichliste an, dass ich einfach, ich will irgendwann mal alle Tyrannen besiegt haben, habe ich mir halt so gedacht. Und also ich spiele zwar keine richtige Kampagne, das könnte ich natürlich tun, es gibt da so einen Kampagnenmodus und so weiter, muss man aber nicht machen. Aber in meinem Kopf ist die Kampagne so, dass wenn ein Charakter jetzt, sag ich mal, gegen einen Gearlock verlieren würde, dann würde ich diesen Gearlock auch nicht mehr nehmen, sozusagen. So spiele ich das für mich halt, ne? Und irgendwann habe ich sie alle besiegt, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich weiß nicht, es macht einfach unfassbar viel Spaß irgendwie, gerade das Skillen halt, ne? Jedes Mal kriegst du neue Fähigkeiten und hast dann Bock, diese Fähigkeiten natürlich dann zu nutzen irgendwie. Ich mag es halt auch, dass du das sofort nutzen kannst in dem Spiel. Also bestes Beispiel ist immer Kikino des Monster, was natürlich ein großartiges Spiel ist, aber da dauert halt auch, sag ich mal, einmal Monster jagen, dann hast du eine Stadtphase und so weiter. Das dauert also da 3-4 Stunden jedes Mal. Da ist es immer so, dann hast du gerade einen Charakter aufgelevelt oder gerade neue Fähigkeiten und neue Waffen freigeschaltet, dann hörst du auf zu spielen. Ne? Und dann musst du bis zum nächsten Mal warten, weil du hast gerade 4 Stunden gespielt. Jetzt bist du meistens ist dann vorbei, so ein Abend. Ne? Und das finde ich ja mal gerade ärgerlich. Wenn ich gerade mich aufgelevelt habe, will ich ja erst recht damit jetzt losziehen, so, ne? Und das macht dieses Spiel halt perfekt, weil du das erlebst du quasi halt so 6-7 Mal oder 8 Mal, je nachdem, wie lang der Weg zum Boss quasi ist. Und das hat jedes Mal wirst du halt etwas besser und kannst einfach etwas mehr irgendwie so, ne? Und weiß ich nicht, ist einfach ein super rundes Spiel. Das Material müsste nicht so hochwertig sein, das Spiel müsste nicht so teuer sein. Ja, stimmt. Ich würde sagen, das Material ist schon sehr hochwertig. Absolut. So, das ist alles aus Plastik. Ich habe so eine Trove Chest, das heißt, es gibt einen hochwertig übertrieben. Ja, es ist übertrieben hochwertig, du hast recht. So, ne? Ich kann dem nicht widersprechen, ne? Aber im Endeffekt, ne? Also es fügt sich einfach alles so gut zusammen irgendwie. Es müsste nicht so teuer sein, aber wenn du es halt erstmal hast, ist es ja auch egal. So, ne? Aber das ist genau, was du sagst, weil so viel Lob, ich das schon drüber gehört habe und Gutes gehört habe. Ich habe, wie gesagt, beim Kickstarter, ich weiß nicht, wie oft ich da rangeklickt habe und habe gesagt, ey, das kannst du nicht bringen. Ich glaube, das waren ja $500-600 oder sowas, ne, wenn das so komplett haben wolltest. Ja, viel mehr. Also das, was es ja schon gibt, kostet schon 1,1, glaube ich. Also 1000 Euro. Dann hast du natürlich wirklich alles sozusagen. Und ich glaube, bei den neuen Expansion, den neuen Charakteren, bist du nochmal dann 100 Euro drauf oder sowas. Also ich habe es ja alles wieder geholt. Ich habe wirklich alles davon. Aber es ist halt auch wirklich eine tolle Erfahrung. Ich sag's mal so, da hast du recht. Aber der Punkt ist der, es kam ja im neuen Kickstarter jetzt das erste Mal eine deutsche Version von dem Grundspiel zumindest. Ganz ehrlich, also das normale Spiel hat kaum Sprache und es gibt auch alles perfekt übersetzt auf Boardgame Geek. Also man kann sich einfach alle Charakterbögen auf Deutsch unterladen, das habe ich auch gemacht. Ich bräuchte gar kein deutsches Spiel, ich habe es mir trotzdem geholt, keine Ahnung. Ist halt schöner, ne? Obwohl du das Grundspiel auch schon auf Englisch hattest, hast du es nochmal auf Deutsch geholt. Ich habe es ja immer noch erfragen. Ich habe es ja noch auf Englisch, ich habe es ja sogar eingedeutscht und ich habe es trotzdem auf Deutsch geholt. Du hast es trotzdem noch auf Deutsch geholt. Ja, es wird irgendwann einen guten Grund dafür geben, warum es dann so ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, jeder sollte sich das Grundspiel holen. Da sind 4 Charaktere drin, also jeder mit vielen Skill-Varianten. Du hast, glaube ich, 10 Bosse oder sowas. Da hast du so viel Content drin für den Grundspiel. Da kannst du eigentlich erstmal, der Patch zu ist. Da kannst du ein halbes Jahr spielen. Nee, der Pledge-Manager ist noch offen, der Late-Pledge. Also, nein, sag das doch nicht! Die liefern ja auch immer so außerhalb ganz gut eigentlich. Aber ja. Ich finde es witzig, dass du sagst, dass das Grundspiel schon kaum Sprache hat und man eigentlich keine deutsche Version braucht, aber dass du trotzdem nochmal gekauft. Das ist schon, ja, das schon stimmt, mal ein anderer Level einfach. Du hast absolut recht. Ich kann dir ja nicht widersprechen. Der Punkt ist ja, ich denke mir bei jedem Spiel, eigentlich muss es auf Deutsch haben, weil irgendwann kannst du mit deiner Tochter spielen. Das ist immer so meine Ausrede, wenn ich irgendwas kaufe sozusagen, weißt du? Mhm. Und ich dachte mir einfach, hey, dann hast du es erstmal. Keine Ahnung. So, ne? Es ist schwierig, sagen wir es mal so. Aber keine Ahnung, ich kann wirklich nur sagen, ne, also ich habe es hier. Vielleicht gucke ich doch nochmal.
Variationen gespielt. Also hier hat es wirklich jedem immer riesig Spaß gemacht irgendwie. Auch gerade dieses Charakterfindung, ne? Dann nimmst du halt Charakter, auf den du Bock hast, dann hast du bald mal einen Schurken, wo ein Wolf dazukommt. Oder du hast halt, was ich, so einen Rambo-Verschnitt, der halt quasi mit Tieren kommunizieren kann und oder auch so, der macht irgendwie die Wurm-Mimik quasi, der kann Würmer nachmachen und kann sich dann so tarnen und sowas halt, ne? Also irgendwie total witzig irgendwie. Also, weiß ich nicht, ist einfach ein Spiel. Die Wurm-Mimik. Ja, na klar. Also wenn du so einen Wurm nachmachst, so mitten im Matsch, dann bist du plötzlich nicht mehr. Dann sieht man dich nicht mehr. Safe. Halt, ne? Das ist einfach so. Ne? Genau. Ja, nee, also gar keine Ahnung. Ich kann es nur sagen, es ist echt ein krasses Spiel, ein krasses Erlebnis jedes Mal irgendwie. Und mit dem Brettspiel hat man schon sehr, sehr viel Content, dass man, also man kann erstmal einfach sich das holen und gucken, ob es was für einen ist. Das kostet irgendwie einen Huni oder was, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Aber, 120 oder sowas, ne? Wie war der komplette Name von diesem Spiel? zu viele Knochen. Genau. Ah ja, Too Many Bones, genau. Ja, wie gesagt, ganz böse. Ist auf jeden Fall ein böses Spiel, aber ganz ehrlich, wenn man einmal rein investiert hat, man wird auch viele, viele Spielstunden da reinstecken und gerade eben, weil du an einem Abend was abschließt, jedes Mal. Also, das, ich glaube, er hat schon gleich vier Spiele gekauft. Ich erinnere mich. Ich muss jetzt auch gerne mal gucken. Gamefound oder Kickstarter? Gamefound. Ja. Ich habe es auch, ich habe es einmal im TTS angetestet, weil es immer alle so angepriesen haben. Wir haben es zu viert gespielt. Und da fand ich es wirklich super zäh, mega langweilig und deswegen habe ich mir nie wieder angeguckt. Vielleicht auch zum Glück. Also manchmal ist ja so eine. Ich würde es wohl nicht zu viert spielen, glaube ich. Also ich fand zu dritt war schon. Das ist echt noch offen. Und Georg so, okay, dann habe ich halt drei, ist kein Problem. Nur das Grundspiel. Ja, auf jeden Fall bei mir Too Many Bones immer Highlight hier. Also das war mein Spiel. Wir mal den Georg machen. Guck mal, wir haben da was vorbereitet. Sehr gut. Das ist Sherlock Holmes oder was? Genau. Das heißt Sherlock Holmes, beratender Detektiv. Oh, das ist ein altes Spiel. Mit der Lupe. Ein ganz altes Spiel ist das. Ja, das ist total toll. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ja, das ist eine Neuauflage von einem Spiel aus den 70ern, meine ich. Das, das kann sein. Wir haben es als Geschenk bekommen, nachdem man uns schon viel davon vorgeschwärmt hat. Ja. Das ist halt auch, also ich glaube, heute ist Mythos Tales viel Begriff. Das ist dasselbe Prinzip. Mit Cthulhu. Man hat verschiedene Fälle und versucht eben anhand der Orte, wo man nach Hinweisen sucht, einen Fall zu lösen, der über einen Eingangstext, der teilweise auch 2-3 Seiten lang ist, erklärt wird. Und dann entscheidet man selbst, welchen Hinweisen man zuerst nachgeht, mit welchen Leuten man eventuell spricht und muss am Schluss halt auch selber kommen. Also man kann das auch so lange machen, wie man will. Bei dem Spiel ist eben der Clou, dass man indirekt gegen Sherlock Holmes antritt und versucht, mehr Punkte zu kriegen als er. Das ist aber nahezu unmöglich, muss man dazu sagen, weil Sherlock Holmes immer 100 Punkte hat. Der ist halt Sherlock Holmes halt auch, ne? Genau. Und es gibt, und man versucht halt an diese 100 Punkte ranzukommen. Theoretisch ist es auch möglich, mehr als 100 Punkte zu kriegen. Was sich dadurch erklärt, es gibt eigentlich, also diesen eigentlichen Fall, den man lösen kann. Und es gibt Zusatzinformationen, die nicht was direkt mit dem Fall zu tun haben, die aber später trotzdem abgefragt werden. Wenn man den Fall perfekt löst, das sind 4 Fragen, die zusammen 100 Punkte geben. Und mit dem Bonus kriegt man dann, glaube ich, insgesamt nochmal bis zu 40, glaube ich. Also wären 140 theoretisch möglich. Am Schluss guckt man eben, welche Fragen man beantwortet kann, zählt die Punkte zusammen und zieht quasi die Anzahl Hinweise, die man mehr gebraucht hat als Sherlock Holmes, zieht man quasi pro Hinweis nochmal 5 Punkte von seinen eigenen ab und hat dann so seinen Endpunktestand. Wir haben jetzt zusammen, also man kann das theoretisch alleine, zu zweit, mit 5, mit 6, ich weiß nicht, was hier drauf steht. Ich glaube, es ist relativ egal. Wir spielen es halt zu zweit, ne? Und wir entscheiden auch zusammen, welchen Hinweisen wir nachgehen und so. Und um einfach mal so ein Beispiel für so, also wie gut Sherlock im Prinzip ist, der erste Fall, den wir gespielt haben, wir haben 14 Hinweise gebraucht, hatten in der Endwertung, also eigentlich, ich weiß nicht, 130 Punkte. Warte, ich habe sogar aufgeschrieben. Was aufgeschrieben. Und mit 14 Hinweisen, ich weiß auf jeden Fall, dass es 14 Hinweise waren, und Sherlock hat 3 oder 4 Hinweise gebraucht. Also es geht dann am Schluss. Arschloch. Also sind das jetzt echte Fälle, die er damals... Nee, das sind also...
Das sind keine echten Fälle, es ist halt alles natürlich fiktiv, aber es ist okay. Auch 80 Punkte hatten wir da, ne? Genau, es ist aber total, also es ist dann erklärt, welchen Hinweisen er nachgegangen ist und was er kombiniert hat. Denn oft ist es so, dass in diesen Hinweistexten, den Hinweisen, die man nachgeht, Informationen drin sind, die man gebrauchen kann. Da steht aber jetzt nicht drin, das ist ein Hinweis für deinen Fall, sondern das ist so, ne, das ist halt da, ne? Aber man muss das selber kombinieren. Ja. Sherlock macht das und es ist auch erklärt, wie er es kombiniert hat. Das ist dann auch total einleuchtend und du denkst dir, ich depp. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Es ergibt ja total Sinn. Also es ist nicht so, dass es dumm ist am Ende und du denkst, ach komm schon, sondern es ergibt Sinn. Und es ist cool, es ist auch spannend und du musst halt irgendwann selber entscheiden, wann du jetzt lösen willst. Wie bei anderen Spielen dieser Art gibt es jetzt hier am Schluss auch nicht quasi die ultimativen Hinweise. Du kannst dich da auch noch unendlich im Kreis drehen und versuchen, noch irgendwas herauszufinden, was eindeutig darauf hinweist, aber im Endeffekt gibt es halt einfach diese Stellen, wo du kombinieren musst, um darauf zu kommen. Das hatten wir im zweiten Fall zum Beispiel. Den haben wir aber mit Freunden gespielt. Genau, den haben wir mit Freunden zusammengespielt. Also es ist großartig, es ist wirklich großartig, es macht super viel Spaß, ja. Wenn man diese Art Spiele natürlich mag, also wenn man auch gerne rätselt und Detektivspiele spielt. Das ist mega, uns macht das Riesenspaß. Klingt gut. Und es ist halt auch super atmosphärisch, auch wie es geschrieben ist. Und du hast halt so eine, du hast für jeden Fall eine Zeitung und hast die Zeitungen von den Fällen davor auch noch. Und es kann passieren, dass du im 10. Fall auf einmal was in der ersten Zeitung hast, was du wahrscheinlich schon 1000 Mal gelesen hast, für total unwichtig erklärt hast. Und genau. Auf einmal ist es der Hinweis. Genau. Das ist super. Und du hast auch einen Entfernungsmarker da drin, weil du zum Beispiel bei der Droschkenzentrale kannst du nachfragen, wer zum Beispiel irgendeine Droschke genommen hat. Wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall, aber manchmal kann das Sinn ergeben. Und anhand der Zeitabstände, die zwischen verschiedenen Ereignissen liegen, kannst du dir mit der Karte, wo da draufsteht, von da bis da braucht er so lange oder braucht man so lange, kannst du dir vielleicht auch errechnen, wer es gewesen sein könnte oder halt auch nicht. Das war alles deine Kombination. Also das sagt dir das Spiel so nicht. Wie viele Fälle sind da drin? 10, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Aber dann bist du auch durch und dann... Nee, es kommt eine Erweiterung oder ist sogar schon raus. Also im Grundspiel. So, dass die Fälle variieren, ne? Das ist schon immer derselbe. Ja. Aber gut, das macht es wahrscheinlich auch dann so gut. Ne? Das ist ja immer diese Varianz, die man so künstlich überall reinhaut. Das macht es ja dann auch immer so generisch und zufällig, dass man es gar nicht so schön elegant machen kann, wie man es halt genau. Im festen Fall dann kann. Sehe ich auch so. Und dadurch, dass das hier halt schon festgeschrieben ist und es gibt halt eben der Tatort und der sieht so aus und da gibt es die und die, also das und das findest du, steht alles fest. Dadurch wirkt es halt auch sehr homogen, muss ich sagen. Also es ist total atmosphärisch. Wir haben es jetzt auf Deutsch. Die Freunde, die uns das geschenkt haben, haben es selber auf Englisch. Die sagen aber, dafür musst du auch schon relativ fit in Englisch sein, weil es natürlich auch so ein bisschen geschrieben ist wie Sherlock. Und das ist ja schon nicht so das einfachste Englisch. Und mich persönlich holt es auch mehr ab als Mythos Tales, weil ich damit mehr anfangen kann als Detektivspiel, als Kriminalfälle. Also wirklich so ein realistisches Setting als so ein übernatürliches Setting, sage ich mal. Kann ich jetzt mehr mit anfangen? Das ist Geschmackssache. Mythos Tales ist ja auch gut. Aber das finde ich geiler. Also es ist mega. Ich finde es super, super spannend. Und auch was, wo wir wirklich sagen, wenn wir jetzt abends noch eine Runde spielen wollen, aber wir hatten einen langen Arbeitstag oder sind vom Kopf her nicht mehr so fit, dann spielen wir es auch nicht, weil wir dann das gar nicht mehr so richtig. Ja, ist den Kopf nicht dafür. Ne? Weil die Fälle die werden natürlich auch schwerer und die sind auch in der Zeit voranschreitend und deswegen hast du quasi von jedem Fall eine Tageszeitung. Und ja, du hast natürlich, in 10 Monaten auch immer noch die Tageszeitung von dem ersten Fall und deswegen kannst du dich da in den Zeitungen dumm und dämlich suchen nach irgendwelchen Hinweisen. Also wir haben tatsächlich auch einen nicht unwichtigen Verdächtigen für einen Fall einfach nur damit gelöst, dass wir 2 Straßennamen hatten, ja, stimmt. Die jemand genannt hat. Und dann saßen wir alle über dieser Karte und haben diese Straßen gesucht. Und da gab es nur ein Haus in der einen Straße. Und da haben wir gesagt, da gehen wir einfach hin. Tada! Das war richtig. War für die Zusatzfragen interessant, aber nicht für den eigentlichen Fall. Aber trotzdem, also es ist unfassbar. Also von uns eine Empfehlung.
falls jemanden sowas interessiert. Und dann krass, dass es auch so alt ist halt wirklich. Ne? Also es ist ja nur neu aufgelegt worden. Das alte war richtig viel wert gewesen eine Zeit lang. Dann haben sie es halt neu aufgelegt. Kluger Zug. aber ist einfach... Es gab eine Erweiterung dafür. Ne? Genau, die gab es damals auch schon. Also es gab damals so ein Erweiterungspack. Und damals waren das alles in so Umschlägen gewesen. Jeder Fall war in einem eigenen Umschlag gewesen irgendwie. Das sah auch cool aus. War natürlich aber auch schon sehr, sehr alt gewesen. Ja. So, ne? Also, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist eine total neue Information jetzt für mich. Aber in dem Fall finde ich es gut, dass es neu aufgelegt wird. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das dauert die Zeit momentan, mit den ganzen Detektivspielen. Ja, es fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Mikro-Makro, nur halt nicht mit als Wimmelbild, sondern quasi einfach als Rätsel, weißt du, so ein bisschen. So, also ja. so als indirekter Vorgänger irgendwie. Also nee, ist wirklich ein cooles Prinzip, auch gerade eben, weil es halt, ne, weil es ja schon länger existiert irgendwie. Also. Ja. Sieht cool aus. Gerade mal aufgemacht bei Ja, man sieht's. Ja, die Optik ist super. Ja. Immer wenn dein Gesicht heller wird, dann weißt du, was du gerade suchst. Das ist schlimm, ne? Die Kamera arretiert nicht. Die immer so, boom! Genau. Nimmt dein Licht auf. Ja. Ah. Okay. In welchem Fall seid ihr da jetzt? Wir haben jetzt wirklich tatsächlich nur zwei gespielt bisher. Wir wollen den dritten aber schon seit, ich weiß nicht, zwei Wochen spielen. Mhm. Nur sie hat halt im Moment auch so blöde Schichten, dass sie halt abends arbeitet und dann... Wenn du um 12 Uhr aufhörst zu arbeiten, dann brauchst du nicht mehr anfangen, ja, Sherlock das ist im Moment spielen. Ein bisschen das Problem. Aber wir sind total on fire mit dem Spiel, wirklich. Also vor allem ist es halt auch für uns das perfekte Spiel zu zweit, muss ich sagen. Weil wir setzen uns nicht dahin und spielen irgendwie so an Mensch zu zweit spielen wir tatsächlich gar nichts oder sowas in die Richtung. Sowas ist dann eher unser Ding. Der nächste Fall wäre übrigens die ahnungslose Mörderin. Ja, schön. Jetzt wisst ihr den Titel. Macht schon neugierig. Ja, definitiv. Weil wenn sie selber nicht weiß, dass sie wen umgebracht hat, das ist schon... Ja. Das bräuchte ich mit der IP von Conan früher. Kennt ihr den noch? Conan, der Detektiv? Ja, klar. Das sind diese das war immer so geil. Ah, eine Zeitung, krass. Ja. Also die sind halt auch wirklich aufgemacht wie eine Zeitung. Mhm. Total interessant. Ja, Georg, hier, das müsst ihr bei Hoch rausbringen mit der IP von Conan. Habe ich sofort dabei. Würde laufen, glaube ich auch. Das waren auch immer so Fälle, da hast du nachher gedacht, was zur Hölle? Was wie ist das denn da so passiert? Das macht da überhaupt keinen Sinn, aber es war geil. Das läuft übrigens immer noch. Echt? Ja. Aber die alten Folgen nicht? Nee, das läuft immer noch. Gibt neue Folgen? Ja, es läuft noch. Ist noch nicht abgeschlossen. Immer noch. Okay, ist er jetzt schon 18 oder ist er immer noch 12? Er ist immer noch 12. Die lassen ihn er nicht war altern. Aber zwischendurch wieder erwachsen. Spoiler. Spoiler. Zeitmaschinen? Ja, okay. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr geguckt. Ich habe zwischendurch so Updates bekommen. So, ach ja, und das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Und du sitzt da und denkst dir, boom. Wie? Okay, dann kommen wir zu meinem letzten. Und das ist absolutes Highlight. Man könnte vermuten, er hätte das bewusst so bereitgelegt. Ja, ich finde auch. Das spielen wir eigentlich jetzt andauernd. Gibt es bei Eagle Griffin Games, nur bei denen. Ist auch schon was älter. Ich habe immer damit geliebäugelt, weil es da auf der Seite als Kickstarter-Bundle gab, ne? Oder gibt. Ja. Und da kriegst du halt, ich kann auch mal eine Seite mal kurz zeigen, was alles so drin ist. Du hast dann beim Kickstarter, hast du dann halt bei dieser Variante hast du dann noch die Miniaturen dabei, dann hast du noch so ein Map für die einzelnen Sachen, die du später zukaufen kannst, noch ausliegen und uns ja halt ein bisschen schöner noch. Ne? Und ich habe immer überlegt, immer wieder drauf geguckt, machst du das, weil es kostet schon einiges dann. Machst du es, machst du nicht, aber es hat mich gereizt, das Spiel, dann habe ich es dann irgendwann gemacht. Und ich bin happy, dass ich es gemacht habe, weil es macht so einen Höllenspaß, das ist so genial. Ist so ein bisschen Steampunk-Zeit halt, ne? dass du, jeder hat eine eigene Gruppierung, also es gibt mit der Erweiterung, die auch dann schon dabei ist, hast du fünf verschiedene Fraktionen, die haben alle ihre kompletten verschiedenen Eigenschaften. Du hast dann auch immer deine kleinen Heldenfiguren, nenne ich sie mal, mit dabei und jeder hat halt wieder so eine andere, die dabei hat. Ist im Grunde genommen ein Area-Control-Spiel oder besonders, es geht halt darum, klar, du musst dich ausbreiten, du musst erobern und Punkte sammeln. Das Ganze ist halt, wenn du es spielst, erstmal hast du gesehen, diese Hexagon-Felder, dass du es jedes Mal anders aufbauen kannst, also auch für die Spielanzahl her kannst du andere Maps machen, da ist eine Anleitung, ist noch eine Erklärung drin, wie du dir
eigene Maps bauen kannst damit, damit es aber auch ausgewogen bleibt, ne? Damit es auch für jeden gleich gut bleibt, wie du das aufbauen kannst. Allein das finde ich schon echt cool. Und das Ganze fängt damit an, dass du, ja wie gesagt, am Anfang eine Fraktion aussuchst. Also erstmal werden Karten ausgelegt, da gibt es für drei Zeitalter, du spielst drei Zeitalter. Dann ist das Spiel vorbei, dann werden die meisten Punkte hat. Und in jedem Zeitalter gibt es aber auch wieder so Magie-Karten, die du kaufen kannst, ne, auf dem Markt. Und die werden halt auch, da gibt es riesen Auswahl und die werden nach Religionen, nach verschiedenen Magie und sonst wie ausgelegt. Und aber erstmal so, dass du nicht sehen kannst, welche da liegen. Weil du musst dir vorher die Fraktion aussuchen. Weil wenn du sehen würdest, was es da an dem Markt diesmal zu kaufen gibt, kannst du deine Fraktion natürlich so ein bisschen danach orientieren, ne? Weil, ob du welche du nimmst. Deswegen ist es schon ganz gut gemacht. Und der Startspieler, der dann anfängt, da ist eine Auslage von verschiedenen Aktionen, die du pro Runde nutzen kannst, ne? Also Plättchen. Und da sucht sich jeder eins aus, gerade Startspieler als erstes. Das ist zum Beispiel so, dass du eine Armee mehr hast in der Runde oder du kannst anderen, sag ich mal, was von der Magie wegnehmen und dir selber dann nehmen und immer solche Sachen. Und du bist der Erste, der am Markt, egal wie, kaufen kann, auch wenn du Startspieler bist. Und dadurch kannst du schon die Runde immer beeinflussen. Dann gibt es nochmal verschiedene Höfe. Da musst du ja auch im Spiel Anfang aussuchen. Das ist also ein Hof, wo du deine Spione aussendest. Am Anfang hat jeder seinen einen Spion von seiner Armee da drin sitzen. Weil am Ende eines Zeitalters wird geguckt, wer hat im Hof die meisten Spione. Und dann gibt es da wieder einen Bonus für dieses Zeitalter. Du kannst also immer wieder auch neue Spione da reinbringen, um dann halt die Mehrzahl zu haben. Andererseits gibt es aber auch mächtige Karten, die du dir holen kannst, oder also so Strategiekarten. Da hast du am Anfang auch eine grundsätzlich schon mal, die du heimlich bekommst, die du nutzen kannst. Aber wenn du die nutzen willst, musst du einen von den Spionen, weil das ist halt eine Spionagekarte sozusagen, den musst du dann aus dem Hof entfernen. Ja, das heißt, du kannst die Karte nutzen, aber der Spion ist weg. So, und dann kommst du zu der Phase, weil du siehst ja, du hast ja vielleicht gesehen, dass da sind dann, sag ich mal, du hast deine Zitadelle oder deinen Heimatort, du hast, da gibt es da Zitadellen, da gibt es Türme, da gibt es Sümpfe, da gibt es Wasser, Wälder und alles Mögliche halt. Und halt diese Magieorte, wo du halt Magiepunkte sammelst. Und danach wird dann in der Folgerunde geguckt, wie viele Armeen kannst du dir nehmen. Also zum Start hast du bei deiner Heimat hat immer 4 Armeen. Und wenn du dann nochmal ein Dorf besetzt hast und das Dorf vielleicht zu einer Stadt gemacht hast, weil du da 3 Armeen drin hast, dann wird es zu einer Stadt, dann hast du da auch nochmal 2 zusätzliche Armeen. Also versuchst du natürlich möglichst 4 Armeen zusammenkriegen. Und diese Anzahl legst du dann hinter deinen Sichtschirm. Ne? Und dann kommt die Phase, wo jeder sich überlegt, wo platziere ich die? Du musst natürlich mit in der Stadt oder deinem Heimatort verbunden sein, kannst aber dann dich ausbreiten. Aber keiner weiß vom anderen, weil du es auf dem Zettel schreibst, die sind ja alle so, die Plättchen haben alle so Namen und Nummern halt, kannst du dir dann aussuchen, ob du einen von deinen Sonderfiguren einsetzt, ob du einen in den Hof setzt oder wie du deine Armee ausbreitest. Und das ist der geilste Moment in dem Spiel. Das erinnert so ein bisschen an Black Rose Wars, wenn die Leute ihre Zauber auslegen und du ja auch nicht weißt, was macht der andere. Ne? Und das ist ein so geiler Effekt. Also was ich hier mit Leonardo schon Spaß gehabt habe, wo dann überlegst, okay, welche Taktik wird er nehmen? Vielleicht kannst du ihn hinten überraschen, weil wenn du natürlich auf dem gleichen Feld mit jemand anders kommst, kommt es zur Schlacht. Und die Schlacht sieht aber so aus, da geht einfach nach Mehrzahl. Der hat gewonnen und dann werden alle, die Differenz wird entfernt von beiden. Das heißt, kann da sein, dass nur ein Plättchen da liegt. Und du hast aber, bevor die Schlacht losgeht, hast du nochmal die Möglichkeit, wenn du einen Turm in der Nähe hast, nochmal Armeen vielleicht reinzuziehen. Oder du hast eine von deinen Sonderfiguren, die du mit reinziehen kannst und sowas alles. Und und wenn du dann nach dem Kampf zum Beispiel deine Armeen aber keine Verbindung mehr zu einer Stadt oder zu deinem Heimatort haben, dann hast du sozusagen keine Versorgungsmöglichkeiten mehr, dann werden die auch noch entfernt. Das heißt, du musst auch, ne, deswegen kannst du taktisch irgendwie gut vorgehen und sagst, kannst du vielleicht irgendeine Linie von dem durchbrechen und der hat dann echt ein Problem und hat dann keine Verbindung mehr oder sowas. Ne? Und so geht das immer weiter. Ne? Und wenn das Zeitalter endet, kommt halt dieses Steampunk und sonst was alles, dass du Umweltverschmutzung hast. Das heißt, wenn du in Wäldern oder Seen noch mehr als eine Armee stehen hast, werden die auch vernichtet. Das ist sozusagen die Umweltverschmutzung, die da entsteht. Und wie gesagt, dann gibt es dann halt noch Zusatzfiguren, die du kaufen kannst. Du kannst am Markt Sachen kaufen, um dich abzuleveln. Und wenn das nächste Zeitalter anbricht, kannst du halt von den ersten beiden Zeitaltern diese Sonderkarten kaufen. Und so geht es dann immer weiter. Und dann geht das über 3 Zeitalter und dann wird uns geguckt, wer hat die meisten Punkte. Und einfach geil. Es ist wirklich grandios. Super gut gemacht. Und es ist echt genial. Also beim ersten Mal hat mich Leonardo echt überrascht mit seinem Zug. Da hatte ich dann, hätten wir uns wahrscheinlich die letzte Runde dann sparen können. Da hatte ich keine Chance mehr ranzukommen. Weil er hat mir
Weil ich wollte ihn versucht zu überraschen, aber er hat da irgendwie mitgerechnet. Er hatte eine Karte ausgelegt, das hatte ich auch nicht, wenn die Karten natürlich noch nicht so kennst, also die Zusatzaktionen, dann machst du auch Fehler. Ne? Weil er hatte die Möglichkeit, bei jedem Unentschiedenkampf hat er automatisch einen Punkt mehr. Hm. Und dadurch hat er mir meine ganze Linie zerstört, weil er überall sich so platziert hat, dass wir überall einen genau gleich waren. Ne? Der Drecksack. Und da war es dann vorbei. Was hat ja, der hat mir alles weggelöscht. Ne? Und, aber das sind halt Sachen, das lernst du halt dann. Ne? Aber geil, echt geil. Und jetzt haben wir es noch wieder draufliegen, haben wir jetzt unterbrochen neulich, weil die epische Variante jetzt genommen haben. Dann geht es noch ein bisschen länger von den Rundenzahlen her. Und ja, da hängen wir gerade so, wer macht jetzt welche Taktik, wie er weiter vorgeht. Weil er hat unheimlich gutes Volk ausgesucht, wo er immer sehr schön viel Magiepunkte schon sammeln kann, um dann am Markt einkaufen zu gehen. Werde ich nicht mehr drankommen, aber ich habe dafür wieder meine Punkte genutzt, um diese Zusatzfiguren, die es an der Seite noch zu kaufen gibt, das sind ja wirklich so Miniaturen, die sind auch angemalt und sonst in der Version. Da hast du dann zum Beispiel einen Wurm, der extrem stark ist, oder du hast so einen großen Warrior, den du da irgendwo platzieren kannst, da kommt keiner an den Rand dann und sowas alles. Und die muss ich jetzt halt nutzen für mich, ne? um da irgendwie dann die Abwehr zu aufzubauen. Das ist mega, mega geil. Bin sehr glücklich, dass ich es geholt habe, muss ich sagen. Es ist auch gar nicht so teuer, glaube ich. Ne? Ich das glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie relativ günstig gesehen, meine ich. Ja, also wenn du, wie gesagt, wenn du das Komplett-Bundle mit allen drum und dran haben willst, weil es gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne? Mhm. Dann musst du halt bei Eagle Griffin kommen, da bist du schon bei, ich glaube, 300 Euro oder so. Okay, das ist dann doch ein bisschen mehr. Nee, ich dachte wirklich, ja, dass ich das mal so irgendwie mal so für 20, 30 Euro das Grundspiel gesehen hatte irgendwie. Aber nee, das irre ich mich aber auch. Ja, ja. Ja, deswegen, also fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Klingt auf jeden Fall witzig. Mhm. Aber ich habe ja noch nie gehört. Ja, war auch nur durch einen Zufall, bin ich damit drauf gekommen. Ich habe irgendwo ein Video gesehen. Ich denke so, ach, was ist denn für ein Spiel? Ne? Und dann habe ich danach gesucht und habe ich gesehen, es ist schön, gibt es nur bei Eagle Griffin, ne, auf der eigenen Seite. Muss halt in Amerika, ist das ja, glaube ich, ne, bestellen. Ja, ja, und dann sind die Versandgebühren natürlich scheiße teuer. Ne? Dadurch kommt das eigentlich. Und da haben sie halt dieses Komplett-Bundle nochmal. Ne? Und da habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es einfach. Und Gott sei Dank habe ich es getan. Und da verstehe ich, das sind so Spiele, was eigentlich so geil sind, wo du dich wunderst, wieso gibt es das nicht auf Deutsch, wieso gibt es das eigentlich nicht in Deutschland überhaupt nochmal so zu kaufen, weil es eigentlich ein geiles Spiel ist. Aber, ne, und dafür, dass es eigentlich vielleicht schon was älter ist. Der Markt ist zu klein oder... Ja, ja. Sowas. Lohnt sich auf jeden Fall. Deutschen sind ja eher so Eurogamer in der Masse. Ja. Ich hätte ja gehofft, dass du Alien vorstellst. Das meinst du von Ravensburger? Ich dachte, das steht da jetzt so bei den anderen beiden, die du gezeigt zufällig hast. Zufällig. War nur der Lückenfüller. Nein, ist aber auch geil. Da hört man auch wenig von mittlerweile. Mhm. Ja, kriegst du ja auch, glaube ich, nur bei Amazon, ne? Bei Amazon Comma, so aus den USA. Ne? Das ist ja das Englische. Ne? Gibt es ja nur in Englisch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur, wo es rauskam, hat man viel gehört, dass alle kaufen wollten und dann war es wieder weg. Ja, gibt es, wie gesagt, gibt es nur da zu kaufen. Gibt es auch nur die englische Version. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Das ist natürlich klar auch wieder vollkommen kooperativ. Ne? Kannst natürlich jetzt nicht mit Nemesis so vergleichen, das definitiv nicht. Ist aber, als ich es erstmal einfach nur drauf los ausprobiert habe, bin ich grandios gescheitert. Also einfach drauf los geht nicht. Man muss da schon sich überlegen, wie das macht. Wenn man so ein paar Taktiken weiß, wird es ein bisschen einfacher. Aber es ist schon, was Alien selber, den Film halt, den ersten angeht, thematisch echt genial umgesetzt. Also es ist wirklich alles so von den Zielen, die du erfüllen musst, wie die Figuren natürlich sind und so. Alles ist doch schon cool gemacht. Macht schon Spaß. Hm. Das ist so ein kleines Spiel. Wo man es jetzt haben muss, muss man gucken. Also wir müssen es eigentlich nochmal jetzt, wie gesagt, wenn wir uns mal wieder treffen, spielen wir es mal zusammen. Weil ich habe es jetzt nur alleine ausprobiert gehabt, kannst halt auch alleine spielen. Muss halt nur dann überlegen, wie viele Figuren du spielst und ich glaube, je weniger Figuren du mit reinnimmst, umso schwieriger wird es dann auch. Hm, okay. Ach, cool. Ja. Würde ich da weitermachen? Ich hätte auch noch eins, was wir gestern auch durch Zufall gespielt haben, was ich auch irgendwie auf dem Schirm hatte, aber noch nicht so richtig. Und irgendwie weiß ich auch nicht, weil ich Deckbilder ist manchmal ein bisschen schwierig. Gestern haben wir auf jeden Fall Aeon's End gespielt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Fans gibt. Da gibt es einen Fan. Ja. Wir lieben dieses Spiel. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Aeon's End. Du hast einen Charakter, der hat ein Startdeck aus Karten. Man hat 4 Risse. Im Endeffekt sind es einfach nur Slots für Zaubersprüche, die du halt wirken kannst. Und du hast einen offenen Slot, also einen offenen Riss. Und die anderen musst du halt erst
öffnen oder wie auch immer das heißt, thematisch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall aktivieren, damit du dann da Zaubersprüche reinlegen kannst. Während des Spiels hast du so einen Markt ausliegen, wo du Zaubersprüche, Artefakte und Kristalle kaufen kannst, die teilweise einen Soforteffekt haben, teilweise Zauber, die du halt dann wieder vorbereiten kannst und ich weiß gar nicht, was die Kristalle, was waren zum Kaufen für den Markt wieder, dass du wieder mehr kaufen kannst. Also ja, musst du natürlich eine Taktik finden, wie gehst du ran, kaufst du sofort die Zaubersprüche, die Schaden machen gegen die Bestie, die du besiegen willst, oder holst du lieber die Kristalle oder sonst irgendwas, um mehr dein Deck aufzubauen und so, und wann dünnst du es aus? Also die Taktik war schon ganz witzig. Dann hast du immer so einen Nemesis, heißt er, glaube ich, einen Gegner, den du besiegst, der hat quasi so Schergen, die er aufruft und Pläne, die er dann durchziehen will, und will dir halt die ganze Zeit ans Leben oder an die Feste der, ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Die Burg? Die Feste der ewigen Ruhe oder sowas? Boah, weiß ich gar nicht, weiß nicht. Klingt aber erwischt, gut erstmal. Erwischt. Auf jeden Fall hast du das quasi, die Helden haben Leben, müssen überleben. Du hast dann diese Burg, die du beschützen musst, die Feste der ewigen Ruhe oder irgendwie sowas. Die musst du auch beschützen. Ja, und gleichzeitig, es war irgendwas viel zu langes und viel zu. Ja, ja. Und gleichzeitig musst du natürlich diesen Nemesis besiegen, der die ganze Zeit Pläne und Schergen rauswirft und dich schlägt und alles Mögliche. Ja, wir haben es zu dritt gespielt. Ich fand's an sich ganz witzig. Ich bin halt kein riesiger Deckbilder-Freund, weil es meistens so ist, dass du baust dir dein Deck auf, bist zufrieden und dann ist das Spiel vorbei. Weil irgendwie die Sachen, die du dann nutzen willst, nutzt du vielleicht ein einziges Mal und dann ist es halt vorbei. Und, weiß nicht, das sind immer die Momente, wo es mich halt nervt. Mhm. Das war gestern auch so. Am Anfang habe ich erstmal viel Kristalle gekauft, dass ich viel auf dem Markt kaufen kann, um mir ein Deck aufzubauen. Habe mir dann die Karten geholt, wo man das Deck ausdünnen kann, damit man dann halt die dicken Zauber durchcycelt und die halt die ganze Zeit raushaut und Schaden macht ohne Ende. Ich denke mal, so ist auch die typische Strategie für das Spiel. Ich weiß es nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann meinen großen Zauber hatte, kam dieses blöde Arschloch und sagt, der Magier mit dem höchsten Zauberspruch, mit dem kostenintensivsten Zauberspruch, muss ihn ablegen. Und ich so, yay, das bin ich. Also ich kam niemals dazu, meine guten Zaubersprüche zu wirken, weil ich die jedes Mal ablegen musste. So ein bisschen, das Spiel funktioniert natürlich, es hat auch Spaß gemacht, wir haben auch gewonnen, recht knapp. Ich glaube, die Feste hatte noch 3 Leben. Wir selber waren ganz okay vom Leben her. Hat Bock gemacht, hat, glaube ich, also 2 Stunden, 2,5, glaube ich, gedauert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. War ganz cool. Aber für mich war es wieder so dieser Deckbuilder-Mechanismus. So, jetzt sind wir alle zufrieden, jetzt können wir loslegen. Oh, vorbei. Ja, ansonsten schöne Grafiken und gutes Spielprinzip. Wir hatten natürlich auch den ersten, diese Hassgeburt. Ich glaube, der ist jetzt nicht besonders stark, besonders komplex. Der war relativ einfach. Die kriegen dann so Wutmarker drauf. Und wenn er 4 Wutmarker hat, dann greift er halt an, dann gibt es einen Schlag. Ansonsten holt er so eine Karte und dann kommt halt so ein Plan oder so eine Scherge oder sonst irgendwas, irgendeine Aktion. Von daher glaube ich, es gibt dann noch, ich glaube, in der Grundbox sind 6 Nemesis. Ich kann es ja gar nicht sagen, wir haben auch noch nicht alle gespielt. Nemesis? Ich war der Plural von Nemesis. Nemesis Apostroph. Nemesar. Und wenn man sich so die Texte anguckt, was da so draufsteht, was sie dann so machen, ist schon sehr viel, was da so passiert. Also ich glaube, da kann man nochmal machen. Ich werde es auch nochmal spielen. Aber das in der ersten Runde hat mir gefallen, aber nicht so, dass ich es kaufen würde. Ich weiß, vielleicht könnt ihr was zu sagen, wenn ihr jetzt Fans seid. Also wir lieben es total. Wir spielen es halt auch wie viele Spiele viel zu wenig. Das ist so ein typisches Spiel, das dann im Regal steht und irgendwann sagt einer, oh, wie wär's mit Aeon's End? Und in dem Moment, wo jemand Aeon's End sagt, muss ich mich selber daran erinnern, dass ich es geil finde. weil ich gar keine Emotionen in dem Moment zu dem Spiel habe. Und dann bauen wir es auf und dann spielen wir es und dann fällt uns aber eigentlich direkt auf, wie geil, also wie gut uns das Spiel auch gefällt und wie sehr wir es wirklich lieben. Also wir finden es großartig. Jedes Mal, wenn wir es spielen, finden wir es großartig. Es ist super. Ich muss sagen, ich bin nicht der beste Deckbuilder-Spieler,
Ich verhaspel mich da auch super gern beim Deckbauen dann. Also nicht beim. Also ich meine jetzt wirklich Deck, wo du während des Spiels halt ein Deck irgendwie, was ich bauen muss. Da verhaspel ich mich dann gern und dann ist mein Deck viel zu fett und ich habe die schlechten Karten immer noch drin. Ich kriege das nie so 100% hin. Aber ich find Aeon's End ist einfach geil. Vor allem, weil es halt auch kooperativ ist. Das mag ich sehr gerne an dem Spiel. Man kann sich da schön absprechen. Und auch das Prinzip, dass du halt so ein Obermods legst, finde ich toll. Also ich glaube, wir haben da die gleiche Meinung. Gefällt uns richtig, richtig gut. Ja, also es funktioniert auch auf jeden Fall sehr, sehr gut und es hat auch Spaß gemacht. Nur immer dieses Deckbuilder-Problem, was ich irgendwie habe, weiß ich nicht. Also wenn du dann angekommen bist, hast dein Deck ausgedünnt und bist da und sagst, jetzt kann es losgehen, ist das Ding halt vorbei. Und hast halt von deinem geilen Deck, hast du halt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob andere Nemesis das dann anders machen, was du dann dein Deck besser nutzen kannst oder ob ich zu spät aufs Ausdünnen gegangen bin, weiß ich nicht. Wir müssen noch austesten. Einen anderen probiert. Ich glaube, einen danach haben wir schon ausprobiert. Das Problem ist Aeon's End quasi, da haben wir das Problem, dass wir das auch jedes Mal mit anderen Leuten gespielt haben. Ja. Das heißt, du musst eigentlich jedes Mal erstmal die Hassgeburt nehmen. Weil, so komplex kann das auch nicht sein, oder? Aber schwer. Die anderen sind schon ein bisschen... Ich glaube, das liegt gar nicht mal daran, aber du musst ja die Leute da erstmal ranführen. Ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass wenn du die jetzt irgendwie total, also wenn du da jetzt einen Boss nimmst, gegen die keine Chance haben, weil sie neu in dem Spiel sind, dann haben die auch keinen Bock mehr drauf. Das ist erste Spielerfahrung. Natürlich. Nemesis, stirbst nach einer halben Stunde, dann findest du Nemesis kacke. Ne? Aber man stirbt bei Nemesis nicht nach einer halben Stunde. Nein, doch. Ich stirb es auch nicht. Du musst schon echt unvorsichtig oder mega Pech haben, aber... Aber es kann passieren, darum geht es. Ja, klar, kann passieren. Ja, klar, das ist richtig. Also war gestern ja auch so. Ich habe es zum ersten Mal gespielt, die anderen beiden kannten es schon. Und wir haben dann auch gesagt, die haben gesagt, wir nehmen die Hassgeburt, weil das einfacher ist. Ich hätte auch was anderes gemacht. Mir ist es, aber ich glaube, wenn man dann Leute hat, die nicht ganz so viel spielen, dann muss man natürlich erstmal mit dem einfachen anfangen. Aber ich fand es ganz witzig, weil ich habe Marvel Champions oft gespielt. Und Marvel Champions ist ja vom Grunde genommen dasselbe Spiel, nur dass du dein Deck nicht während des Spiels baust, sondern davor. Ja. Ansonsten ist es ja genau das Gleiche. Der Bösewicht hat auch irgendwie Schergen, die auf dich zukommen und die Pläne, die er vorbereitet und ein bisschen anders, aber im Grunde genommen dasselbe. Mir hat Marvel Champions da ein bisschen besser gefallen, weil du von vornherein dieses geile Deck hast und das nutzen kannst und nicht erstmal diese Gülle hast, die du erstmal nutzen musst, um dein Deck aufzubauen und dann wieder rauswerfen musst, damit du ein gutes Deck hast und dann ist vorbei. Das fand ich da ein bisschen cooler. Da hab ich genervt, dass ich das Deck bauen muss. Deswegen habe ich es wieder verkauft. Du kriegst ja fertige Decks, die erstmal funktionieren. Ne? Also die sind auch nicht schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Die fertigen Decks, die funktionieren auch gut. Aber natürlich jemand, der viel, keine Ahnung, Magic spielt oder andere Living Card Games, der kann da natürlich immer optimieren ohne Ende. Ja. Wir machen das nicht, sage ich dir, wieso. Ich habe da gar keine Zeit zu, ich habe da auch keine Lust zu. Ich will das auspacken und losspielen. Wir spielen Marvel Champions aber auch. Wir haben uns jetzt gerade die Guardians of the Galaxy Box gekauft, weil ich hatte im Dezember was irgendwann mal gespielt und da hat es mich gepackt und dann wollten wir nur noch Marvel Champions spielen. Auch wir mögen es noch lieber als Aeon's End, wobei ich finde, man kann es gar nicht so direkt vergleichen. Das Prinzip ist gleich, aber alles andere nicht, finde ich. Aber vom Prinzip her ist es doch schon... Ja, das aber Marvel Champions ist ja eher dieses Living Card Game und bei Aeon's End hast du ja eher diesen Deckbau. Ja, ich finde es schon ein wesentlicher Unterschied. Es ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob ich während des Spiels wirklich mein Deck optimieren muss oder ob das Spiel daraus besteht, dass ich das Beste aus dem Deck hole, was ich habe. Dass du eh das Beste aus dem vorhandenen Deck holst, was du hast. Genau, ich finde, das ist schon... Ja, natürlich ist es, aber so vom Grunde genommen, bis auf den Aspekt, dass du da halt dein Deck vorher baust und da während des Spiels, ist ja der Rest ist recht ähnlich. Ja gut, hast einen Charakter, kämpfst du einen Gegner operativ gegen Obermods, jeder kann was anderes, willst dem Schaden reindonnern. Fand ich interessant, dass das halt dann doch so ähnlich war vom Aspekt her, vom Grundaspekt. Okay. Bei Marvel Champions finde ich halt das mit dem Flippen, ne? Mit Alter Ego und Helden, da halt echt irgendwie eine geile Mechanik. Vor allem, ich weiß nicht, welche Helden du schon gespielt hast. Einige. Aber Ant-Man und Wasp zum Beispiel fanden wir einfach, das war einfach geil, allein die auszupacken und die Karte nochmal auf. Die Karte aufzuklappen war halt irgendwie geil.
Doctor Strange fand ich mega gut. Ja, der ist auch stark. Der ist richtig gut. Ja. Den habe ich mal gespielt. Und da habe ich in einem, ich weiß nicht, ich habe am Anfang finde ich den, also wenn du mit dem startest, kann der ja auch noch nicht so viel. Aber der kann so, im Endgame, kann der den Boss alleine weghauen. Ne? Das ist halt. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. ist der halt blöden Karlauer, Marvel Karlauer und gar nicht gemerkt. Ne? Sollte sitzt er da mit der Hydra-Jacke ausziehen. Also Marvel Champions ist mega. Es ist Hammer. Also lieben wir total. Ja. Ist bei euch, kennt ihr Aeon's End? Ach, ihr seid ja auch noch da. Ich habe es hier liegen, nie gespielt, habe es eigentlich auf der Verkaufsliste, weil ich es halt nie gespielt habe und nie da irgendwie gedacht habe, ich komme da wahrscheinlich eh nie zu. Deswegen habe ich es eigentlich schon auf der Verkaufsliste. Und ich habe es ganz oft auf meiner Kaufliste gehabt, also aber es gab immer einen Grund, warum ich es mir nicht gekauft habe. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, warum ich das, Tommy, warum ich es mir nicht gekauft habe, weil ich immer wieder auf Boardgame Geek und den Ratings gucke. Dass ich bin total geschädigt, dass ich immer vorher immer die letzten 20 Ratings angucke und denke mir immer so, ja, nee, da brauchst du es doch nicht so, nach dem Motto. Ne? Und es ist immer dasselbe Thema. Alle sagen wie immer, dass es mit dem Spiel nicht so cool ist, dass die Kaufauslage quasi, die wird ja per Random, glaube ich, irgendwie, ne, erstellt irgendwie. Und die kann aber manchmal so sein, dass sie nicht auf das Spiel passt. Und dann gibt es auch, glaube ich, schon bei Apps sozusagen schon Apps, die dir extra optimale Auslage und sowas auf dem unserem gab es so ein vorgefertigtes Marktdeck, was du hinlegst. Da ist das so, tatsächlich so als erstes Spiel. Ich weiß es nicht. Also ich habe es nur gelesen, es haben halt ein paar geschrieben, also keine Ahnung. Aber kannst du ja auch selber bestimmen im Endeffekt. Ja, ja. Na klar, aber ich denke mir dann so, ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr, jedes Mal zu gucken, welche Auflage und das ist ein nichtiger Grund, ne? Also das ist einfach nur eine Ausrede, dass ich es jetzt noch nicht gekauft habe sozusagen, so, ne? Aber ich kann es dir zuschicken. Ja, danke. So, ne? Keine Ahnung. Aber ich finde es von der Thematik her cool. Es fühlt sich halt, wenn man so anguckt, an, als ob man World of Warcraft zockt, wo gerade beim Boss steht, ne? Beim Raid irgendwie oder sowas. Ne? Das finde ich halt ganz cool dabei irgendwie so. Ne? Das ist Flair, also wie es halt aussieht und so, was es halt von einem will. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es bei mir nicht so ganz. Im Kauf hat es noch nicht gereicht, sagen wir mal so. Ich kann das verstehen, wenn man so viel spielt, muss man ja auch abwägen. Das ist ja. Ich habe auch krass, ich habe meine Sammlung auch mega reduziert. Ich hatte ja bei mir 200 Spiele, ich bin halt nur 60 runter, so, ne? Also ich bin da, 60 ist wirklich nicht mehr viel eigentlich. Ne? Das ist wirklich, da guckt man schon bei jedem Spiel doppelt, ob man es dann wirklich haben möchte oder ob man es dann braucht oder ob man zu ähnliche Spiele hat irgendwie oder so, ne? Also, ja, aber stimmt. Prinzipiell das Konzept finde ich schon sehr, sehr cool davon, auf jeden Fall. Naja, kaum kommt ein Hund, wird der langhaarige, bärtige Mann auf einmal zu einem ganz kleinen Jungen. Ja, ist einfach meine Achillesferse, ich kann da nichts dran ändern. Da war Too Many Bones, da gibt es auch nur die erste Version auf Deutsch, ne? Gesichert richtig. Ja, nur das Grundspiel erstmal. Und die gucken natürlich auch, ob das jetzt läuft damit natürlich irgendwie. Ist auch absoluter Quatsch, weil wer das Spiel dann spielt und dann nicht mehr möchte. Schwierig. Angeguckt und 1000 Euro, ne? Ich hatte ja, das alles mal. Man kann schon viel dafür ausgeben. Beim Kickstarter hatte ich dir das gezeigt und da haben wir uns dagegen entschieden, weil es das nur auf Englisch gab. Stimmt. Verstehe ich, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt auch 1:1 Übersetzungen und die so vom Design her einfach, kannst du einfach ausdrucken auf Boardgame Geek, ne? Und habe ich auch gemacht und im Endeffekt hast du es damit auf Deutsch sozusagen. Also man kann das komplett und die Regeln, viele sagen immer, es wäre so regelkomplex. Ich schreibe mir selber mal die Regeln so in Kurzform einmal meistens auf, damit ich quasi dann nicht ein Spiel wieder spiele nach einem halben Jahr, dass ich das nicht wieder, dass ich halt Regeln lesen muss. Und ich habe das Spiel, habe ich hab genau 2 DIN A4 Seiten Regeln. Das ist einfach alles. So, ne? Also mehr brauchst du wirklich, um anfangen zu können. Das ist wirklich kein komplexes Spiel. Also man findet da eigentlich schon gut rein, wenn man Bock hat. Ja, also die Grundbox werde ich jetzt wahrscheinlich auf Deutsch bestellen, schätze ich mal. Und ich schätze, das wirst du in einem Jahr nicht bereut haben. Ja, zumal es soll ja schon im Juni 2022 kommen. Ne? Ja, siehst du. Wer es glaubt. Ja, ich warte immer noch auf Northgard. Das kommt auch noch. Ja, ich warte auf so einiges. Ja, auf eine Wand voll Spiele warte ich. Und habt ihr Black Rose Wars zugeschlagen jetzt? Der Late Patch ist ja jetzt offen. Ne? Echt? Habt ihr noch nicht reingeguckt? Ich habe jetzt alles bestellt. Und weißt du, wie viele Extras die jetzt nochmal da reingepackt haben, die natürlich noch zusätzlich kaufen? Der Phoenix ist geil. Das glaube ich gar nicht wissen. Ich hätte gerne einfach nur diese Phoenix-Miniatur. Ich habe alles gekauft, was da noch zu kaufen ging.
Nee, ich hab nichts genommen. Was? Ja, muss man ein bisschen gegenkämpfen. Ja, ja. Ist ja noch eine Weile offen. Geht noch was, ne? Ich habe schon abgeschlossen. Ich habe schon abgeschlossen mit meinem Dollar. Ach so, also hast du nur, ach so, du bist drin, aber hast jetzt nicht die Add-ons alle noch genommen. Nee, ein Dollar habe ich drin gehabt. Ach so, ach okay. Ich mache das ganz oft, dass ich einfach mit dem Dollar reingehe, gucke, was am Ende rauskommt. Ja. Warte manchmal auf den Pledge Manager, je nachdem, was sie für ein System fahren. Mhm. Und wenn ich dann immer noch denke, ich will's, dann nehme ich's. Oder ich sage halt, ja, dann habt ihr halt einen Dollar, gönnt euch. Achso, okay. Das und dann mache ich auch, wenn ich es nicht will, dann mache ich ganz schnell einfach fertig, sage hier, ein Dollar, zack, zack, fertig, ciao, ich will nicht mehr, zack, weg, fertig. Ja. Füllst du das immer aus? Ich kriege oben bei Kickstarter immer diesen roten Strich, dass ich auf noch 1000 Sachen noch ausfüllen muss. Ja, ich fülle das dann irgendwann aus. Ich mache das nämlich nie und das heißt, die erinnern mich immer wieder daran und ich höre einfach auf, da oben reinzugucken. Also. Nee, ich fülle das dann irgendwann aus, dann kriegst du keine dann bestelle ich die E-Mails ab und alles und dann bin ich durch damit. Ach so geht das. Hm, okay. Okay. Clever. Bis dann du hier sitzt und wieder jemand sagt, ist noch offen. Ja, ja. Dann wieder ein. Nicht verführt werden. Ja, das ist schwierig. Ich habe noch ein Spiel tatsächlich. Und zwar haben wir Adele. Genau. Wir haben noch Adele gezockt, also A.D.E. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ne? Weil da habe ich ja viel Schlechtes gehört. Und es war interessant, sagen wir es mal so. Also es sieht cool aus. Thematik ist so ein bisschen Stanley Kubricks Space Odyssey im Weltraum, wer es gesehen hat. Das heißt, ne, ein paar das ist ein Raumschiff und da sind ein paar Piloten drin oder die Crew. Und irgendwie will die KI des Schiffes alle Crew-Member tot sehen. So, ne, das heißt, einer spielt gegen alle anderen. Und das heißt, die Crew muss sich überlegen, im Spiel will sie Adele zerstören. Das heißt, das ist ein Weg, das Spiel zu gewinnen. Oder sie könnten alternativ auch mit den Rettungskapseln abhauen. Dafür müssen sie aber halt dafür sorgen, eben, dass sozusagen die Vorbereitungen dafür halt getroffen werden. Da steckt Adele wieder nicht drin? Irgendwie vermutlich nicht. Sozusagen, ja. Und im Endeffekt, Adele versucht natürlich quasi, dass die Zeit abläuft. Das heißt, dass das Raumschiff so weit wegdriftet von ihrem Kurs, dass die Mannschaft verloren ist. Das wäre der erste Weg. Das heißt, die Zeit läuft quasi ab. Oder Adele schafft es, dass ein Crewmitglied stirbt, das würde schon ausreichen, dann schafft es die Crew offensichtlich nicht mehr, ihr Ziel zu erfüllen. So, ne? Also egal, wie viele Crewmitglieder du hast, aber ein Toter reicht quasi aus. Und im Spiel sind viele gute Ideen drin. Ich sage das mal als Beispiel. Es gibt diese zwei Wege zu gewinnen für die Menschen und es gibt für jeden Weg musst du quasi so drei Gegenstände irgendwo finden und die irgendwo hinbringen. Und wo du sie findest, weißt du nicht, weil in jedem Raum ein Random-Item liegt. Aber wo die Sachen hin müssen, da hat jeder eine Teilinformation. Das heißt, jeder weiß zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel von dem Weg von der Rettungskapsel, das zweite Item, ich weiß, wo das hinkommt. Ich weiß nur nicht, welches Item es sein muss. Und dann geht es halt darum, dass ich sozusagen meinen Partnern vermittle, wenn sie das haben, das Item, wo sie es hinbringen müssen, ohne dass Adele zuhört. Weil die sitzt natürlich auch am Tisch und die will natürlich auch Informationen haben. Und dann, wenn die weiß, ach, der will da lang, dann fange ich an, da Feuer zu legen, Sauerstoff zu klauen und versuche natürlich dagegen zu arbeiten. Die Idee ist richtig cool eigentlich so, ne? Und du hast da doch als Adele, sag ich mal, machst du ganz andere Sachen halt. Du bist dabei, die Räume zu manipulieren. Die Spieler können sogar aus dem Raumschiff raus und, sag ich mal, den Spacewalk machen. Das heißt, sie können abkürzen draußen. Nur wenn du es schaffst, als Adele schaffst, dass die Luken plötzlich nicht mehr aufgehen, der Sauerstoff dann dabei runtergeht oder vielleicht, dass der Raumanzug sich sozusagen löst, dann kann natürlich schnell jemand tot sein. So, ne? Also da sind eigentlich coole Ideen im Spiel drin. Ne? Problem ist nur, dass das leider am Ende dann alles nicht so richtig viel Spaß gemacht hat irgendwie. Also wir haben es zu viert gespielt, ich war Adele gewesen, leider. Ich wär lieber Crew gewesen, muss ich sagen. Also und ich hätte das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich sehr machtlos gewesen bin. Also klar, die Ideen sind cool, also ne, du machst eine Tür zu und wenn die Spieler im Vorfeld, die können dann mal ganz geheim ihre Züge programmieren und wenn die nicht damit rechnen, dass ich jetzt zum Beispiel als Spieler Gelb die Tür zugemacht habe und der hat das nicht eingeplant, dass er eine Tür aufknackt, dann ist er natürlich in seinem Raum gefangen, weil er ja nicht rauskommt. Das Ding ist aber, es ist immer so offensichtlich, was passieren wird, weil wenn ich jetzt wenn jemand vor der Tür steht, ist halt klar, dass ich also der versuche, ihm die Tür zuzumachen, so, weil das meine einzige Option ist, um ihn wirklich Zeit zu kosten, sozusagen, ne? Um ihn Zug verballern zu lassen. So, ne? Und es ist einfach immer so gewesen, ich hab's ja gesehen, immer so, wenn etwas offensichtlich war, dann checken die Spieler das auch und arbeiten auch dagegen an. Und das heißt, das hat mich immer sehr machtlos gemacht, weil ich mache da meine Energie aus quasi, um diese Tür abzuschließen, aber der Spieler muss nur einen Cube ausgeben sozusagen, damit die Tür sofort wieder offen ist sozusagen. Und im Endeffekt fiel es mir wirklich sehr, sehr schwer, dass ich
das Spiel hätte umdrehen können. Es war zwar so, dass es auf den letzten Zug für die Menschen ausgegangen ist, also sie haben in der letzten Runde haben die gewonnen, das war schon knapp, aber trotzdem habe ich mich nicht so gefühlt, als ob das jetzt mein Verdienst gewesen ist, sondern es war mehr so, die Leute mussten da ja aber die Items suchen, manchmal hast du Pech, dass die schlecht liegen, manchmal hast du Glück, dass die gut liegen. Und wenn zwei Spieler auf dem gleichen Feld sind, dürfen die alle Informationen tauschen, die sie haben. Das heißt, auch ihr Wissen sozusagen. Das heißt, sie zeigen sich gegenseitig, wo das Item hin muss. Oder ich gebe ihm einfach das Item. Er weiß ja, wo er hin muss damit sozusagen. So, ne? Und ich als Adele gucke dann halt sozusagen in die Röhre. Und ich habe natürlich auch Kameras, die ich installieren kann. Aber im Endeffekt, es hat allen nicht richtig Spaß gemacht. Also gefühlt war das so ein 70%-Titel. Den kannst du mal spielen. Musst ihn aber auf keinen Fall haben. Und gefühlt waren da so viele gute Ideen drin, dass man eigentlich, glaube ich, mit Hausregeln da eigentlich noch viel Potenzial für ein richtig gutes Spiel drin hat. Aber das wurde, glaube ich, einfach nicht ausgeschöpft. Die Regeln sind furchtbar geschrieben. Also die Regeln sind nur 3 oder 4 Seiten, aber die haben da Copy-Paste-Texte drin. Also da wiederholen sich Sätze, die da eigentlich nicht hin müssten. Das ist der fehlende Texte sozusagen. Und das Allerbeste ist, es gibt 2 Player-Aids im Spiel. Es könnte man ja denken, für die Crew und für Adele, weil die ja unterschiedliche Sachen machen. Ist aber nicht so. Du hast quasi einfach einen, wo alles drauf ist, aber du hast dann quasi die Crew und dann ganz viel Adele-Parts, wo du denkst, das muss die gar nicht wissen. Und der Adele-Spieler, dem fehlen Informationen, die einfach den Regeln nachgucken muss sozusagen, weil die nicht auf dem Player-Sheet drauf sind, die er aber wissen muss, wenn er dran ist. Und die Rückseiten sind immer genau die gleiche Informationen, wo du dir jetzt denkst, warum macht man denn nur andere Informationen auf die Rückseite drauf? Oder man macht einfach eine Spielerzahl entsprechend, sage ich jetzt mal, die Player Sheets oder einen für Adele. Ich habe sofort am ersten Tag, als ich Regeln gelesen habe, habe ich mir selber erstmal Player Sheets gebastelt. Einfach nur, damit ich dachte, damit die Runde ein bisschen smooth irgendwie läuft, damit man dann irgendwie auch nicht immer nachschlagen muss oder so. Ne? Also komische Entscheidungen, die da irgendwie getroffen wurden. Aber es ist auch kein großer Verlag dahinter im Endeffekt. Ich meine, gut, da kann man dann auch, muss man auch nicht so kritisch sein, vielleicht so, ne? Also ich weiß es nicht, so viele Games haben die halt noch nicht gemacht. Ich glaube, da hätte man noch viel, viel rausholen können auf dem Spiel, auch gerade weil es optisch ganz hübsch geworden ist irgendwie. Und das Thema auch cool ist, einfach so dieses Odyssee im Weltraum-Ding hat irgendwie was, finde ich. Ja. Einfach nur schade, dass es einfach jetzt nicht ganz gezogen ist. Ich habe es wieder verkauft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht mit kleinen Änderungen wirklich da Spaß haben kann. Also ganz einfach, weil die Thematik einfach so cool ist einfach. Ne? Also, ja. Ist bei Boardgame Geek vielleicht schon mal was als Ergänzung oder neu? Oder? Also soweit ich weiß nicht, es gab über den Kickstarter, gab es noch richtig Kampagnen sozusagen, die waren jetzt bei mir nicht dabei gewesen, ich habe es nicht über Kickstarter geweckt. Okay, aber was ich so gelesen habe, auch der Solo-Modus, das ist alles, also gefühlt wirkt alles sehr halbgar. Also da war der Tenor eigentlich sehr eindeutig gewesen. Da hat keiner eine 10 gegeben, die meisten lagen so bei 6, glaube ich, oder sowas irgendwie. Und ich glaube, so 6, 7 hätte ich es quasi auch gegeben. Und dann zieht es bei mir auch quasi aus. Also ab 7 behalte ich ja Spiele einfach eigentlich nicht mehr. 7 ist noch solide, kann man sagen. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte... Ich würde sagen, 7 ist ja auch für die Märkte draußen. Also normalerweise so die Marktleiter oder Spielemarkt, die sagen immer, ab 7 wird es interessant aufzunehmen. Genau, aber im Endeffekt hat man ja auch dann viele 8er und 9er und 10er Spiele natürlich in seinem Regal und denkt sich dann, ja komm, dann würde ich eher das auspacken, so, ne? Und dann ist es auch einfach irgendwie, ne? Also bevor du das auspackst, würdest du jedes Mal Nemesis auf den Tisch legen, jedes Mal einfach, ne? Ja. Irgendwie, so, ne? Also deswegen. Oder so eine Alone. Alone. Das ist auch grandios. Wenn du dieses 1 gegen alle willst, dann vielleicht auch eher Alone. Kannst ja nur alleine, also 2-Mann-Spiel ist das ja eigentlich. Du kannst theoretisch spielen. Ja, aber das macht ja keinen Spaß. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eigentlich ein 1 gegen 1. Hast recht. Ja, stimmt schon. Ja. Es kommt ja jetzt bald in die Schmiede noch ein gutes Einer gegen alle Spiel. Ich glaube, wie heißt das? Mind GMT oder so? Bitte? Ach, Mind GMT gibt es auch. Beast auch, du hast recht schon. Beast kommt auch, genau. Aber dieses Mind GMT soll eigentlich auch sehr gut sein für dieses Einer gegen alle. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, da habe ich gar keinen Geist. War das nicht ein Solo-Spiel? Nein. Nein, gar nicht. Da hast du doch ganz viel Deckboxen, wo du jedes Mal, wenn du das spielst, kriegst du neue Fähigkeiten sozusagen. Das heißt, jeder, der von den beiden Spielern gewonnen hat, oder von den beiden Teams gewonnen hat, kriegt er neue Fähigkeiten freigeschaltet und solche Sachen. Also, es sieht cool aus irgendwie, aber es basiert auf einem Comic-Franchise, die ich nie gelesen habe. Das macht es dann wieder unattraktiv, muss man sagen. Ne? Also sah geil aus. Ja, auf jeden Fall. Das Art-Design war schon sehr, sehr cool gewesen. Auch gerade, weil alles mit Comics vollgepflastert ist, ne, überall im Spiel. Das ist schon, hat schon was, aber wirklich, ich habe das nie gelesen. Das macht es dann natürlich auch wieder ein bisschen unsexy irgendwie. Ne? Also, Was ist Beast? Und Beast ist auch so ein One versus Many. Einer spielt das Beast und die anderen müssen quasi auf dieser Waldmap Hinweise suchen, also diesen Trail des Monsters quasi verfolgen und dann das Monster halt killen. Und sich halt währenddessen aufleveln und das Monster levelt sich, glaube ich, auch auf und
muss halt, ne, irgendwie da, das Biest will dann, keine Ahnung, Schafe und Kühe fressen und sich aufleveln und irgendwie die Leute geheim angreifen und du musst natürlich dann rausfinden, wo das Monster ist. So ist es Scotland Yard, nur mit ein bisschen mehr, mit einem bisschen cooleren Thema. Ja. Jetzt, hat jetzt auch mit einem Dollar unterstützt bei Kickstarter. Bin auch am Überlegen, ob ich das hole. Ob ich jetzt weiß, einen Kumpel holst. Ein großer Kickstarter. Daher. Die haben auch gut zugeschlagen. Ne? Also es war sehr erfolgreich eigentlich. Also. Ja. Und kommt in die Spieleschmiede auf Deutsch, aber da fehlt irgendwie Acrylmarker oder sonst irgendwas. Also bei Kickstarter zahlst du, glaube ich, dasselbe und kriegst du auch auf Deutsch. Von daher. Ich würde gerade sagen, der Kickstarter Laypitch hat halt irgendwann Deutsch drin. Ne? Deswegen, also man müsste jetzt eigentlich nicht in die Spiele reingehen, rein theoretisch. Ja. Aber. Wäre auch schade, wenn es da dann nicht zustande kommt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch offen, ne? Das kommt erst noch. Die Spiele kommt jetzt bald. Kommt jetzt bald. Also nee, bis ich die Spieleversion, die kommt jetzt demnächst. Ja, aber Adele habe ich mich eigentlich auch drauf gefreut. Das wollte ich auf das Spiel auch kaufen. Ich wollte es auch kaufen. Auf das Spiel. Ich war eigentlich auch im Kickstarter drin, habe es dann nicht genommen. Und dachte, auf das Spiel nehme ich es mit, dann hatten sie irgendwie keine mehr. Genau. Die hatten sie gar nicht gehabt, kamen gar nicht an. Ja, irgendwie sowas. Genau. Du konntest nur vorbestellen auf das Spiel. Ja, aber auch nur die normale, nicht die Kickstarter-Version. Da dachte ich mir so, dann kriegst du es vielleicht irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt mal. Und Stefan hatte seins zu schnell verkauft, sonst hätte ich es vielleicht auch genommen. Aber ich glaube auch, ich glaube, du hättest es auch nicht behalten. Also, weiß ich nicht. Wer weiß. Ich hab's ja. Achso. Spiel's doch mal. Was ich heute alles verkaufe hier, ist ja super. Erstmal musst du spielen und gucken, ob es dir gefällt. Dann spiel's erstmal, genau. Können wir drüber reden. Hatten wir ja vorher, wollen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Weil ich find, bei mir war es halt die Hoffnung, dass es so ein Nemesis Light ist, dass du halt. Das habe ich auch gehofft, genau. Einfach das hat ja jeder gehofft irgendwo. Ne? 5 Minuten Regeln, einfach anfangen und dann 90 Minuten Spaß haben, so Punkt. Ja, genau. Ohne Komplexität oder so. Ohne halt eine Stunde aufzubauen und alles Mögliche. Das war so ein bisschen die Hoffnung, weil das ist immer so der Knackpunkt an Nemesis. Aber das ist es nicht. Ja, okay. Das Witzige ist, du kannst die 4 Seiten regeln, weil die so mies geschrieben sind, die kannst du länger lesen als Nemesis regeln und hast sie trotzdem nicht verstanden. Gut, das kenne ich. Und das ist wirklich bitter. Also du kommst ja auch dumm dabei vor. Du liest 4 Seiten und du denkst, Alter, ich habe doch schon ganz andere Spiele gespielt. Warum verstehe ich diese 4 Seiten nicht? Und warum wird mir erklärt? Warum ist auf dem Player-Sheets nicht, warum stehen da nicht die Items drauf? Nee, ist so andersrum. In den Regeln werden die Items nicht beschrieben, weil die nur auf dem Player jetzt draufstehen. Das muss man sich mal vorstellen. Die werden einfach die Regeln nicht erklärt, die Items. Also, was ist denn das? Das kommt aber immer davor. Wir hatten letztens Sherwood Bandits von Ludus Magnus Light. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch so ein Robin Hood kleines, eigentlich Kinderspiel. Und wir haben original 1,5 Stunden diese Regeln gelesen. Dieses Spiel könnte ich dir jetzt in 2 Minuten erklären, weil es so simpel ist. Aber wir haben 1,5 Stunden die Regel gelesen, Wort für Wort, weil wir es einfach nicht verstanden haben, was dieses Spiel von uns wollte. Oder was diese anderen wollte. Was du eben erzählt hast, hatten wir gestern auch. Wir hatten Paper Dungeons haben wir noch gespielt. Und du hast halt, jeder hat seinen Paper Dungeon, wo du Sachen eintragen willst. Und diese Sachen, die du ankreuzt, sind einfach nicht in der Regel erklärt, sondern musst erstmal, nachdem du das ganze Spiel irgendwie dann gelesen hast, ist hinten auf der letzten Seite, da sind dann die Sachen erklärt. Und denkst du so, warum? Warum vorne mal kurz erklären? Das passiert manchmal, glaube ich. Ja. Aber dann ist hier das Aliens wahrscheinlich mehr Nemesis im Kleinen als Adele oder uns. Das geht schon sein. Das geht wirklich in die Richtung wie Nemesis. Also es war nicht super schlecht, es hat einfach nur der Funke kam einfach bei uns noch nicht über. So, ne? Ich kann natürlich auch sagen, wenn du einfach eine Erwartung rangehst. Ne? Ja. Das ist immer das Problem. Ne? Also man sollte nie was erwarten. So, ne? Ja, stimmt. Okay, ihr seid noch mit eurem letzten Personalsatz. Wir haben eigentlich gar nichts mehr so. Okay, Eventuell reinschmeißen könnten, wir haben es endlich geschafft, Nemesis Hirngespinster zu spielen. Ja. Oha, da bin ich gespannt. Also wir haben ja auch in dem zweiten Kickstarter zu Lockdown, haben wir ja dann alles, was wir noch nicht hatten, haben wir ja mitgenommen. Also viel. Jede Erweiterung. Nemesis ist halt einfach so ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob die Erweiterung immer so viel zum Einsatz kommen werden oder überhaupt, oder ob wir uns da nicht auf eine einschießen. Aber irgendwie ist das so ein Spiel, wo ich gerne alles habe, so gefühlt. So, das ist mehr der Sammler. Ja. Aber ja, jetzt haben wir gesagt, komm, wir probieren die Hirngespinster mal aus. Wow. im Prinzip sind das gar nicht so viele Änderungen. Es sind nicht viele Änderungen. Sagen wir mal so, wir hatten nicht
direkt nach der zweiten Runde irgendwie die Queen auf dem Tisch stehen oder so. Also gefühlt skaliert das, im Vergleich zum anderen Nemesis, wo du irgendwie von Anfang an auch was drin hast und böse ziehen kannst, theoretisch, ne? Natürlich immer theoretisch, so skaliert das eher. Also quasi mit fortlaufendem Spiel wird es schwerer. Das wird das normale Nemesis, sag ich mal, auch, aber anders. Das hier wirklich mehr. Weil die, ja, also die Hirngespinster sind ja nicht wirklich da. Die sind ja nur in deinem Kopf, bis auf diese große Figur, die ja wirklich auch durchs Raumschiff rennt. Es ändert so ein bisschen was an dem Ereignis. Es gibt eigene Ereigniskarten, es gibt eigene Schwächen. Also die haben so Nester, nee, nicht Nester. Die haben so. Ja, das sind auch so Sondermarker irgendwie. Nimmst du denn aus der Original-Nemesis-Sachen raus und tauscht die dann? Also Ereigniskarten kommen komplett weg, dann die Schwächen sind komplett eigen. Das ist ja auch die Karte, die du aufs Playerboard legst mit der Geistesfähigkeit. Ja, genau. Wahnsinn, quasi. Ist ja, also im Prinzip ist ja das normale Nemesis ist ja Alien. Dann haben wir die Carnomorphs, die sind ja mehr so Dead Space-mäßig und die Hirngespinster sollen so ein bisschen Cthulhu-mäßig sein. Ja. Okay. Deswegen legst du quasi da, wo normalerweise, also es gibt auch keinen Schleim, und da, wo normal der Schleim ist, da legst du so eine kleine Karte drüber und da steht dann halt drauf, wie wahnsinnig du bist. Und je nachdem, wie wahnsinnig du bist, wie weit das fortgeschritten ist, hast du bei einer Begegnung das entsprechende Monster. Das heißt, je wahnsinniger du wirst, desto krasser das erscheint. Und deswegen skaliert das halt so ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Weil du kannst nicht irgendwie ganz am Anfang den krassesten, das krasseste. Mhm. So, das ist so das Ding. Und wenn du die halt abgehängt hast, sag ich mal, wenn die irgendwo am Schiff spawnen und ja, wir hatten zeitweise, hatten wir vier, die haben so eine schöne Reihe gebildet. Und du haust vor denen ab und die können in einem Zug nicht, also wenn die so und so weit weg sind, dann verschwinden die. Und können nochmal spawnen. Das ist so also die verschwinden automatisch. Davon. Genau, Geistern nennt sich das dann. Und besser oder schlechter als die anderen? Bitte? Besser oder schlechter als die anderen, als die Xenomorphs? Gar nicht vergleichen, weil die anders sind. Also die funktionieren ja von ihrem ganzen Verhalten und von der Schwierigkeit her ganz anders als die Xenos. Da hast du halt nicht so dieses, du bist von der Larve befallen, du bist tot. Ja, das gibt's nicht. Dafür wirst du halt wahnsinnig. Und wenn du quasi die höchste Stufe des Wahnsinns erreicht hast, bist du wahnsinnig und irrst als Bekloppter übers Schiff und bist auch raus. Ne? Das ist da so der Clou. Halt, dass es vorhersehbarer ist, glaube ich, würde ich sagen. Wir hatten aber trotzdem nicht das Gefühl, dass es einfacher war. Ganz im Gegenteil, wir hatten eigentlich eher das Gefühl, dass es schwerer war. Dass es gerade, also am Anfang nicht, aber später wurde es schwieriger. Mhm. Vor allem, weil wieder alle am Tisch die kooperativen Ziele gewählt haben, sich natürlich wieder keiner vertraut hat. Ja, das stimmt. Aber das ist ja, das hat ja jetzt nichts mit der Erweiterung zu tun. Also insgesamt fanden wir es gut. Aber das bleibt ja. Und ich glaube, wir würden tatsächlich jetzt eher mit den Hirngespinstern spielen, als mit den normalen Xenos im Moment. Okay. Echt? Ja. Ja. Ui. Aber wir haben noch die Fähigkeiten von den einzelnen Charakteren dazu genommen. Die sind Stimmt. Aftermath. Genau. Ja. Und dann kriegen die ja so spezielle Sonderfähigkeiten. Hm. Das ist vielleicht auch noch. Ja, die machen es auch ein bisschen wertvoller. Hm. Ja. Ich fand die Hirngespinste ziemlich langweilig. Also, wir haben 20 Runden Nemesis gespielt, dann dachte man, komm, machen wir mal Carnomorph und Voidseeders. Und die Carnos fand ich ganz witzig, weil es ja mehr Kampf ist. Die mutieren ja dann immer und werden immer mehr und gehen auf diese schweren Gegenstände drauf. Das fand ich ganz cool, aber diese Hirngespinster, die war so, weiß nicht, da ist ja nichts passiert, da ist kein Kampf und nichts. Und ich habe das aber auch nur einmal gespielt bisher mit. Ich habe das einmal gespielt, aber gesagt, brauche ich nie wieder. Wir auch. Also entweder hast du jetzt eine falsche Spielerfahrung oder wir. Nee, Quatsch, aber ich weiß nicht, ich das war jetzt so das erste Mal, vielleicht müssten wir es auch noch auf 2, 3, 4 Runden mehr ankommen lassen. Um das, vielleicht ändert sich das dann auch total und wir sagen dann auch, nee, war nur die erste Runde irgendwie so hart, weil wir auch nicht wussten, was auf uns zukommt oder weil wir blöd gespielt haben. Und wobei, ihr habt ja auch jetzt Void-Ziel das noch nicht gespielt und sowas, ne? Hä? Void-Ziel, das sind ja die Hirngespinster. Das sind die Hirngespinster, ja. Ach, das sind die Hirngespinster. Ja. Und finden es dann zukünftig auch
langweilig. Kann ja sein. War jetzt halt nur so der Eindruck, den wir hatten. Aber den hatten wir alle. Bei euch klingt's gut. Also fanden es jetzt erstmal nicht blöd. Schade fand ich im Gegenzug, dass wir nicht mehr zu Aftermath gekommen sind, weil das haben wir auch noch nicht gespielt. Auch langweilig zusammen zu spielen, oder? Also das ist auch langweilig zusammen zu spielen, glaube ich, oder? Da musst du schon ganz schön Zeit für haben, glaube ich, dann. Ne? Naja, also, sagen wir mal so, es kommt drauf an, was für Gegner du hast. Wenn du die Xenos hast und dann schnell raus bist, dann hast du ja Zeit. Dann kannst du dir das schon mal aufbauen. Ich glaube, es geht eher darum, wenn du die Aftermath noch anschließen willst, ne? Ja, das genau meine ich. Von der Zeit her, ja. wenn du schnell raus bist bei Nemesis, dann bist du schnell raus. Ja gut, du spielst du ja so oder so, auch wenn alle jetzt irgendwie früh sterben. Aber komm, realistischerweise, die meisten Nemesis-Spiele gehen schon 3-4 Stunden. Ja, das meine ich ja. Und dann noch Aftermath. Die Zeit musst du dann halt nehmen. Ne? Aftermath soll ja nur noch so eine 3/4 Stunde oder so dann noch gehen. Aber hast du ja auch ein bisschen andere Regeln und so, musst du ja mal gucken, wie das wieder funktioniert und alles. Also da müssen wir ja alle wieder dann wissen, was passiert im Endeffekt. Ne? Wissen wir ja wirklich noch gar nicht, weil wir es ja noch nicht probiert haben. Mhm. Und da dann auch, das ging auch zu lange, weshalb wir es dann nicht mehr dazu gekommen sind. Aber bin gespannt. Also das werden wir auch noch ausprobieren. Und auch die Kanomorphs haben wir ja noch gar nicht gespielt. Die sind cool. Die Story haben wir auch noch nicht gemacht. Ich habe nur die Regeln dazu gelesen, deswegen weiß ich das mit den Mutationen. Das hörte sich auch interessant an. Werden wir auch noch ausprobieren. Und auch die neuen Charaktere aus Aftermath, die kannst du ja eigentlich schon fürs Grundspiel nehmen, haben wir auch noch nicht getestet. Bis auf den Medic. Oh. Den hatte jemand. Also den Medic, den haben wir ja auch noch mit dazu. Den hatte jemand. Ja, aber gerade die Charaktere aus Aftermath sind richtig gut. Ja. Ja. Also die Aufklärerin. Nee, Aufklärerin ist im Grundspiel. Ist im Grundspiel, ja. Nee, der mit dem Hund. Der ist so gut. Ausprobieren. Müssen wir unbedingt ausprobieren. Also es hat lange gedauert, bis wir jetzt nochmal Nemesis gespielt haben. Also das Paket vom Kickstarter kam ja letztes Jahr im Georg, März, wann habe ich dir geschrieben? März, Mai? War das schon März, Mai? War es schon so? Das war früher. Ja, die kamen tatsächlich relativ, erstaunlicherweise auch relativ rechtzeitig oder nicht mit viel Verspätung. Das hat mich auch sehr gewundert. Habt ihr Englisch oder? Nee, Deutsch. Okay. Ja, bei mir hat es ja noch länger gedauert. Bei dir hat es länger gedauert, genau. Da haben wir doch das Unboxing zusammen gemacht. Genau. Dann haben wir es aber auch echt nicht mehr gespielt. Also wir hatten es dann da stehen und haben es nicht mehr gespielt. Das hat mich auch lange geärgert. Deswegen haben wir dann auch gesagt, wir probieren es jetzt mal aus. Hat denn irgendjemand schon mal Untold Stories, also die Geschichte gespielt? Weil das habe ich gehört, soll auch extrem geil sein, wenn man die ganze Story durchspielt. Das muss echt extrem gut sein. Ich habe leider auch nur die Retail-Version. Ach so. Ich habe es nur im TTS, habe ich sehr, sehr oft gespielt, aber da auch nur Aftermath, Cannamorph, Void Seeders, die Geschichten oder die Story noch nicht. Und die Rückseite vom Spielplan, die ist auch super cool. Ich muss allerdings auch dazu sagen, bei Nemesis ist das halt so das Ding, man muss sich da halt auch ernsthaft fragen, wenn man jetzt nicht diesen Sammlertrieb hat, ob man bei Nemesis wirklich Erweiterungen braucht, weil das ja eigentlich an sich schon alles bietet, was du brauchst für eine Spielerfahrung. Und das ja auch trotzdem jedes Mal anders ist. Und du hast ja zwei Spielseiten und so. Es gibt kaum ein Spiel, was so eine Story erzählt. Ne? Also ein Blockbuster im Endeffekt ist. Deswegen, also das sind ja Erweiterungen so ein, ist schön, wenn man es machen kann, aber wirklich nötig ist es da ja jetzt nicht. Ganz anders wie zum Beispiel bei Arnak, wo die Erweiterung wirklich ein absolutes, ich sage jetzt auch nicht Must-Have, das ist es eigentlich nie, aber das ja wirklich eine deutlich bessere Spielerfahrung bietet, finde ich jetzt. Das hast du bei Nemesis ja eigentlich nicht. Also mit dem Grundspiel würde ich genauso geile Runden spielen wie mit den ganzen Erweiterungen. Ja, bestimmt. So, bis auf die letzte Runde mit Hirngespinst, da haben wir ja bisher auch nur das Grundspiel gespielt, ehrlicherweise. Also. Jetzt muss ich für den Stefan noch was ins Bild halten, für ihn und seine Tochter. Hol dir Schnipp und weg von Gerhards. Das ist im Grunde genommen Schnippspiel, ne? Klar, siehst du ja schon. Auf der einen Seite einer hat die Schwarze, einer die Weißen und du musst halt versuchen, den anderen vom runter zu schießen, also runter zu schnippen. Mhm. Wenn du es geschafft hast, rückst du eine Reihe nach vorne. Also immer, wer es schafft, nach ganzen nach vorne zu kommen, immer wenn du es geschafft hast, den anderen runter zu kicken, ziehst du eine Reihe vor, hast also einen Stein weniger und der andere fängt wieder unten an. Ne? Okay. Und dadurch, dass du irgendwann weniger hast, holt der andere irgendwann wieder auf, weil er viel mehr Möglichkeiten hat, wegzuschnippen. Und das macht einen Höllenspaß. Also da bist du auch, das kann ich mir gut vorstellen, wenn ihr beiden das spielt,
Wenn ich so an Flying Goblins denke und nutze, ich glaube, das wäre das für euch. Ja, wir haben es seit neuestem Jahr hier, versus Clask für uns entdeckt. Das ist auch einfach, ah, auch super, ja. Das ist auch super, einfach, super, muss ich auch sagen, ne? Also wirklich, ja, also das wird einfach so durchgesuchtet, ne? Also es wird einfach gar nicht, gar nicht abgebaut. Ja, ja. Es steht einfach, genau, immer rum irgendwie so, ne? Es, ja, ist, es hat so viel Suchtpotenzial, einfach noch eine Runde und noch eine Runde so, ne? Also es ist schon echt, manchmal sind diese kurzlebigen Spiele ja richtig krass einfach, ne? Wie oft du die da verspielen kannst irgendwie, das, ne? Stimmt, also, habt ihr die runde Version oder die eckige? Nee, die eckige. Die Runde ist ja, glaube ich, ist die Runde nicht für 4 Spieler? Oder? Ja, ja, für 4. Ja, ja, aber Runde ist, nee, halt auch sehr, sehr witzig. Okay. Das, ich hatte Angst gehabt bei der, ich hatte früher, ich hätte alle Stratego bestimmt, ne? Und ich hätte früher, irgendwann wollte ich auch Stratego haben, also nach dem Schullandheim oder sowas, ne? Weil wir da immer Stratego gespielt hatten. Und dann war ich dann wie in der Metro mit meinem Vater. Und dann habe ich das falsche Stratego gekauft und hatte versehentlich die 4 Spielerversion von Stratego gekauft. Und ich konnte die einfach nie spielen, weil wir nie zu 4 zu Hause gewesen sind. Einfach so, ne? Und das hat mich so frustriert, dass ich jetzt immer, wenn ich so weiß, es gibt eine 4 Spielerversion, dann meide ich die irgendwie, weißt du? Ach so. Also, ist dumm, ne? Aber im Endeffekt, das hat mich geprägt, das Stratego von damals irgendwie. Ja. Deswegen nur 2 Spieler. Das kannst du auch bei denen auf der Seite kaufen. Also kriegst du im Laden, aber kannst du auch bei Gerz auf der Website kaufen. Okay. Das wird euch Spaß machen, sicher. Da kannst du auch gucken, die haben viel in der Auswahl, so in der Art. Ich, ja, du machst aber ganz gute Empfehlungen, da muss ich immer aufpassen. Ja. Ja, also. Ja, das hat mich gefreut da mit Flying Goblins, dass das auch dann echt so gut angekommen ist. Ja, auf jeden Fall echt cool. Also, haben die Oma und Opa haben mitgespielt gehabt und so, ne? Ja, und dann, ja. Und besonders, wenn du dann wirklich noch den einen unmöglichen Sprung hinbekommst. So, ne? Also ich hatte auf der anderen Seite des Turms, da muss ich dazu sagen, in der Mitte steht ein riesiger Turm und man fängt dann an, so seine Einheiten darauf zu platzieren und seine Diebe und so weiter. Und ich habe dann irgendwie geschafft, über den Turm rüber, genau auf der anderen Seite, bei meiner Tochter auch noch, ne? Also bei der Kleinen, ihr Gebäude da kaputt zu machen, was sie sich da aufbaut. Und ihr hätte wirklich nur eine Runde noch gefehlt gehabt, dann hätte sie damit beendet. Und ich habe das Ding einfach mit dem unmöglichen Schuss habe ich es einfach. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast unmöglich, ja. Ja, und das Schlimmste war gewesen, das war auch komplett, ich wollte gerade sagen, das war so ein Tableflip-Moment. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Sie durfte ruhig gewinnen, das Spiel eigentlich so, ne? Und dann war es einfach so, dass dieses Ding einfach darauf bricht. Also scheiße. Also bei jedem anderen hätte ich mich natürlich mega gefreut, ne, und hätte den auch ausgelacht ohne Ende, aber durch die Frage, Tochter, ich hätte ihr den Sieg einfach gegönnt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, klar. Naja. Naja. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Rechnest du ja nicht mit. Ja. Okay, wir haben das Spielen durch. Wolltest du noch kurz auf dein neues Projekt eingehen, mal kurz erwähnen? Ja, wir können ja noch mal ganz kurz, kann ich da noch mal anschneiden, auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt damit selbstständig gemacht. Und zwar, es gibt ja, wie wir alle wissen, wir leben ja alle in diesem Kickstarter, im Crowdfunding-Kosmos, in dieser Bubble irgendwie. Und es gibt ja immer sehr, sehr viele Kampagnen, sage ich mal, wo man das Gefühl hat, ne, die sah schon ganz gut aus oder da war viel Potenzial drin gewesen, aber dann laufen die teilweise trotzdem nicht oder laufen schlechter, als sie selber vorhatten, sage ich jetzt mal. Es gibt ja sogar Kampagnen, die machen $200.000 und rechnen dann trotzdem ab und so, wo man sich immer fragt, was sind da für Hintergründe, was ist da eigentlich passiert und so, ne? Und das hat alles ganz viele Gründe im Endeffekt, weil oft liegt es dann an der Vorarbeit, weil man kann ganz, ganz viel halt, ne, für die Kampagne vorbereiten und es gibt da keine richtigen Guides für oder so. Also alle versprechen dir immer Reichweite. Sobald du live bist mit einer Kampagne, sagt halt jeder, hey, ich habe jetzt 10.000 Follower auf Twitter oder E-Mail-Listen und Instagram und so weiter, ne? Aber oder Influencer-Power und so, aber das große Problem ist eigentlich immer, was viele nicht verstehen, ist, dass die Influencer-Reichweite dir gar nichts bringt, wenn dein Grundkern nicht stark ist. So, ne? Weil jeder Influencer bringt dir die Reichweite, na klar. Aber sobald Leute von dieser Reichweite sozusagen zu dir auf deine Kampagne raufkommen und diese dann nicht aber komplett überzeugt, ne, weil du einfach Sachen falsch gemacht hast, dann gehen Leute trotzdem nicht in deine Kampagne rein. Und das verstehen die meisten Leute irgendwie halt so nicht. Ne? Viele denken immer, es ist ein Selbstläufer, sobald ich Werbung schalten lasse, wird das schon laufen. Nur das ist einfach heutzutage nicht mehr. Die Konkurrenz ist einfach unendlich groß. Die Konkurrenz ist unendlich stark geworden mittlerweile. Und du kannst heutzutage nicht mehr mit einem normalen Spiel herkommen und einfach erwarten, dass es funktioniert. Die Zeit ist einfach vorbei. So, ne? Also das war vielleicht 2015 mal so oder so, aber jetzt 2022 ist das schon lange abgefahren, dass das funktioniert. Und ja, im Endeffekt, bei mir ist es einfach so, wir waren jetzt mittlerweile ja dreimal auf Kickstarter und unsere Zahlen haben sich ja immer sehr, sehr gut gesteigert. Also wir haben aus unseren Fehlern gelernt, die wir gemacht haben. Fehler macht jeder, das gehört dazu, ne? Und wir haben aber mal versucht, immer zu optimieren, immer zu gucken, wie ist der aktuelle Trend, was funktioniert am besten und so. Und durch diese Erfahrungswerte quasi, die ich quasi über diese letzten Kampagnen mitgenommen habe,
helfe ich quasi jetzt Startups dabei, sozusagen halt ihre Kampagnen hochzufahren. Das heißt, ich helfe bei der Vorarbeit, bei der Planung, bei dem, ne, also bei dem technischen Know-how im Endeffekt, ne? Also klar, auch die Kampagne selber natürlich, wie die aufgebaut sein muss, wie man Pledges gestaltet, wie man Backer dazu gewinnt, sage ich mal, innerhalb von wenigen Scrollbewegungen halt um zum Kaufen zu animieren. Da gehören dann auch richtige Schritte dazu, die richtige Menge an Text und Bilder in Kontrast zu der Optik und so. Ne? Also man kann halt so viel Liebe in so eine Kampagne reinstecken, wenn man es möchte. Man kann aber auch einfach, sage ich, nur eine Verkaufsshow draus machen und das Beste hoffen. Aber im Endeffekt sage ich immer, es gibt tausende Steps, die du halt machen kannst. Und jeden Step, den du halt richtig machst, der kann ja schon 1-2% mehr bringen, wenn du dann live gehst irgendwie so. Ne? Und ich sogar einfach jetzt dafür sozusagen, dass ich bei meinen Kunden, dass die mit einem guten Gefühl in ihre Kampagnen reingehen können, weil die einfach alles an Vorarbeit geleistet haben vorher, was quasi halt notwendig ist. Ne? Und ich sag mal auch immer so, gerade so die richtige Zielgruppe zu finden und anzusprechen, ist fast auch das Wichtigste irgendwie auch immer noch so, weil viele denken einfach, wenn ich viel Geld habe und viel investiere, wird das schon klappen. Aber die Leute verstehen auch nicht, dass man ganz viel Geld auch einfach verschenkt im Endeffekt. So, ne? Also die falschen Influencer, obwohl sie in der gleichen Bubble sind, lösen schon aus, dass du nicht deine Zielgruppe erreichst. So, ne? Und das ist einfach, man kann ganz, ganz viel falsch machen. Am Ende weiß man auch gar nicht, was man falsch gemacht hat. Am Ende hast du eine Kampagne gehabt, die hat nicht funktioniert. Und du fragst dich dann so, eigentlich habe ich doch alles gemacht. Aber das ist halt eben nicht so. Ne? Und ich helfe dann halt sozusagen mit meinem Wissen, was ich da halt habe, quasi einfach jetzt dabei, dass diese Kampagnen einfach rund sind, dass sie so funktionieren halt und dass man quasi einfach ein gutes Erlebnis dabei hat. Und ja, das mache ich jetzt quasi seit Anfang des Jahres. Ich habe auch schon meine ersten Kunden und so weiter. Das läuft alles gerade ganz gut an irgendwie, ne? Und es ist einfach super spannend, ne? Und ich habe auch selber jetzt ein total gutes Gefühl dabei, weil ich auch jetzt schon sehe, sage ich jetzt mal, was das für Sprünge sind, so, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel schaffst, dass ein Spiel jetzt plötzlich $10 weniger in der Produktion kostet oder so, einfach nur, weil die Anfrage besser gestellt hast, ne? Oder einfach richtiger gestellt hast und sowas, ne? Das macht dann schon so viel aus, weil es kann den ganzen Preis für Kickstarter ändern, für den Retail ändern und sowas, ne? Und es sind so viele Kleinigkeiten einfach, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Als Autor will man ja eigentlich nur sein Spiel raushauen, so, ne? Und denkt halt nicht darüber nach, wie viele tausend andere Sachen am Ende dann anfallen werden. David kennt das ganze Trara drumherum, ne? Allein schon die ganzen Containergeschichten und all solche Sachen, so, ne? Also man kann einfach unendlich viel falsch machen. Und ja, ich sorge dafür, dass es halt, dass das bei den Kunden so zumindest dann halt nicht der Fall ist. So, ne? Mir macht es mega Laune, ich habe schon super coole Kunden, ich freue mich total auf die Projekte, wenn die alle live gehen, ne? Ich habe da schon richtig Bock drauf irgendwie. Ich merke schon selber, ich werde selber der Kunde von meinen Kunden so gefühlt halt, ne? Einfach, das ist natürlich auch gefährlich ein bisschen, aber so, ne? Also fürs Regal auf jeden Fall, aber ich sag mal, wenn dabei meine gute Produkte rauskommen und die es vielleicht ansonsten vielleicht auch schwieriger gehabt hätten, ne, dann freut mich einfach extrem. Ne? Ich brenne halt so für das Thema einfach und gerade deswegen macht es mir auch so viel Spaß halt, ne? Weil im Endeffekt, ich beschäftige mich halt den ganzen Tag jetzt mit meinem Job damit, halt natürlich auch für meine Firma, für Godot Games natürlich, was ja immer noch nebenberuflich quasi immer läuft. Da versuchen wir ja auch immer sozusagen auf dem aktuellen Stand alles so am Ball zu bleiben so. Und weil wir ja quasi jetzt Anfang 23 gehen wir dann auch wieder auf Kickstarter, ist unser Ziel. Und ja, das heißt, wir gucken jetzt natürlich auch schon, was funktioniert wieder, ne? Also das ändert sich halt mal alles sehr, 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 sehr rasant. Mal was, wenn du, dass ich vor 2 Jahren noch Videos hattest, die 2 Minuten gedauert haben, würdest du heute schon sagen, mach auf keinen Fall noch ein 2-Minuten-Video. Und dann nutze nicht 5 Sekunden, um dein Logo einzublenden. Das ist zu viel, ne? Da fangen die Leute an zu skippen, ne? oder zu spulen oder sowas, ne? Also es gibt so viele Sachen, so Kleinigkeiten, die dann einfach ganz, ganz viel ausmachen, so, ne? Und ist einfach ein super spannendes Thema. Und in dem Bereich gibt es auch noch gar nicht so wirklich so einen richtigen Markt irgendwie, weil die meisten setzen immer nur auf Reichweite und auf Werbung. Und diese Grundstärke zu machen, das gibt es eigentlich so noch gar nicht so in dem Sinne. Ich vergleiche es immer am liebsten mit Sport. Also viele gehen bei Sport immer so auf Aussehen. Das heißt, die alle machen Arm und Rücken und sowas, ne? Aber ich hatte mal einen Trainer gehabt, der meinte zu mir, du musst eigentlich, innerlich musst du einmal stark werden, so, ne? Also wenn du Liegestütze machst und dabei nicht mehr zitterst und das machst du irgendwie in so fliegende Liegestützen und solchen Geschichten, so, ne? Dann kannst du eigentlich erst anfangen, nach außen zu gehen eigentlich, so, ne? Und das machen die meisten aber falsch. Die meisten gehen nur auf Optik. Aber ist eigentlich halt nicht der richtige Weg oder ist halt der, wo du deinem Körper eigentlich eher weniger gut tust. Ne? Also, ja. Und man findet dich unter Kickstarter Blueprints, oder? Genau, meine Homepage ist komplett Baustelle, ne? Also die ist auf jeden Fall nicht fertig. aber kickstarterblueprints.com im Endeffekt, komm auf die Homepage oder halt, man guckt es auf Facebook, ist halt vielleicht der einfachere Weg im Endeffekt. Ne? Habe ich das nicht schon mal gelesen? Ja, kann sein, ne? Die Seite gibt es schon länger.
Die Zeit ist auf jeden Fall schon länger da, genau. Also ne, ich habe letztes Jahr natürlich auch schon angefangen, mich vorzubereiten, natürlich so entsprechend. Ich hatte auch letztes Jahr schon meine ersten Kundenkontakte aufgebaut und so weiter halt, dass ich jetzt nicht komplett ins Nichts schwimme sozusagen. So, ne? Also man guckt ja mal schon so ein bisschen, ob das überhaupt alles sinnig ist, was man da vorhat und so. Ne? Aber Fakt ist halt auf jeden Fall, hätte ich damals bei meiner ersten Kampagne jemanden gehabt, der mir geholfen hätte, hätte ich alles angenommen. Ne? Ich hätte jeden Sturm natürlich angepackt, weil im Endeffekt alles, was du natürlich nicht an Hilfe bekommst, ist meistens halt Lehrgeld im Endeffekt so, ne? Und gerade im Werbebereich und so weiter, da kann man unfassbar viel verballern, so, ne? Also, mir macht es unfassbar viel Spaß und ich habe coole Kunden und das ist einfach irgendwie gerade für mich total spannend natürlich. Ich kann von zu Hause aus arbeiten halt, ich bin natürlich auch logischerweise deswegen halt mehr zu Hause halt, ne? Mit meiner Kleinen auch ein bisschen mehr Zeit und so. Und weiß ich nicht, ich freue mich auf jedes Spiel, was da rauskommt, so, ne? Und auch wenn ich halt sehe, dass da dann gute Projekte dahinter sind, dass so teilweise dann auch, ne, Thema mit Naturschutz habe ich schon was in die Richtung und so weiter halt, ne? Und wenn du dann auch merkst, dass eine gute Message dabei rüberkommt oder so halt, ne? Gehst du einfach mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus der ganzen Sache irgendwie halt so raus. Also, ja. Und wie gesagt, die Synergien, da müssen wir dann uns auch mal telefonieren oder gucken, ne, dass wir da vielleicht mal was nutzen können. Ne? Wenn ja, das, auf jeden Fall. Wenn Verlag zusammen irgendwas machbar ist, dann lass uns da gerne überlegen. Ja, absolut. Ne? Also ich habe auch schon ein paar Kooperationen, wo ich dachte, krass, da habe ich gar nicht gerechnet. Aber manchmal ergeben sich ja einfach Dinge, sage ich jetzt mal, ne? Einfach nur mit dem, ne? Ach so, sowas gibt es ja, dann nutze ich das mal nach dem Motto. So, ne? Also haben sich jetzt schon sehr spannende Türen aufgemacht, von denen ich vorher gar nicht gewusst hatte, dass diese Türen quasi existieren im Endeffekt. Und was hier auch... Ja, und auch hier mit dem Verlag, wie gesagt, auch mit Rutter im Hintergrund. Die suchen ja auch mal dann nach neuen Produkten. Wenn es da halt eine englische Version gibt, die dann vielleicht auf Deutsch kommen soll, die für uns interessant ist, wie es ins Portfolio reinpasst. Ja, klar. Kann das perfekte Synergien ergeben. Ne? Ja, absolut. Und was dann auch noch ganz nice ist, ich meine, das ist mehr nice to have, aber ich werde halt auch noch gefördert sozusagen. Also es gibt so eine Barverförderung. Die Kamera hier eigentlich. Und du bist ein bisschen verschwommen. Auf jeden Fall. Komisch, ne? Warst du zu scharf vorher? Ja, ja, wahrscheinlich. Licht, der Licht. Ja, aber wir können dich noch erkennen. So, mit Augen zusammenkneifen, geht's noch. So. Ja, nee, aber im Endeffekt, ich werde halt auch noch BAFA gefördert. Das heißt, ne, also die Bundesrepublik Deutschland quasi fördert quasi halt auch Leute wie mich sozusagen, die Unternehmen beraten sozusagen. Weil es gibt da Studien, wer hätte es gedacht, wenn man sich beraten lässt, danach macht man mehr Umsatz. Ne? Surprise, surprise. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, dass man da sowas natürlich fördert. Und im Endeffekt müssen meine Kunden quasi bei mir auch dann meinen ganzen Tag gar nicht bezahlen, sondern kriegen halt was wieder. Also das ist natürlich auch super cool im Endeffekt. Ne? Also freut mich natürlich auch für meine Kunden. Ich heiße, ich gucke auch immer so natürlich, dass dann die Optionen immer so gegeben sind, dass meine Kunden natürlich auch was davon haben, dass sie das hier Geld zurückbekommen sozusagen halt, ne? Es ist halt, müsste ich jetzt nicht machen, aber es ist einfach, sage ich jetzt mal, auch angenehm halt für beide Seiten so, ne? Und das ist eigentlich aktuell so die Situation, oder, ne? Ich habe schon alles so, es läuft alles im Endeffekt, ich habe Spaß dabei gerade irgendwie. Ich habe die letzten drei Wochen nur durchgängig Calls gehabt. Ich habe nicht einmal einen Tag gehabt, wo ich mir gesagt habe, so, jetzt kannst du deinen Tag mal strukturieren oder sowas. Das habe ich noch nicht einmal gehabt. Aber ich bin zuversichtlich, das wird bald kommen, so dass man mal wieder durchatmen kann. So, ne? Aber ich meine, das ist ja halt Anfangszeit, da ist man dann eh, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr involviert, weil alles neu ist und so. Aber es wird sich einfach alles im Endeffekt fügen. So, ne? Ich bin wirklich ganz entspannt. Also ich freue mich auf das Jahr und auf geile Kampagnen. Das ist so, das ist mein Plan. Ja, bin ich mal gespannt, was man, wie gesagt, damit mit dazu tun kann. Wenn das interessiert, verfolgen. Ja, mach ja. Das. Also spätestens, wenn ich mal nicht mal indirekt Werbung für ein Spiel mache. Aber nee, ja. Das ist mal ernsthaft. Wenn ich jetzt sehe, das Ganze taugt halt auch nichts, also, dann sage ich halt, dann kommuniziere ich das auch ganz ehrlich. So, wenn ich einfach sehe, dass es jetzt nicht Kickstarter-tauglich oder so, es macht auch keinen Sinn, dass ich einfach einen Kunden annehme, wo ich weiß, am Ende ist er nicht zufrieden, weil er vielleicht sein Ziel niemals erreichen wird. Und ich bin natürlich auch nicht zufrieden, weil ich einen unzufriedenen Kunden habe. So, ne? Also das würde ja keinem was bringen. Und ich halte es lieber klein, also ich suche mir lieber wenig Kunden aus, aber dafür dann halt so, sag ich mal, wo ich dann weiß, die brennen dafür, die haben auch richtig Bock, dass was passiert irgendwie und dann klappt es halt auch, ne, wenn du ein richtiges Bild so rangehst halt, ne, also das war einfach mal. Du wirst ja wahrscheinlich auch eine Erfolgsprämie dann haben, ne? Du wirst schon beteiligt sein, ne? Es kommt drauf an, so, ne, also ich habe mehrere Optionen, also die Kunden können es machen, dass sie quasi Geld geben und prozentuale Anteile, sie können aber einfach nur Geld geben, mir ist es egal, also im Endeffekt ich muss es halt nur so takten halt, dass ich mit Kunden auskomme, das ist halt so der Gedanke halt, ne, also wenn ich jetzt 50 Kunden hätte, wie soll ich denen gerecht werden, das geht ja quasi halt gar nicht so, ne, daher lieber mit wenig Kunden halt arbeiten, aber dafür dann halt mit guten Kunden, so, das ist so meine Prämisse eigentlich, ne, und
ja, ist etwas exklusiver zu halten, dann weckt ja auch die FOMO, ne? Also von daher, ja, das ist quasi das Konzept im Endeffekt halt, ne? Also ich habe super Bock, mal gucken, was es so ergibt an Projekten irgendwie so. Wird auf jeden Fall noch einiges kommen, habe ich so das Gefühl. Also, ist cool. Stimmt. Ja. Okay. David, wolltest du auch ein Projekt noch erwähnen? Was Direktes habe ich gar nicht. Wir sind ja an Wutaki immer noch dran, dass es hoffentlich bald mal ausgeliefert wird. Ansonsten bin ich natürlich nicht untätig und habe die nächsten Projekte schon vorbereitet. Zum einen hatte ich ja vorhin erwähnt, dass Roll'n'Ride ein Co-op Roll'n'Ride im Cthulhu-Universum, weil Cthulhu geht immer, ich liebe ihn und da bin ich dran. Das wird wahrscheinlich auch so ein Print-and-Play Gamefound-Ding wahrscheinlich werden, weil Kickstarter kannst du mittlerweile ja nur noch machen, wenn du schon alles ausgeliefert hast und mal gucken, je nachdem, wann es jetzt wirklich fertig ist. Bisher, also es entwickelt sich sehr gut. Und auf der anderen Seite habe ich einen Skirmisher für 2 bis 4 Spieler, der den Stefan auch schon gespielt hat. Sehr zu empfehlen. Sehr geil. Der ist sehr, wirklich sehr gut. Also man ist ja von seinen eigenen Sachen irgendwie meistens begeistert, aber der funktioniert einfach richtig, richtig gut. Sollte so ein Ding werden. Wenig Regeln, simple Sachen und soll schnell gespielt sein. Ist grob 20 Minuten pro Runde und dann kannst du dich so ein bisschen Battlefield-mäßig um Flaggen klatschen und hast einfach Spaß dabei. Das ist gut. Also kann ich nur bestätigen, war wirklich richtig cool gewesen. Also wir hatten letztes gespielt gehabt. Also ist jetzt keine Werbung oder irgendwas oder so. Ne? Also das sage ich jetzt aus freien Stücken. Kein und, Kunde bei Kickstarter Blueprints, noch nicht. Genau, ne? Und im Endeffekt, ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Also gerade wenn man Siege geil findet, ne? Das ist halt einfach sehr, sehr, also es ist halt ein bisschen die Regel einfacher einfach. Ne? Also im Endeffekt, das ist wirklich, du hast es so schnell raus. Aber es bringt so viel trotzdem genug taktische Tiefe, um dass du trotzdem immer wieder überlegen kannst, okay, wer ist jetzt diese Taktik oder ne, versuchst du jetzt auf einem anderen Weg, jetzt denkt er vielleicht, dass ich, ne, hat er gerade die fetten Waffen dabei, okay, dann kann ich dagegen agieren und kann mich extra ausrüsten. Nehme ein paar Gadgets mit und mache was anderes. Genau, also es ist wirklich, wirklich krass, wie viel Taktik dann da reingrätscht irgendwie. Ich habe verloren, muss ich leider sagen, aber es war trotzdem gut. Aber du hast lustige Sachen ausprobiert, also. Ich hatte einen Scharfschützen, der rennen konnte, also einen rennenden Scharfschützen. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber sie mit war mit der Machete noch dabei. Das stimmt. Das ist okay, komm, ich bin on fire. Ich will das. Also gibt es auch bei TTS, wenn ihr mal spielen wollt, sagt Bescheid. Können wir gerne tun. Bitte nochmal, das habe ich nicht verstanden. Gibt es bei TTS im TTS-Mod schon. Wenn ihr mal spielen wollt, sagt gerne Bescheid. Können wir gerne tun. Ja, das machen wir. Da habe ich Bock drauf. Weil sowas mag ich auch immer als Grundidee. Ja, machen wir. Wächst immer schön fleißig weiter. Okay, ja, dann war es unser erstes gespielt. Und ich glaube, das werden wir jetzt mal regelmäßig machen, weil es war schon echt spannend, weil es ja wirklich so unterschiedliche Spiele waren und das Portemonnaie jetzt wieder leerer macht. Und in der Hinsicht, ja, ich freue mich schon mal aufs nächste Mal. Von meiner Seite dann schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann hoffentlich mit der Kamera, die mich wieder sieht. Okay. Ciao. Tschüss.